So. Lover mit Bars und Blesk, das wäre cool. Ich habe mir auch noch nichts dazu angesehen. Ich habe mir nur ein paar Sachen erzählen lassen. So, wir gehen schon mal in den Channel. Wie viel haben wir denn? Drei. Hä, ist ja voll früh. Wir könnten uns die Rollen noch mal ansehen. Das ist geil. So, ich gehe mal hier rein. Okay, ich bin selbst schon drin im Channel. Wir ziehen dann die anderen. Ey, lass uns mal die Rollen durchlesen, bevor die anderen kommen. Dann können wir nämlich angeben, dass wir schlau sind. Das ist geil. So, okay, also. Yeah! So, wo ist denn diese Mod? Hier. Hier. Was gibt es? Camouflager. Team Impostors. The Camouflager is an Impostor, which can additionally activate a Camouflage Mode. The Camouflage Mode lasts for 10 seconds. Ach, nur 10 Sekunden? And while it is active, all players' names, pets, hats are hidden and all players have the same color. Ah, aha. Das heißt, das ist gar nicht, man klaut nicht die Rolle, sondern alle werden gesichtslos. Note: The child and morphling, when copying the child, remain small. Raff ich noch nicht. The color of the footprints does not change. The seer still sees all the roles they revealed. Okay, das heißt, hier sind schon mal drei verschiedene Rollen drin, wo ich nichts raffe. Dann Lovers. Okay, Lovers ist selbsterklärend. Da lieben sich zwei und wenn einer von beiden stirbt, stirbt der andere auch. Sheriff kennen wir auch schon. Sheriff kann Jester und Imposter erschießen. Wenn er auf einen Crewmate schießt, stirbt er selbst. Jester kennen wir, ist der Joker. Wenn er rausgevotet wird, dann gewinnt er. Seer. The seer has the ability to find out about people's intentions. The information is only visible to them. Depending on the selected option, they either directly see the role of the player appended to their name or if the player is a good name, text changes to yellow or a bad name. Mann! Ich habe keinen Bock zu lesen. Ich will nicht. Ich bin aus der Schule extra raus, deswegen. So, der Seher kann Sachen sehen. Engineer, kennen wir schon. Detective, was kann der denn? Ah, der sieht die Footprints. Ah, ja, der sieht die Fußspuren von anderen Spielern. Okay. Schön, 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 schön. Leiter. Was ist das? The vision of the lighter never changes, even if the lights are out. Boah, das ist ja auch krass. Okay. Depending on the options, the lighter can have a bigger or smaller vision than other crewmates. Okay, abgefahren. Child. The child won't be harmed by anyone until it turns 18 years old. Then it becomes a regular crewmate. What the fuck? The child's character is smaller and. Oh nein, da muss ich ja Child werden. Da muss ich ja. Das wird ja geil. Dann haben wäre es ja geil, wenn ich so klein bin, aber 1,50 breit. The child's character is small and hence visible to everyone in the game. The child works with the crewmates and aims to play out the strengths of its invincibility in the early game. If the child is voted out before it turns 18, everybody in the lobby loses. Ja gut, ist auch logisch, weil da kann ja kein Imposter sein. Imposters can't kill the child. The button does not work until it turns 18. The sheriff always suicides if he tries to kill the child. Okay, abgefahren. Medic kennen wir ja schon. Der hat ein Shield, was highlighted ist, okay. Shield players can still be voted out and might also be an imposter, okay. Ja, das ist der Medic, den kennen wir. So, Mayor. The Mayor leads the crewmates by having a vote that counts twice. Okay, also der stackt nicht wie bei der anderen Mod. Spy, was ist das? If the spy activates the spy mode, the spy gets more information than others from the admin table and vitals for a set duration. Otherwise, he sees the same information as everyone else. Admin table, the spy can see the colors of the players on the table. Es gibt ja nur so richtig abgefahrene Rollen. Was ist denn da los? Note.
even if the morphling morphs or the camouflages, the spy sees the right colors in the admin table. Oh? Alter, das wird ein kompletter... Was machst du? Simon? Ja? Hallo? Scheiße, hört ihr mich die ganze Zeit? Ja, ja. Wir haben dich die ganze Zeit gehört. Seit 10 Minuten. Jo. Mann, das ist aber unangenehm. Das ist aber richtig peinlich jetzt, oder? Okay, Matteo. Und ihr habt einfach nichts gesagt. Ihr seid einfach hier reingekommen und einfach zugehört. Wir sind gerade reingekommen. Ja, wir sind gerade erst reingekommen. Ich gehe gerade die Rollen durch die neuen, weil ich raff gar nichts. Ist voll abgefahren. Hallo. Hallo. Ja, hallo. Haben wir gehört. Wirklich abgefahren, ja. Hallo. Cool. Hi. Bless, du hast schon so ein bisschen was eingestellt, oder was? Du kennst dich schon ein bisschen aus, ne? Es gibt Leute, die haben mehr. Also Timmet hat öfter mitgespielt, Party, Shintao, ja. Das sind die drei Leute. Ich habe auch einmal damit gespielt. Aber wer macht denn Lobby auf? Das ist die Frage. Blesk. Ja, Matteo, oder? Lobby auf, nee, ich weiß gar nicht, wie das geht. Dann mach. Baller los. Wir sind noch gar nicht 21 Uhr, wir sind noch gar nicht alle da, oder? Ja, ja, ich gehe dann nochmal, ne? Ciao. Okay. Spielen einfach mal eine Runde zu 6 zum Ausprobieren. Ich will jetzt, dass wir alle um 20 Uhr loslegen. Okay, na gut. Okay, ja. Dann gehe ich hier raus. Wir gehen ins Game rein. Let's go. Bei dir 20 Uhr. Bei uns 21. 21 Uhr. Ich bin eine andere Zeitzone. Ja, bei mir 20 Uhr. Ich bin eine andere Zeitzone. Bei mir ist auch andere Zeitzone. Ich habe London Time. Richtig, London. So, ich bin drin im Game. Warte mal, dann gehe ich raus. Time. So, ich bin sehr gespannt. Also, aber sind alle Rollen aktiv, die es gibt, oder? Kannst du einstellen. Nee, ich meine ja. Können wir einstellen. Ja, ich frag Blesk, was willst du alles einstellen? Bin ich jetzt Chef, oder was? Du warst schon immer Chef. Jawohl. Ja, keine Ahnung. Ein paar hat sich schon Town Timmy Glamour sagen, ob es ein paar Rollen gibt, die halt eher schwierig sind. Ich denke, so Shifter und so ist halt sehr knifflig. Haben wir. Den kennst du ja, glaube ich, noch. Hast du heute ein neues Tattoo bekommen? Genau. Was? Ja. Da, nice aus. Danke, Mann. Suppt so ein bisschen auf mein Mausbett drauf die ganze Zeit. Guten Abend. Sehr gut. Reinsuppen, ja. Das ist immer geil. Guten Abend. Hallo. Hallo. Ja, Mensch, bei euch ist ja wild. Was geht ab? Ja, gerade eben war noch richtig geile Stimmung. Und dann kamst du rein. Oh, sorry. Sind die immer gelogen? Alle aufgehört zu reden, oder? Ja, nee, war alles gut, alles gut. Ja, wir warten gerade, dass alle reinkommen und dann testen wir mal. Wir haben gerade drüber geredet, welche Rollen wir alles mit reinnehmen wollen, beziehungsweise eigentlich haben wir drüber geredet, wie das neue Tattoo von Blesk ist. Genau. Oh ja, das sah echt geil aus, ja. Mir ist es egal, wie die aussehen. Ich gehe da wirklich nur zum Stechen hin. Ich mag das, wenn mir die gestochen werden. Aber wie die dann aussehen, ist mir ehrlich gesagt ziemlich egal. Stechen das ist immer gut. Das kann ich nur diesen Schmerz spüren. Aber kann ich dir auch was stechen. Kann ich gut relaten, ja. Du hast ja gestern gesehen bei Gartic vorhin. Ich kann wirklich... Stich mir einfach so ohne Tinte. Ey, wollen wir mal so eine abgefahrene Gartic-Phone-Runde machen und jeder muss sich ein Bild davon aussuchen und stechen lassen? Ja. Da bin ich dabei. Das ist ja so fucking witzig einfach. Ja. Ich nehme, by the way, dein Bild, Matteo. Oh, Jumbo Schreiner. Ja, Jumbo Sonnenuntergang. Ich hab geleakt. Ja, dann mach ich den. Ah, nein. Ich nehme. Ich nehme dann eine Katze, Matteo. Aber schön über den ganzen Rücken. Oder so, Herr Nobli. So, auf die Brust. Schön ist Herr Nobli. Pokémon-Startern. Han geleakt. Ich hab schon ein Tattoo von gestern. Ich hab ein Herrn gebildet. Meinen Pokémon-Startern. Ich finde die waren auch mega hässlich. Die waren auch nix Level. Oder Hans Pferd. Ja, ans Pferd auch stark. Herr Nobühl, das ist ein Ort, dort lebe ich gern. Herr Nobühl. Ja, so war Tschernobyl oder Herr Nobühl. Das sind zwei verschiedene Orte. Alles ganz wild. Zwei verschiedene Katastrophenorte. So, also ich guck mal ganz kurz. Muss ich noch jemanden ziehen? Eine Nacht in Herr Nobühl. Tobi Nord und Südpol. Herr Nobühl und Tschernobyl. Und wird safe Schlagersänger nach Twitch oder nach YouTube. Nach Twitch ist schon vorbei bei mir. Stimmt. Hallo. Hi. Hallo. So, also. The game we try to join is full. Neuer Lobbycode. Neue Lobby. Ja. Genau. So, ich glaube, wir sind vollzählig. Thema 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oh, ich kann nicht sehen. 8, 9. Ich war schon mal in Hernobühl. Schusche aber ganz schnell. Ja, ja, Moment. Nee, ich war. Bitteschön. Danke. Hallo. Jetzt sind wir vollständig. Hallo. Hi, Baso. So, ey, gar nicht, Baso. Nachdem wir jetzt so lange gewartet haben und Baso endlich da ist, können wir ja loslegen. Dankeschön. Ihr habt lange genug gewartet. Heute auch komplette, wie so eine Musical-Folge, nur mit Schlager bei Simon. Hernobyl, der Ort, den ich liebe, heißt Hernobyl. So, es kann sein, dass ich heute mehrmals verkacke mit dem Sound, mit dem Muten.
Neues. Weil hier auf dem Stream Deck wird mir nicht angezeigt, wenn ich gemutet bin. Das heißt, ich muss öfter mal so nachfragen, ob ich zu hören bin oder nicht. Das ist unlucky. Schwach, Mateo, ganz schwach. Ja, es tut mir leid. Die Technik, ganz schwach. Du bist doch ein professioneller Streamer, oder? Ja, ja, klar. Das klang jetzt nicht so überzeugt. Nee, nee. So, schön, dass ihr alle da seid. Ich freue mich richtig krass, weil ich habe die Mod noch nie gespielt und es gibt so viele neue Rollen. Wollen wir Blesk einmal erklären lassen, was alles hier dabei ist und was alles möglich ist? Na, ja, super. Lass mich einmal ganz kurz, redet mal weiter, während ich kurz die Sachen einstelle. Dann kann ich durch, genau. Aber ist das Problem auch bei euch, dass ihr links seht, diese Liste, und dann ist da einfach unten... Kannst du runterscrollen. Das ist egal, du kannst runterscrollen. Man kann runterscrollen. Wenn du am Computer bist, glaube ich, kannst du... Ja. LOL. Ich spiele am Handy, Leute. Ich spiele von Mobile, weil die auch ganz... Ich spiele auf der Switch. Hört ihr mich? Hallo? Hey, die hören mich... VR. Ihr hört mich trotzdem, oder? Nee. Ja, wir hören dich, Hä, ich kann mich nicht muten. Ja, halt einfach den Mund. Rede einfach nicht. Nee, ich rede in den Runden aber immer voll viel. Oh, oh. Ja, jetzt ist heute. Rede einfach trotzdem, wir muten uns einfach alle. Matthias, wie wär's denn, wenn du anstatt einfach einen Shortcut auf die Maus oder auf die Tastatur irgendwo legst? Ja, aber das ist anstrengend. Das kann er nicht. Oh, ich hab auf F1 immer. F1? What the fuck? Okay, ich hab einen langen Mittelfinger. Ich hab auf der Maustaste 4. Oh, Simon, du bist richtig müde heute. Nee. Herr Nobi. Mann, warte mal, jetzt muss ich ganz kurz überlegen, wie ich das mache. Okay, es gibt einen Seher, es gibt einen Ich stelle ganz kurz völlig an. Ich kann auch erklären, wenn ihr wollt. Hallo. Oder wir machen einfach ohne Erklärung und spielen einfach und dann weiß keiner, was passiert. Wäre auch mal lustig. Mhm. So zwei Runden oder so. Ja, und dann wundert sich Unge, warum er von Unge getötet wird und weiß gar nicht, was abgeht. Ist es möglich? Ja. Nein. Ist es möglich? Ja, das ist möglich. Es gibt einen Morphling. Der kann die Rolle, Namen und Aussehen von jemandem joinken. Kennt ihr? Das ist einmal ein bisschen aufgeregt gerade noch. Kennt ihr diese Harry Potter-Bohnen, die man kaufen kann? Vielsafttank. Nein, ich rede diese Birdiebox-Bohnen, aber wie heißen die denn echt? Ja. Die haben einen anderen Namen. Jellybeans? Heißen die einfach Jellybeans? Wo man so das war die cringigste Szene in allen Harry Potter Filmen, wo die diese Bohne essen und dann so wie so Tiere, wo die in diesem, da sind die im Schlafzimmer die Jungs. Warum mit Spike cool? Warum bist du so toxic, Matteo? Lass doch mal die armen Kinder. Hä? Oh Mann, Matteo, hör auf, bitte. Matteo, wirklich. Die sind, du sagst einfach, die sind cringe, aber die haben einfach Spaß beim Drehen gehabt. Ach so, ja. Und? Die wussten nicht, dass die Kamera läuft. Und die haben dann einfach wie ein Elefant so geprustet und so. Für die Millionen, die verdient haben, hättest du es auch gemacht. Da hättest du drauf geschissen, ob es cringe ist. Ja, natürlich. Ich cringe jeden Tag rein. Aber jetzt haten. Ich hate nicht jetzt. Hate dich, Harry Potter. Ganz schön toxic heute. Wirklich. Toxic. Bin ich? Ja, wirklich. Vorher ist ja richtig. Tut mir leid. Dann möchte ich mich jetzt schon... Hat das mit der Mute-Geschichte zu tun? Ich entschuldige mich jetzt schon mal. Ich wollte eigentlich was anderes noch erzählen. Und zwar diese Jellybeans. Da gibt es ja diese Packungen, wo zwei gleich aussehende immer einer eklig und einer lecker ist. Kennt ihr das? Ja. Eine schmeckt nach Kotze und die andere nach Marshmallow. Auf jeden Fall, was ich sagen wollte, ist, ich habe gerade diesen Geschmack im Mund von einer dieser Bohnen, und zwar, ich habe die schon ewig nicht mehr gegessen, bestimmt seit 5 Jahren nicht mehr gegessen, aber eine von denen schmeckt nach Popcorn. Kennt ihr diesen Geschmack von Popcorn? Oh ja, ja. Nee, noch und diesen habe ich gerade im Mund gehabt, so ein richtiges, wärmliches Popcorn-Geschmack. Was hast du gegessen? Warum hast du das? Ich habe Pfannkuchen gegessen. Ah. Ach so. Soll ich durchgehen? Ja. Ja, machen wir bitte. Okay, ganz schnell runtergebrochen. Lavas gibt's immer noch, kennt ihr glaube ich alle, gibt eine kleine Änderung. Wenn ein Lover-Imposter und der zweite Imposter noch drin sind, dann endet das Spiel trotzdem nicht bei 4 Leuten. Dann wird es ein Stechen zwischen Lover-Imposter und Imposter. Der Imposter versucht alleine zu gewinnen. Der Lover-Imposter versucht mit seinem Lover zu gewinnen. Das heißt, der eine will den Lover-Crewmate töten, der andere will den normalen Crewmate töten. Okay. Ist aber ein seltener Fall, deswegen nicht so wichtig. Morphling ist eine neue Imposter-Rolle. Der Morphling kann an einen Crewmate ranlaufen, kann ihn scannen und kann dann auf Knopfdruck den Namen und die Appearance von einem Crewmate annehmen für ein paar Sekunden, für 10 glaube ich insgesamt, und als diese Person töten, also kann sich als jemand anders verkleiden. Dann haben wir den Camouflager, der Camouflager hat einen Knopf, mit dem kann er alle grau machen, Namen deaktivieren, Pets aktivieren, alle sehen gleich aus, in der Zeit kannst du logischerweise killen, das ist auch eine Imposter-Rolle. Der Jester, ganz normal, 50% Spawn-Rate, den Mayor, der Mayor votet doppelt, immer, in jedem Meeting, ist nicht wie mit der anderen Mod. Und den Engineer, wie bei der Medic und Engineer-Mod, kann wenden und kann einmal pro Spiel eine Sabotage fixen von überall auf der Map. Der Leiter ist ein ganz normaler Crewmate, der aber
mehr Vision hat und nicht von der Leitsabotage beeinträchtigt wird. Detective, ich glaube, der kann Fußspuren sehen. Verbessert mich, wenn es falsch ist, aber ich glaube, das war der mit den Fußspuren. Er sieht auch die Farbe. Also die Fußspuren haben Farben, je nach Crewmate. Ja. Sprich, die sind ein bisschen mehr useful als beim letzten Mal. Das sind so Farbplexe. Farbplexe, genau. Time Master habe ich jetzt mal ausgestellt. Wenn ihr mitspielen wollt, können wir das gerne machen. Aber der Revival ist halt mega schwer, finde ich. Weiß nicht, was ihr da für Erfahrungen gemacht habt. Können wir gleich mal drüber quatschen. Medic, ganz normal. Hat sich nicht geändert. Bloß den Namen sieht man jetzt bei 10 Sekunden, nicht bei 5. Das habe ich ein bisschen umgestellt, ansonsten ist ja OP. Swapper, kennt er auch schon. Tauscht die Votes, die jemand erhält. Seer ist jemand, der auf Cooldown die Rolle von einem Crew oder Imposter rausfinden kann. Er kann nur rausfinden, ob eine Person gut oder böse ist oder neutral. Der Joker ist in dem Fall die neutrale Rolle. Gut oder böse sieht man halt dann, blinkt halt rot auf oder gelb, glaube ich. Ist auf 90 Sekunden nach Meeting eingestellt. Sprich, wenn Imposter schnell genug töten und live reported wird, ist das hier relativ nutzlos, glaube ich. Und der Cooldown wird nicht resettet durch ein Meeting. Dann haben wir den Spy. Der Spy hat einen Cooldown. Wenn er drauf drückt, dann sieht er am Admin-Table und an der Lifeline für 10 Sekunden extra Infos. Am Admin-Table sieht er die Farben der Crewmates, also er weiß ganz genau, wer wo ist. Aha. An der Lifeline sieht er einen Counter. Wenn jemand tot ist, sieht er halt ganz genau, wie lange jemand schon auf dem Boden liegt. Dann haben wir das Child, das habe ich auf 10% eingestellt. Das ist ein ganz, ganz kleiner Crewmate, visuell sehr klein. Der darf nicht getötet werden. Wenn das Child stirbt, ist das Spiel komplett vorbei. Imposter wollen nie das Child töten, auch nicht, um Crewmates einen Win zu denyen. Das Child will nicht sterben, das will einfach nur diese Unverwundbarkeit ausspielen. Nach 400 Sekunden Spielzeit oder so wird das Child erwachsen, ist ein ganz normaler Crewmate und kann getötet werden. Ah, lol. Ja. Dann haben wir den Janitor, das ist eine Mafia-Rolle, mit der spielen wir nicht. Rest ist Cooldown, Medic hat sich ein bisschen verändert. Nur der Medic sieht das Schild. Der Geschildete nicht mehr. Sprich, als Imposter ist es leichter, Medic zu faken, indem man dann sagt, jemand hat ein Schild bekommen. Plus, es gibt einen Cooldown oder einen Indikator, wenn jemand getötet werden sollte. Also du kriegst einen Indikator, wenn jemand versucht, dich zu töten, während du ein Schild hast. Dein Bildschirm blinkt einmal komplett rot auf. Du weißt, dass du gerade versucht wurdest, getötet zu werden. Das Target einer Assassination warst, ja. Eines Anschlags. Ich weiß nicht, was ich vergessen habe, weil ein bisschen was ist anders als vorher. Ja, finden wir schon raus. Ja. Also der Seer kann zum Beispiel durch den Camouflage vom Imposter durchsehen. Das heißt, der sieht dann zwar nicht die Farben, aber sieht die Namen noch ganz normal darüber, während alle anderen nur graue Blobs sehen. Der Detektiv kann die Farbplexe trotzdem sehen, statt der Camouflage. Also wenn alle quasi camouflaged sind, kann er trotzdem die Footprint sehen, quasi von den Farben. Kennt ihr das in der Schule, wenn so ein Thema so ganz lange besprochen wird und dann euer Gehirn so ganz langsam wegdriftet und dann so Ja, wenn man das durchkaut, dann sind es halt, das dauert zu lange, aber die meisten Rollen kriegt man relativ schnell aus. Lass was starten und wir gucken einfach, was passiert. Ja, ist das ein Setting mit dem Sia, ob der Joker und Imposter separat anzeigt? Weil gestern war es so, dass Joker und Imposter beide schwarz angezeigt werden, beziehungsweise so grau. Und ach so, wenn beides grau ist, dann... Hallo? Ich bin gemutet. Also danke, Maurice. Was heißt grau? Kannst du mir noch einstellen, dass ich die Leute muten kann? Weil das kann ich auch gerade noch nicht. Aber geil, das funktioniert schon mal. Danke, Maurice. Dein Bildschirm blinkt dann quasi. Schickt Maurice mal ein dickes Herz oder so oder ein Clap im Chat. Der hat das gerade gefixt. Hotfix. Dann weißt du, dass Seher jetzt weiß, was für eine Rolle du hast. Und dann musst du die Person am besten auch töten. Aber du weißt nicht, wer der Seher, wenn du zum Beispiel einen Stack scannen würdest. Nee, okay. Chris, genau wie beim Killversuch, nur ein Indikator. Zack. Geil. Let's go. Komm. Aber warum? Ich hab alles wieder vergessen. Ich auch. Ja, ich auch. Aber wir kriegen das jetzt schon hin. Stopp. Eine Sache habe ich vergessen. Ich kann ja selber schauen. Ich bin Medic falsch eingestellt. Okay. Ich würde sagen, da steht 10 Sekunden. Also, jemand alles vergisst. Ja, aber die Einstellung bleiben ja gleich. Ciao, dann war schön mit euch. Ciao. Spaß gemacht. Bis dann, ciao. Hey, Chantau? Nix. Oh, you're strong. You got him, Chantau. So wollte ich es machen. Ja, das passt schon. Eine Person fehlt noch. Chantau. Chantau, der fucking Noob. Ey, viel Spaß, Freunde. Ey, Mann, ich wünsche vor allem Caruso viel Spaß. Pup.
Pup. Pup. Pup. Noch nicht. Ich wollte gerade morgen. Ruhig bei der. Nee, Matteo, ich eigentlich auch nicht. Hup. Ich wurde unmuted, krass. Ich wurde automatisch im Game unmuted. Scheiße, das war gefährlich. Oh oh. Aha! Ich hab's, glaube ich, weiß, wer ist. Ja? Ich glaube, ich weiß, wer Imposter ist. Ich habe gerade Lifeline geguckt, die Leiche ist gerade in dem Moment gestorben, seit einer Sekunde. Könnt ihr mich jetzt du hören? Bist gerade Lifeline? Und das sollt ihr wer glauben, wenn Bas und Vince bitte bestätigen können, dass Caruso schon länger tot ist? Ja, scheiße. Aber da hat mich überführt. Oh, okay. Spaß. Ja gut, also Caruso liegt im Dropship. Ich bin durch Specimen durchgegangen, gehe in Admin, sehe, dass einer Dropship ist, bin dann Baso und Mente gecrossed Richtung Lifeline, hab gesehen, dass Caruso tot ist und bin dann da hoch. Dann ist Caruso vielleicht schon seit Anfang an tot, weil der ist am Anfang auch AFK gewesen. Ja, gut möglich. Seit einer Sekunde, wie gesagt. Na, also Simon, das... Also ich würde mir die Info reinwerfen, dass Caruso schon seit Anfang an tot ist. Sehr lange. Wo ja, weißt du das? Ich glaube, er ist seit Anfang an tot. Weil ich wissend bin, Matteo. Oh. Was? Hä? Oh. Warte na, mal. Okay. Matteo hat sich verraten, dass er... Matteo ist der Morpher, oder jetzt, was? Ja, ich glaube, er hat, glaube ich, gesagt, er wurde gerade gemorpht. Er wurde gemorpht oder er wollte gemorpht werden? Nee, ich glaube, er hat sich... Also erst Jester, er hat den Mute-Play gemacht. Ich hab. Auf jeden Fall. Ich sag mal nicht, was meine Rolle ist, aber ihr wisst, dass ich kein Crewmate bin. Ich kann etwas. Okay. Ich kann was. Ja, töten. Und ich wollte es im Chat halt zeigen. Ja, genau. Ja. Chat, guckt mal, ich töte jetzt. Eine ganz besondere neue Rolle. Nee, ich wollte was machen, aber ich wollte es im Chat zeigen, aber ich hab's noch nicht gemacht. Ich kann für den Kill auf jeden Fall Shorty ausschließen. Ich kann Chuchu ausschließen. Können wir dafür wirklich viele Leute ausschließen, wenn der wirklich. Ja, wenn der wirklich von Anfang an da liegt, dann war Chuchu nicht. Stimmt. Doch, also wenn er wirklich von Anfang an da liegt, dann kann ich Flesk ausschließen. Ja, du bist Oturi laufen, Flesk am Anfang, ne? Ja, und Shorty und Chuchu sind mir entgegengekommen, dann bin ich zu Ding rüber. Ich weiß, ich kann mir auch vorstellen, was für eine Rolle Linda hat. Also möglich ist es, dass der schon die ganze Zeit da stand, aber jemand nochmal zurückgekommen ist und den abgestochen hat. Also es muss nicht direkt am Anfang passiert sein, ne? Aber er stand. Aus Specimen. Aber war keiner von euch Lifeline so in den letzten? Also, doch, war so. Ja, ist schon lange tot. Ist schon lange tot. Ich hab Mantel gewotet. Was? Ich nicht. Bist du Bürgermeister? Ja, deswegen hast du jetzt auch zwei Votes. Oh, okay. Das ist ganz losgegangen, Mantel. Du hast einen nach oben, zu weit nach oben gedrückt. Oh, wir sind fast über den Aussehen gewotet. Ups. Upsi. Hallo? Okay, ich bin gemutet. Fuck, Mann. Habe ich jetzt noch die Sample von... Habe ich noch die Sample von... Nee, habe ich nicht, ne? Ich kann jetzt nur eine Sample nehmen in 20 Sekunden. Okay, wir kaufen Zeit, indem wir hier unten reingehen. So, jetzt ist das Ding hier durch. So, wen samplen wir? Wen samplen wir? Oh, Braun ist schon tot. Okay, Baso läuft da lang. Ich laufe aber hier lang. Und ich bin jetzt Baso und töte Timid. Scheiße. Fuck! Toll! Das hat ja perfekt funktioniert!
Komme ich jetzt hier raus? Ach du Scheiße, viele Leute gestorben. Okay, ich kann Chantau für jeden Kill rausnehmen. Ja, ich komme leider auch. Okay, leider. Pass auf. Die Sache ist... Ich kann Unge auch hundertprozentig als Crewmate proven, beziehungsweise als gute Rolle. Also Chantau ist nämlich mit mir, also Chantau ist zu mir in Lifeline gekommen, da war nur Braun tot. Da sind wir zusammen Leiche suchen gegangen. Und ich habe gesehen, wie Braun gestorben ist. Also es ist wirklich, als wir losgelaufen sind, Chantau, war Braun halt eine Sekunde tot, so zwei Sekunden. Ja. Und dann sind wir über die ganze Map gelaufen, links rum, da lag niemand. Also O2 und so, lag kein Mensch. Und dann sind wir wieder zu Lifeline rein, waren nochmal zwei Leute tot. Chantau ist dann runtergegangen zu Admin. Ich dachte, ich mache jetzt Panik-Button, weil wir noch sechs sind, aber Chantau hat dann schon reported. Und zwar lagen unten dann Baso. Ja, nur Baso. Also wo unten? Möglich, wo möglich, unten? Das ist zweite in Admin-Raum. Vorm Admin-Table direkt links. Okay. Ja. Schu, wo warst du denn? Möglich, ich war im Lab oben, da ist mir Chantau gecrossed. Dann bin ich runter Richtung Lifeline, nachdem Lights aus war. Hab gesehen, dass Shorty tot ist. Dann habe ich Lifeline, Admin-Panel gecheckt. Ja, genau, Chantau, da war Shorty tot. Wo hast du Admin? In Admin direkt links am Table. Ah, okay. Chantau, ich habe eine Frage. Eine wichtige Frage. Aber Basis ist mir noch gecrossed. Wir haben doch links jemanden getroffen. Pazzi, wir haben Pazzi noch zugesehen. Okay, dann würde ich tatsächlich Pazzi, weil eher ausschließen, weil links keine Leiche war. Kann das euch heißt, sagen, dass, ja. Pass auf, Chantau, wenn wir wissen, dass Mantle eben sich verplappert hat und gesagt hat, dass er. Das heißt, wir können jetzt entweder Timmel oder. Ich sage euch jetzt meine Rolle. Ich bin der Spy. Ich kann. Okay, ich bin der Detective. Ich kann Fußspuren sehen. Es bringt überhaupt nichts. Ich sehe nur bunte Kleckser überall. Also. also Timmel oder Schuschu, wen wollten wir zuerst die Frage? Hä, wollen wir nicht zuerst. Ja. Matteo, aber warum denn nicht? Doch sicherer, Unger, oder? Also, hey, natürlich. Nein. Also ich bin Spy. Dann ich kann, muss es aber Timid sein. Hä, hey, wieso bot mir nicht? Okay, ist meinst du, Unger hat Die einzige Möglichkeit wäre, dass Unger und Chantau Lover-Couple sind, weil ich bin Sia und Unger ist eine gute Rolle. Okay, das heißt, wir können, nicht beide. Aber was ist, wenn Schuschu nicht ist und es ist Timid? Ich bin Crewmate, ich hab gar keine Rolle. Ich bin Spy. Kannst du sehen? Nein, dann muss es sofort. Warum hat der, wer hat Timid gebotet? Ja, ich. Der Imposter. Ach so, lol. Hä, aber ich, auch... ich kann noch instant fixen übrigens, ne? Also ja, okay. Dann lass das Ganze noch mal Button drücken. Panik. Hat er Insta gefixt? Schön. Yo, nice. Ich kann doch nicht instant fixen, ich bin leider. Aber ich glaube. Aber warte mal. Das hab ich gerade ja, aber das ja, aber ist egal, das ist egal. Euch. Ja. Ich habe Timid jetzt gerade noch scannen können und Timid ist tatsächlich grau angezeigt. Das heißt, Timid ist auf jeden Fall Jester oder Imposter. Du bist du bist Seher. Ich bin Seher. Ich glaube, Schuschu war richtig. Habe ich bereits gesehen. Also ich bin hätte mein Bildschirm nicht blau blinken müssen dann? Oder Fake Pazzi? Pazzi, wen hast du gewotet? Ich habe Schuschu gewotet. Wie alle anderen. Alle auch. Stimmt. Die Sache ist, warum ich dann auf Schuschu gesprungen bin, sage ich euch. Also, für mich waren, weil Mantle hat sich verplappert, dass er keine Post hat, sondern dass er irgendeine Rolle hat, wo er in seinem Chat was zeigen sollte, wenn er jetzt nicht so einen Double 500 EQ-Move gemacht hat. Chantau kann ich so ein bisschen. Ich weiß, was es ist. Was denn? Matteo und Unge sind Love Cup. Nein. Nee. Ich bin Detective. Simon, kannst du das proven, was Pazzi sagt als Detective? Nee, ne? Was denn? Nein. Weil Pazzi hat jetzt gesagt, was ich sage. Detective ist eine richtige Trash-Rolle, aber ist egal, man hat wenigstens aber hätte ich nicht. Ja, aber Pazzi sagt ja jetzt, er ist Seher und er sagt, er kennt einen Jester oder Imposter. Ja, das muss so, ja. So, könnt ihr das nachprüfen irgendwie? Nee, ja, das kann Timid kann natürlich behaupten, dass er das nicht gesehen hat. Es kann natürlich sein, dass er Jester ist, dann sieht er das nicht, dass es blau aufblinkt. Oh, shit. Doch, das ist trotzdem. Echt? Ich hab's nicht gesehen. Ja, okay. Die Sache ist halt die, guck mal, Parsival, wenn wir ihm vertrauen, dass er Seher ist. Und Chantau und ich waren zusammen unterwegs, wir haben die Leichen gefunden. Ich weiß, dass Chantau zu 100% safe ist. Also noch mehr als Parsival. Und Parsival, glaube ich auch, das hört sich sehr glaubwürdig an. Können wir bitte einfach Matteo voten? Nee, wirklich Matteo. Timmy, warum willst du mich voten, wenn was du... Was bist du, Matteo? Spy, habe ich schon gesagt. Ich kann am Admin-Table klicken und dann sehe ich die Farben von den Leuten in den Räumen. Das wollte ich zeigen. Siehst aber auch an Lifeline, wie lange jemand tot ist. Und deshalb irritiert es mich. Vlesk und ich dachten, glaube ich, beide, dass Baso hier der Spy ist. Weil Baso auch meinte, sie weiß, dass er schon von Anfang an tot ist. Ich bleib nur auf Timid.
Wenn er, wenn er Jester ist, dann hat er den Sieg verdient. Ja, auf ja, ja, ja. Wenn er Jester ist. Nein. Tim ist einer Lover mit jemandem. Ihr wolltet mich? Oh Mann, ihr habt verloren. Ihr habt verloren. Weil Tim hat irgendjemand Lover, hat die andere Person. Starke Runde. Ja, es war schwierig wegen dem. Es war schwierig, Chat. Es war schwierig, da wieder rauszukommen nach dem, dem Unmute. Aber da konnte ich auch nichts machen. Schade. Schade. Timmit hat versucht, gegen mich zu schießen, damit es nicht offensichtlich ist, dass wir beide zusammen sind. Boop. Okay, mal gucken, ob, was Timmit noch kann. Ja. Okay, also, okay. Er hat eben gesagt, also er hat eben auch mit auf Matteo geschossen. Ich habe auf Matteo geschossen, ich weil ich aber Matteo auf der ersten Runde raus haben. Ja, aber guck mal, wir haben jetzt noch nicht gewonnen. Mhm. Ja, ja. Aber wir haben auch nicht verloren. Schuschu oder also, Matteo waren halt richtig. Ja, einer von beiden war schon mal richtig, das ist schon mal gut. So, ja. Aber jetzt pass auf. Ach, ich auch für. Also, wer hat jetzt. Warte mal, ich war auch für euch gemutet, Chat. Krass. Das musste mit sein. Aber guck mal, Timmit und irgendjemand anders sind Lover, deswegen wollte die andere Person nicht. Wer hat gesagt, Timmit soll nicht gewollt werden? Ich habe gesagt, Timmit soll nicht gewotet werden, weil ich das Gefühl hatte, dass er Jester ist, so wie er auch schon das versucht hat. Aber dann kommst ja nur du in Frage, dass du Lover bist, ja, Junge, weil... Ja, aber ich bin ja eben, keiner ist Lover. Wir haben alle Rollen. Ich bin Leiter, Party ist... Du bist Leiter. Haben wir jetzt 100% Lover drin oder nicht? Aber du bist Detective. Ich bin Detective, aber warum habt ihr denn Timmit nicht gewotet? Warum habt ihr eher... Weil bei 5 der sichere Vote Matteo war, weil der definitiv nicht wie ein Joker vorkam. Eben. Dann rausvoten und dann haben wir bei 4 Leuten, ich habe nicht das Lover-Couple gedacht, ehrlich gesagt, weil hätten wir noch ein Lover-Couple, wäre es jetzt halt vorbei gewesen. Er hat auch in der ersten Runde gesagt, ey, ich wollte gerade camouflagen und dann, ich verstehe nicht, warum wir nicht gewotet haben in der ersten Runde. Das hat er nicht gesagt. Habe ich nicht gesagt. 100%. Habe ich nicht gesagt. Der wollte auch ein bestätigen. Ach so, okay. Ja, aber Timmit, bist du Imposter dann, ne? Ja. Ja, ja, dann können wir ihn rausholen. Die Sache ist halt die, Chantau ist zu 100% safe. Chantau weiß, ich zu 100% safe bin und Parsifal hört sich glaublich an, dass sie ja. Ich weiß, dass ihr beide 100% nicht, beziehungsweise zumindest 100% nicht safe ist. Also ihr habt jetzt alle umgebaut, oder? Ja, wir haben mich selbst gewotet. Ich bin nicht Joker, ich hab mich komplett verarscht. Oh mein Gott, du hast gewonnen. Oh mein Gott, true, einfach den Sia verarscht. Einfach selbst gewotet. Oh, komm, wow, du bist gut gespielt von dir dann. Ja, hab ich wirklich gut gespielt, ne? War eine easy. Aber weiß Matteo irgendwas Böses? Weil ja, Matteo war mit mir Imposter. GG, ich war Imposter mit Timmit, ja, Mann. Ja. Also, dass ich da noch rausgekommen bin. Ich sag's doch zum Chat. Ja, ich wollte morphen. Aber das Krasse war, weil hier wurde gerade der Sound gefixt. Ich war für alle gemutet, also auch für den Chat, hab nur mit mir selbst geredet und dann wurde ich für alle entmutet. Das war so richtig. Und ich stehe so neben Matteo. Oh, ich wollte gerade morphen, ey. Oh mein Gott. Nee, morphen habe ich aber nicht gesagt, glaube ich, oder? Ich fand Matteo das immer gut gerettet. Danke. Weil er gesagt hat, ich habe eine Rolle. Du hast ein Camouflage, glaube ich, gesagt. Und, aber keine Dingensrolle. Hat er gut gemacht? Ich fand Nein. Matteo hat, glaube ich, nur gesagt, von wegen, ich wollte gerade. Ich zeige euch was. Genau, ich habe nur gesagt, ich zeige euch jetzt mal was. Er hat nichts Impostermäßiges gesagt, wirklich. Doch, ich habe es aber mit dem Morphen auch gehört. Habt ihr gehört? Ja, ja. Ja, du hast was von Morphen gesagt. Aber wie konnten wir das gewinnen? Wenn wir Shushu rausgewohnt haben, danach waren wir unter 6 und wir hatten noch 2 Imposter drin, wie konnten wir das noch gewinnen? Weil Chantau war fix, ich konnte nicht killen. Nee, Lights war noch aus. Ja, achso, einer hat halt vergessen Meeting mit den bekommen. Lights. Ja, einer hat ich glaube, dadurch, dass Chantau gelogen hat mit Engineer, sind die Leute gar nicht hingelaufen, um Lights zu sabotieren, weil also du kannst ja mit Double Imposter bei 5 Leuten kann sich einer hinstellen und alles wieder wegklicken, bis Light nie angeht. Der andere killt. Aber die Leute dachten halt alle, dass Chantau Engineer ist. Und stimmt. Gar nicht stimmt. Das stimmt. Nackt. Bist du extra nackt? Das hätte ich machen können. Ja, der ist immer nackt. Krass, okay. Ich hasse es. Ich war natürlich Crewmate. Ja. Das ist mega witzig. Rollen ich war und auch Crewmate und Timmit tötet. Morphling ist richtig geil. Da oben. Viel Spaß. Okay, let's go. Ich bin Crewmate. In der Runde, wo es keine Crewmates gibt, bin ich Crewmate. Hier gibt's nichts. Hä, ist alles fake. Mal gucken, wer noch dran läuft. Was war eigentlich mit Caruso? So, Base bleibt stehen. Parzi macht das. Läuft da wieder runter. Na gut, als guter Crewmate machen wir erstmal unsere Aufgaben. Bless kommt hier angelaufen. Okay. So, Timmit ist da auch. Macht seine... So, okay. 4 Leute in O2, 2 Leute Admin. 5 Leute... Okay, was ist das? Warum sind alle in O2? Ich gehe jetzt checken, ob da einer gestorben ist. Ich hätte auch Lifeline einfach checken können.
Ich sterbe jetzt oder ich finde eine Leiche. Eins von beiden wird passieren. Shuntao ist hier, Unge ist hier, Pazi ist hier. Okay. Warum läuft Unge so komisch rum? Unge hat ja mega das Strange Movement. So, Pazi macht die Quest hier. Ich lauf Blesk hinterher. Wie läuft Unge rum? Der macht gar keine Aufgaben. Oh. Yo. Oh! Ich hab gar keine Lifeline-Info. Oh. Nice, Simon. Scheiße, was machen wir jetzt? Wie können wir diesen Fall lösen? Oh nein, das ist nicht, wird nicht möglich sein. Shorty, was hast du entdeckt? Quaso liegt oben in der T-Kreuzung bei Electric quasi da die Richtung. Also man kommt quasi durch die Tür zu, hoch von O2 und da liegt Quaso. Wer hat Lights gefixt? Ich kann euch sagen, wer auf der linken Seite war. Und zwar, auf der linken Seite waren, aber als Light ausging, waren die nicht weit genug oben, um zur T-Kreuzung zu gehen. Deswegen kann ich nur sagen, also Shuntao war in der Nähe von mir unten bei O2, Parsi war in der Nähe von mir unten bei O2, Mantle war in der Nähe von mir unten O2. Mantle könnte aber oben gewesen sein in der Zeit, wo das Licht ausging. Nee, und zwar, ich war in Admin, hab auf Admin gesehen, dass 5 Leute in O2 sind, hab dann gesagt, wenn jetzt Light ausgeht, wird einer sterben. Light ging aus, bin hingelaufen, hab euch gesehen. Hast du einen getötet? Ja, das waren wir super viele. Waren Shuntao, Simon Unge, Shuntao. VLS? Zweimal Shuntao. Carouser? Was? Ja, wir waren doch O2, oder? Ja, aber nee, ich war nicht O2. Nein, Basso und ich waren das noch. Die nee, Basso und ich waren nämlich von den... kam später. Doch, Lesk ist aber bei O2 vorbeigelaufen gerade. Ja, am Ende, ja, weil ich die Leiche gesucht habe, aber ich war anfangs nicht in O2. Aha. Ja, nee, Lesk war in oder sowas? Bei den 5 war Lesk nicht dabei. Nee, ich war unter Lab und hab den Pylon gemacht und wollte dann zu Lab, dann das Licht aus und ich bin von links zum Light, hab Light gefixt und bin dann wieder rechts raus, bin zu Lifeline und dann nach links gelaufen. Und ich habe mit Shuntao sogar noch die Leiche gesucht. Also, okay. Ich war nicht in O2. Also die ich Gefahr, nur gesehen, wie Shuntao meine Mütze aufhat und ich dachte, das war super cool, Shuntao, du musst dir diesen Skin kaufen. Also Vless, dann bist du für mich aber ein bisschen verdächtig, weil dann warst du ja da oben, wo der Kill passiert ist und du kannst rausgewendet sein, einfach zurückgelaufen sein. Dann wollte ich jetzt Vless. Dann würde ich stark davon ausgehen, dass mir Morphling einfach meine Appearance geklaut hat, weil ich nie in O2 drin war. Nee, ich red, du warst nicht in O2 drin. Das hat ja keiner gesagt. Du warst nicht in O2 drin. Du bist raus. Nur du bist von O2 weggelaufen. Als ich auch ich war zwischen Koms und O2 und hab dann an der Leiche gesucht, weil ich nicht dachte, dass in O2 die Leiche liegt, weil da waren 6 Leute oder so. Ja, ja. Ganz warum sollte man da drinnen töten? Crew votet jetzt Blesk, ganz eindeutig. Nein, ich vote nicht Blesk. Die liegt oben bei der T-Kreuzung. Nein, ihr votet mich. Was ist das denn? Wir voten dich auch gar nicht. Du kriegst nicht einen einzigen Vote. Oh nein. Oh, hätte ich doch mal gebaut. Schau mal, was ist das denn, Chris? Was soll das denn hier sein? Warte mal, dachte jemand? Der Mensch hat geswappt. Ich hab nicht geswappt, warum sollte ich denn swappen, wenn ich ihn nicht vote? Hä? Ich hab's gar nicht gecheckt, was gerade passiert ist. Oh mein Gott. Warum. Kann der Swapper jede Runde swappen oder nur einmal? Weil wenn der nur einmal swappen kann, war das Waste. Warum sollte man in der ersten Runde das swappen? Der wird ja auch niemals rausgevotet. Auch wenn Vless das war. Ich laufe nicht mit Vless rum. Ich glaube, dass Vless den Kill gemacht hat sogar. So, warum macht Unge die Task jetzt erst? Ist Unge Imposter? Weapons, eine Person, 2 Admin, Office, Storage, da ventet jemand. Habt ihr es gerade gesehen? Da ist jemand gewentet. Ich will wissen, wer ventet. Tötet mich, der Vente. Versteckt mich. Wir haben einen Venter. Ich wurde geweißt. Ich bin weiß. Also gegraut. Wow. Okay. Blesk ist gestorben, während diese Farben vertauscht waren. Camouflage, ja. Erzähl mal ganz kurz nochmal, wie das funktioniert. Also irgendjemand drückt diesen Button und alle werden grau? Mhm. Alle werden grau auf der ganzen Sekunde. Der Imposter ist quasi Camouflage und hat die Möglichkeit, quasi einen Knopf zu drücken, womit, glaube ich, die Leute, wie lange? 7 Sekunden? 10 Sekunden. 7 oder 10 irgendwie so, quasi diese weiße Farbe einnehmen. Okay, dann möchte ich eine kurze Frage stellen. Ich stand gerade mit Timid an Lifeline und da kam noch eine Person dazu. Du hast gesehen, dass da 2 Leute bei Lifeline standen. Welche Person war es, die gerade dazugekommen ist? Ich bin das gewesen. Okay, Shushu? Gut. Ja. Das heißt, wir waren zu dritt bei Lifeline gerade. Ja, ich konnte aber, ja, ich weiß, das Timid habe ich schon vorher gesehen, aber ich konnte nicht mehr sehen, ob Shushu das wirklich war, weil ich da nur noch grau gesehen habe. Also, wir waren gerade zu dritt bei Lifeline. Jeder sagen, dass er das war, oder? Nee. Achso, ja, dann hält es leider zu spät. Es ist leider zu spät. Ich war das. Nee, kann Shuntao sagen, wo die Leiche liegt? Scheiße. Ja, und zwar, ich bin von rechts Electrical reingelaufen, während Licht aus war. Bin mit einem Morphen an die Tür gelaufen, das war Flesk. Also die Tür über Electrical direkt drin. Ich habe die Tür aufgemacht, habe dann das Licht angemacht,
bin wieder rausgelaufen und Vlesk lag vor der Tür. Also der muss ungefähr 2 Sekunden nach mir gestorben sein oder getötet worden sein wohl eher, als ich da reingelaufen bin. Dann hatte ich halt Licht gefixt. Und Chantau, du hast... eine extra Rolle oder? Ja. Nee. Keine extra Rolle. Ich bin normaler Crewmate. Okay, also, ich weiß, dass die Leiche auch ganz frisch war, weil als wir live waren, war noch nicht tot. Shushu, Timid und Unge können dafür rausgenommen werden. Timid kann ich auch allgemein rausnehmen als Imposter. Warum sage ich das noch nicht? Und ich bin einfach nett. Verdächtig sind Chantau, schon mal. Caruso, wo warst du gerade? Ich war im Laboratory. Ich war tatsächlich... Ich glaube, Lichter sind ausgegangen, als ich an der Rakete stand. Pass ja, auf. Caruso, Imposter Nummer 1, hört man schon direkt. That's right. Aus der pass Stimme, auf, ja. Es war was super komisches. Ich habe in der ersten Runde die rechte Seite aufgetankt. In der zweiten Runde habe ich die linke Seite aufgetankt. Und Vlesk kam einfach dazu. Ich weiß gar nicht, ob er überhaupt getankt hat. Bedeutet, Vlesk hat auf jeden Fall irgendeine komische Rolle gehabt. Du hast ja auch gestorben. Naja, gut, er war Crewmate. Also. Okay, skip okay, nochmal. Ich wollte sagen, vielleicht war er auch Joker. Mental, wo hast du? Ich habe mich in Duisburg versteckt. Einfach in der Ecke, als dunkel sagen, war. Ich glaube, es war Upper Deacon. Durch Lab, durch Upper Deacon. Mental hat gelogen. Nee, ich habe nicht gelogen. Doch, ich war nicht gerade eben in Duisburg. Du warst dann. Okay, machen wir Dönerwette. Ja. Okay. Dönerwette. Pock Tasty. Also Caruso, also so wie Caruso gerade gesprochen hat, hörte er sich sehr impostermäßig an. Ich habe noch nicht so oft mit Caruso gespielt, kann es euch deswegen noch nicht genau sagen. Caruso, ups, warum geht denn hier die Tür zu? Caruso auf jeden Fall verdächtigen Kreis. Vlesk, ich dachte wirklich, er ist es. Und, aber da hat auch niemand gesagt, dass er dann irgendwie ihn... Oh, geil. Lass uns mal hier scannen. Was war das? Chantau? Irgendwas mit S. Irgendwas mit S. Könnte auch Shushu sein. Shushu oder Chantau? Irgendwas, wer ist noch mit S? Bin tot, oder? Bin ich tot? So, wer ist hier reingelaufen? Oder wer kommt jetzt raus? Da kommt Weiß. Wer ist denn Weiß? Wer ist das? Wer ist das? Oh! Die war gerade auch bei uns, die Shorty. Hey. Ja, Shorty. Zum Zeitpunkt des Todes wahrscheinlich waren 3 Lab, 2 Specimen, Chantau war in der Lifeline, ich am Admin-Pult. Das waren sogar 3 Specimen. Erzähl doch mal. Oh, zum Zeitpunkt. Oh, okay. Also geh ich mal voraus, Chantau, du hast den Live an Lifeline fallen sehen, oder? Also wir waren zu. Live nicht. Aber du warst ja vorher dran, also wir haben uns ja abgewechselt. Ich war mit Unge und Timid und mit Shorty zusammen, sind wir gleich am Anfang ins Specimen rein, weil ich wollte ja letzte Runde schon dreimal einen Task machen. Ich bin jetzt gerade oben in Deacon gewesen, habe mich da umguckt, weil ich dachte, dass da schon jemand steht, weil Shorty ja vorgelaufen ist. Mhm. Ich komme aus Deacon raus, Matteo steht vor der Tür. Mhm. Ich laufe noch ungefähr 5 Schritte weiter zur Temperatur und da liegt Shorty. Krass. Shorty liegt oben. Ja, okay, Leute, wie blöd müsste ich sein? Wie blöd müsste ich als Imposter sein, wenn Licht aus ist, so rumzulaufen, dass Pazzi mich sieht? Ja. Nee, aber wie, du bist du ja nicht gecrossed? Weil aber sie da wirklich ganz kurz nein, an ich habe Shorty nicht gesehen. Ich war Medbay-Scanner, habe mich gescannt, habe dann gesehen, dass unter mir ein Name durch die Wand scheint mit S. Ich wusste aber nicht, wer. Dachte Shushu oder Chantau, es war wahrscheinlich Shorty, kam dann raus. Und dann bin ich aber, als Licht aus war, an diese... wie heißt das? An die Deacon-Tür. Genau, an die Deacon-Tür. Hab gesehen, dass Party drin ist und bin dann entgegengelaufen. Ja. Warum sollte ich das machen, wenn ich gerade einen Kill begangen habe? Das glaube ich tatsächlich sogar auch nicht. Aber wie alt ist der Kill? Was könnt ihr nochmal sagen? Ja, 2 Sekunden, 1 Sekunde. Also so 2, 3. By the way, eine oder zwei, drei, weil je nachdem kann man natürlich ausschließen. Maximal 3 Sekunden. Also das ist mental geholtet. Nein, das ist Quatsch, wirklich. Oh Mann, Simon. Also, aber Simon voten ist jetzt schon wild. Also mich voten ist Bullshit. Ich weiß, dass Mental kein Joker ist. Wie lange läuft man denn vom Admin-Panel bis zur Lifeline? Ja gut, okay, könnte noch 5 Sekunden sein, true. Ja, Simon, ich bin wirklich Crew. Simon. Crew, haltet zusammen. Mental. Nein, wirklich nicht. Also ich bin Crewmate. Ich war in Duisburg. Ich habe Medbay-Scan gemacht. Mental mindestens gewotet. Ich bin's aber nicht. Die Imposter gehen auf mich drauf. Warum, warum skippt ihr denn? Geil, Mann, dankeschön. Warum will ständig jemand Caruso raus haben? Was ist denn da los? Ja, Caruso. Eine Person hat Mental noch mitgevotet. Ich habe mich wirklich auf Mental gevotet. Wenn mir jemand sagen würde, wer der Sopper ist, dann hätten es viel einfacher. Eine Person hat Mental noch gevotet. So, warum werde ich über... Oh Mann, ey. Soll ich mal mit Simon rumlaufen? Oder ich habe das Gefühl gehabt am Anfang, dass Simon der Killer ist. So, Electrical 2 Leute, das Licht geht aber nicht an. 2 Leute Electrical Licht geht nicht an. Warum hat das so lange gedauert? Das hat voll lang gedauert. Ist einer von den beiden dann der Imposter? So, Pazzi und Caruso ist Killer.
Dachte ich mir zumindest. Wir verstecken uns mal hier oben an dem Stein. Und jetzt finden wir die Leiche von Parzival und Caruso hat Cooldown. Ich glaube, Caruso wird rausgewendet sein, oder? Da ist er. Er hat gerade getötet, oder? Nee, da erlebt er noch. Scheiße. Ich bin jetzt tot. Caruso killt mich, oder? Parzival läuft nach unten. Timid läuft. Lol, was da gerade passiert? Chantal und ich waren Lover. Ja, wir waren Lover. Ah, es war Double. Ah. Krass. Also, Alter, Schuschu-Legende, du hast einen Kill gemacht und zwei Leute mit umgesägt. Du bist gut. Oh, ich hatte überhaupt keine Ahnung, was ich machen muss. Ja. Also, ich wusste von Anfang an, dass Caruso Imposter ist. Ich hab's schon an der Art, wie er Sachen erzählt hat, auch mit dem Apple Table. Haben ich wir hab immer gehofft, dass ihr mit auf Mental geht, weil ich hab immer geswappt. Ich war der Swapper. Ich hab immer auf Caruso geswappt. Aber es haben nicht genug Leute mitgewusst. Das wäre Caruso schon. Also, Simon. Ich hab versucht, die Wall zu kriegen, weil ich Joker war. Und wenn ihr alle nicht gewonnen hättet, wäre der Imposter rausgeflogen, weil Unge geswappt hätte. Genau, ich hab Mental geswappt auf Caruso. Ah, du dachtest also gar nicht, dass ich. Nein, ich dachte das nicht. Ich wusste, dass Caruso ist, aber. Dann musst du das, glaube ich, als Crewmate irgendwann haben. Aber Simon, hättest du einfach gesagt, wir wollten Caruso, ich wäre voll mitgegangen, weil ich habe Caruso genauso. Das mit dem Upman-Table, das war zu auffällig. So, ja, das und so, ja, bla. Du hast den Kill nicht gemacht, du hast den Kill gemacht sogar, ne? Oben. Nee, ich habe das gemacht, ich habe Schalke getötet. Stimmt, du hast sogar zwei Leute getötet. Wie soll Mathieu denn einen Kill machen als Crewmate? Wie soll ich dir denn auch in Ben killen? Ich war ja vorhin in Lifeline. In Lab. Ei, aber gut gespielt, Chuchu. Oh, stopp. Gut gemacht. Danke, Caruso. Caruso ist da, ja. Ja, krass. Aber witzig, dass du das warst, Simon, mit dem Swappen. Hätte ich nie gedacht. Voll smart, Chris. Eigentlich. Es tut mir leid, dass ich getötet habe. Und war so ist mir das war's mit dem High School Musical Abend, Caruso. Wusstest du, dass ich Joker bin? Ja, irgendwie sowas habe ich mir gedacht. Oh, ich dachte, neue Runde. Viel Spaß. Du hast dich halt an den Tank gestellt, ne? Ja. Ich tu mal hier so. Ich denke mal, die hören mich nicht. So, das Geile ist, es laufen gerade viele Leute hier rein. So, was wir machen könnten, wie lange geht, also auch wieder eine neue Rolle, ne? Schon jemand tot? Fuck, ich habe nicht drauf geachtet, mit wem ich bin. Nicht mit Blast, nicht mit Unge. Schuh auch nicht. Schuh ist gerade unten lang gelaufen. Oh no. Schmeißt ihn sofort raus! Schmeißt ihn raus! Ey, ist jemand gestorben, Blisk. Und ich weiß, dass du es nicht sein kannst, und du weißt, dass ich es nicht sein kann. Was ist passiert? Klärt uns mal auf! Hä? Woher weiß ich das? Weil wir beide zusammen rumlaufen sind, du hast Chantal nicht getötet und ich auch nicht. Du weißt doch, dass wir die ganze Zeit zusammen rumlaufen. Ja, aber wie siehst du mich denn? Ich laufe die ganze Zeit um Steine, um Ecken, so. Hä, wie kannst du mich sehen? Hä, du warst in meiner, du bist immer in meiner View-Range. Gibt's nicht eine Rolle, die mehr gucken kann? Gibt's denn Leiter noch? Okay. Aber ich bin nicht der Leiter. Du bist nicht der Leiter. Ich bin nicht der Leiter und ich bin auch kein Imposter. Bist du der Fahrstuhl? Ich habe versucht, ihn abzuhängen und er war nicht in meiner Vision drin. Danke, Basso. Unge war die ganze Zeit nicht in meiner Vision drin. Egal, wo du hingehst. Aber immer, wenn ich um Eck gelaufen bin, hat er mich trotzdem wieder gefunden. Ich werde dich finden, Blast. Vielleicht ist er so ein Spürhund. Lass mal jetzt erstmal darüber reden, wo Chantal gestorben ist und warum. Also am Ende waren alle... Ja, das wissen wir einfach nicht. Stimmt, hat er wirklich. Ach so, ich glaube, nee, Moment, ich glaube, also ich habe Chantal im Lab oben gesehen. Sehr gut. Am Anfang und er ist dann runtergelaufen. Ich denke Richtung Specimen, wenn es mich nicht täuscht. Und ich bin weggelaufen. Er hat noch so getippt, dass ich mitgehe, aber ich bin dann Richtung Lifeline gelaufen. Okay, gut. Das heißt, du hast ihn zuletzt gesehen. Oder nicht? Genau, aber das war ziemlich weit am Anfang. Ja, aber dann noch eine Sache. Meinte der dann immer noch? Wir sind gerade an Lifeline vorbeigelaufen und da waren wir beide so graue Blobs. Da war noch jemand an Lifeline. Wer war das gerade? Ich und du warst gerade. Nee, Schuschu war da nicht. Graue mehr. Blobs. Schuschu, du bist schon doch, also ja, das Ding ist. Flash waren, sind zwei Leute an mir vorbeigelaufen. Ja, ja. Das waren wir beide, Vlesk und ich. Und ich bin die dann gecrossed sozusagen vom Admin-Panel. Ja, okay. Ich hatte erstmal Panikreaktion, bin direkt zu Lights gelaufen, weil ich dachte, irgendwas ist passiert. Parzival war es nicht. Blast, du hast es aber nur gedrückt, weil du Angst hattest vor. Ich hatte Angst und es ist mir eingefallen, dass er auch einfach, dass er einfach Seer sein kann. Der Fußspurenmensch sein kann, Detective. Aber, ach, das ist ja. Ist er auch nicht. Nee, ist er auch nicht. Also, Timid anscheinend. Okay, was ist dann aber dann los? Das würde ich gerne wissen. Er hat gesagt, er hat nichts.
Ich bin drei Minuten lang vor ihm weggelaufen. Er war nicht in meiner Vision. Ich habe versucht, ihn abzuhängen, aber habe es nicht geschafft. Ich habe gesagt, ich bin kein Leiter. Dann ist er Imposter. Dann bist du Fußspurenboy. Da sage ich nichts zu. Fußspurenboy. Wie heißt der? Wie heißt der? Ich bin nicht Imposter. Inspektor oder so? Bist du Morphling oder Camouflage? Nee, ich bin nichts Böses. Ich bin euch gut gesinnt. Also er muss ja der Detective sein. Also wenn er nicht, wenn einer Detective ist und Simon ist es nicht, dann könnte der jetzt was sagen. Ja, könnte er, aber wird keiner. Ich bin's. Tschüss. Tschüss. Okay. Gut. Wir haben einen Free Kill bekommen. Ich habe die ganze Zeit Angst, dass ich unmuted bin. Ich bin mit Parzi. Cool. Habe ich auch gerade eben gesehen. Ich habe dann nochmal die Diskussion umgelenkt, damit die nicht darüber reden, wer noch im Labor war oder in Specimen oder so. Fuck, korrigiert, hat hoffentlich keiner gesehen. So, Camo können wir machen. 5 Kill. So, wir gehen jetzt an die Kamera. Lesk und Unge chillen zusammen. Shushu kommt dazu. Die gehen hier dran. Die müssten die gleich hier sehen, oder? Oder chillen die Admin? Ah, nee, nicht Admin, doch. Baso läuft raus. Baso läuft, glaube ich, ins Labor. Parzi ist hier vorne. Ihr wisst, was wir machen. Parzi ist ja da. Ich mache Camo. Vielleicht macht Parzi jetzt einen Kill. Ich will selber keinen machen. Ich will einfach nur, dass Parzi die Möglichkeit hat, zu killen. Ja. Okay. Vor uns wurde gerade Shushu getötet. Und zwar... Während der Camouflage. Während der Camouflage. Mhm. Aber ich weiß, wer es war. Ja? Okay. Ja. Weil du siehst die Spuren, ne? Also das war nicht clever, weil Simon stand natürlich neben mir. Die Fußspuren sind weiß und Parzi hat gerade getötet. Oh. Wird das von einem Morphling verändert? Nee. Nein, ich hab's auf jeden Fall gesehen, Parzi. Parzi, Arschkarte! Ich hab's gesehen! Ich hab's gesehen! Du hast einfach Shushu gefickt! Hallo? Junge! Oh mein Gott! Wo liegt der Bunny? Du Sau! Direkt vor Lifeline. Okay, ich habe nämlich Parzi auch gesehen, der kam unten aus Specimen raus. Also ja, das könnte. Parzi war es auch bei uns. Was für mich so verwirrend ist, bevor Camouflage war, standen wir ja schon alle vor Lifeline. Das schwarz-weiße Limette, habe ich mir so extra noch gesagt, weil das rot, also Linda, ist rechts raus. Und dann habe ich meinen Download gemacht und dann war ich mit Download fertig und dann hat gerade einfach jemand zugestochen, der von links kam. Aber es muss Parzi gewesen sein, einer von den Leuten war ja weg. Also ich war in Camps und ich habe gesehen, wie Vlesk und Unge in Admin rein sind und dann haben die, glaube ich, die Task bei dem Loch gemacht. Kann das sein? Also Vlesk hat die gemacht, Unge stand nur daneben. Genau, ja. Ich stand nur daneben. Ja. Also ich habe Vlesk beschützt, ich war Bodyguard. Okay. Also Parzi, ich werde jetzt Parzi voten. Ich war tatsächlich kein Bodyguard. Aber Vlesk, ich habe dich beschützt. Sag einfach ja, aber ich habe selber eine Rolle, mit der ich mich selber beschützen kann. Das ist alles ich gut. Weiß, gib mir einen Kuss. Ja, also, Parzi ist wir haben eine Imposter raus, gone. Jetzt sieht es aber ganz schön bitter aus für die Imposter. Jetzt sieht es ganz schön bitter aus. Parzi, was machen sollst du sein? Wenn ich jetzt noch letzter Imposter also ich würde einfach Simon mein Plan lassen. War ja, dass er einen Kill begeht, aber nicht so instant. Ich habe ihn Imposter ich habe ihn ein bisschen über die Klinge springen lassen. Ich direkt Simon abgestochen. Ich habe ihn ein bisschen über die Klinge springen lassen. Vielleicht bin ich auch der Imposter. So, hätte auch nichts gebracht zu skippen oder jemandem anderen zu voten, weil er hat alle Votes bekommen. Also das war eindeutig. So. Okay, dann gehen wir mal wieder an die Kameras. Also ich habe jetzt wirklich sehr wenige Chancen. Das Problem ist auch, dass ich nicht so genau weiß, welche Rollen mich alle zerstören. Weil zum Beispiel Camouflage kann ich zwar anwenden, aber Simon sieht ja die Fußspuren. Das heißt, ich müsste Simon eigentlich töten, damit er nicht mehr sieht, welche Fußspuren das waren. Wisst ihr, was ich meine? Dann suchen wir mal Simon. So, wo ist denn der Gute? Ist der hier? Labor sind 2 Stück. Communications, 3 Stück, die haben wir gerade eben gesehen. Labor könnte sein, dass sie noch da sind. Ist jemand tot? Nein, weil ich der einzige Imposter bin. Scheiße. So, wir gehen nochmal ins Labor. Da ist Simon. So, wir gehen jetzt hier rein. Okay. Schaffe ich es in der Zeit wieder raus?
oder kommt hier einer rein? So, wir machen es jetzt so, wir gehen jetzt hier rein, verstecken uns hier in der Ecke. So, sobald die Tür aufgeht, Camouflage, wir gehen rein, keiner sieht... Ah, hier ist keiner mehr! Scheiße, für den Arsch Camouflage. Das war Camu für den Arsch. Ist echt schwierig jetzt. Fuck. Warte mal, geht meine Camouflage, mein Timer runter, während ich hier drin bin? Ja, der geht weiter runter, das ist ja geil. Okay, Schuh läuft nach oben. Shorty ist... War das gerade Shorty oder Schuh? Scheiße. Lest läuft hoch. Okay, Unge kommt jetzt hier rein. Mhm. Okay, keiner ist an den Cams. Camo ist an. Wir laufen rein. Oh Mann, ich sehe wieder keinen. Was soll das denn? Wie sind... Warum sind... Oh, also ich sehe ja selber nicht, wen ich töte. Ich sehe ja selber nicht... Ich bin ja komplett blöd. Ich sehe ja selber nicht... Ich sehe ja selber nicht, wen ich töte. Weil die ja alle keine Farbe mehr haben. Wie soll ich denn dann Simon töten, während Camouflage ist? Ah, okay, jetzt sind die im Labor. Okay, machen es jetzt ganz wild. Es wird jetzt ganz wild. Achtung. Wir gehen jetzt raus. So, wenden jetzt hier rein. Und gehen, lass uns mal hier sehen. Komm, zeigt euch. Jo. Ich habe eine Frage. Miners. Ja. Simon, hast du auch irgendwelche Tasks oder willst du nur mir zugucken? Eigentlich. Ich wollte ein bisschen zugucken. Weil Les hat gesagt, er braucht keinen Bodyguard. Dann dachte ich, okay, dann renne ich dir hinterher. Das hatte harte Stalker-Vibes, diese Runde. Ja, also. Ich habe mich auch nicht alleine gefühlt, also war auch ganz nett. Wer hat denn Les zuletzt gesehen? Ich habe gesagt, Les, ich will dein Bodyguard, aber nee, ich brauche keinen, ich bin eine Rolle, ich kann mich selbst verteidigen. Aha, was hat er davon? Anscheinend nicht. Ich bin vor einiger Zeit nicht Richtung Edmund gelaufen, Carouso, nachdem er bei uns im Lab war. Kann sein, ich weiß aber jetzt nicht, wo er ist. Also Les liegt vor Weapons draußen. Vor Weapons unten? Ja, so Weapons kommst, so in der Mitte. Ja, dann so. Ist er auf jeden Fall Richtung Edmund gelaufen, das ist richtig. Caruso, du warst gerade im Labor, ne? Nee, Caruso ist nicht im Labor. Ich bin im Labor, gerade am Teleskop. Okay, und da ist niemand. Caruso. Oh, da war einer im Labor. Caruso, wo bist du, Caruso? Wir waren gerade im Fell. Ich bin gerade bei Unge, Bas-O und Shorty. Ja, verstehe. Aber wo kamst du her, Caruso? Ich war vorher im Lab und dann war ich an Lifeline. Und dann war er vorher im Lab, Matteo? Ja, das stimmt. Er war im Lab und er kam mit Shorty zusammen. Also, ist Simon vielleicht Jester? Nein, bin ich nicht. Simon ist Stalker. Was bist du? Ich bin im Band hängen geblieben. Nein, was willst du sagen, was für eine Rolle bist? Oder willst du sagen, was du gemacht hast? I'm stuck. Step bro. Okay. Also Sidewaysen, okay, Mantle, was machst du? Was bist du für eine Rolle? Was machst du? Ich bin Crew, bin im Labor, bin am Teleskop dran, hab ich gerade auch schon gesagt. Okay. Kann Dings proven, war so, glaube ich. Mantle, warum bist du oft in Specimen rein, wieder ins Labor? Wieso bist du auch so oft langgelaufen? Ja, weil ich nicht ins... Ich habe eine Frage. Ja. Sorry. Aber kann es theoretisch sein, dass Parsival Imposter war, Baso und Unge sind Lover-Couple und einer von den beiden ist sein. Killer und hat jetzt gerade getötet und die versuchen es jetzt auf jeden Fall. Warte, nochmal. Ist falsch. Erklär nochmal. Okay, sorry, ich habe nur eine Frage. Baso, ich weiß, Frage. Dass du safe bist, ich weiß, dass Baso safe ist, ich weiß, dass ich safe bin. Ich will nur wissen, ist Lover 100%? Wir müssen nicht voten, weil Dings schon raus. Aber merkt euch bitte, bevor ich sterbe. Merkt euch bitte, bevor ich sterbe. Baso, Unge, Caruso sind 100% lieb. Caruso, für den Unge, Kill. Baso sind lieb. Ich weiß nicht. Nein, nicht für den Kill. Komplett. Nein, ich bin Seher. Ich sehe die gelben Namen. Hey, warte mal. Aber ich habe Baso am Anfang geproved und ich habe auch Caruso eben geproved. Alter, prove doch einfach mal mich jetzt. Simon, komm. Kann ich nicht mehr. Man kann in dieser späten Phase spielen. Oh doch, kann ich doch. Lol. Eben was grau. Okay, Kuss. Scheiße, Mann. Oh, ich muss ja Simon töten. Ey, jetzt noch mehr als vorher eigentlich. Noch mehr als vorher. Gott, wie soll ich... Okay, ich dachte warum scannst du mich nicht?
Doch, ich hab dich gescannt. Hab ich schon. Ach so, okay. Du bist gelb. Also bist auch lieb. Es bleiben nur noch Shorty Mantle. Die Sache ist, eben war mein Button grau. Ich dachte, ah, okay, das ist so eine Mechanik, die eingebaut ist, dass man am Ende nicht zu leicht herausfindet, wer böse und wer lieb ist. Aber man kann scheinbar bis zum Ende scannen. Ja, ist ziemlich OP, ja. Ja, ist wirklich OP. Also die klassische OP. Also Timid ist safe, Caruso safe, Basel safe, Unge safe. Ja, also wenn das stimmt, dann vote ich jetzt direkt Shorty. Dann, also es bleibt keiner. Natürlich schon gevotet. Die Sache ist, ich habe ein Problem. Ich habe natürlich Shorty und Mantle noch gar nicht gescannt. Es könnte sein, dass einer von denen noch Joker ist und einer von denen Imposter. Deswegen sollte die Crew jetzt, meiner Meinung nach, skippen. Shorty kann keinen Kill gemacht haben. Shorty kann keinen Kill gemacht haben? Ich war super viel mit Shorty zusammen. Es muss mental sein. Aber Caruso, weißt du, wo der Kill war? Weißt du, wo der Kill war? Der war doch vor Weapons und ich war mit Shorty an Lifeline. Ja, aber die kann den Kill nicht gemacht haben. Ich kann den Kill auch nicht gemacht haben. Ich war im Teleskop bestätigt. Kann sie doch Jester sein. Nein, stopp. Leute, es könnte sein, dass Caruso und Shorty zusammen rumgelaufen sind, weil Shorty Lover-Couple mit Caruso ist. Wir sind Lover-Couple, aber wir sind beide Crewmates. Also wenn du ihn gesaved hast, Caruso hat mich die ganze Zeit, es kann, natürlich, ich verstehe das, ich verstehe den Punkt. Okay, perfekt. Aber für mich kann es nur noch Mantle sein. Wenn ihr beide Lover-Couple seid, dann müssen wir jetzt einfach nur Shorty rausvoten. Ja. Dann sind Caruso und Shorty beide raus. Ja, und dann haben wir es. Und dann kann Unge mich... Ich bin im Labor, wo Matteo meinte, er war im Labor. Was denn? Ich renne die ganze Zeit Shorty hinterher und sage, McQueen! Und dafür bin ich jetzt gewonnen, Simon? Nee, wenn Lover Couple Imposter und Crew sind, also dann müssen sie zusammen trotzdem spielen. Basel skip. Nein, es muss mental sein. Es muss wirklich mental sein. Sterben Caruso und ich jetzt gleich. Nein. Ich bin Crew. Boah, gut. Warum habe ich zwei Votes? Warte mal, du musst jetzt Shorty oder Caruso töten, hast du direkt zwei Kills. Wer hat Shorty gewotet? Vielleicht hat sie selber gewotet. Ey, warum macht ihr das denn jetzt? Ist doch voll dämlich. Kann der Joker verliebt sein? Puh, ich sehe keine Möglichkeit, wie ich noch gewinnen kann. Ich weiß jetzt, dass Shorty und Dings... Oh mein Gott, Alter, es ist einfach Orgien. Warum drückst du? Okay, pass auf, guck mal. Ey, Matteo. Überhaupt sagen sollen, dass Caruso und ich überhaupt ein Loverpaar sind. Das weil? Hätte ich auch sein können, weil 100% ist nicht eingestellt. Es hat niemand von euch vermutet. Und ich habe euch das einfach nur gesagt, um es euch leichter zu machen. Ja, genau. Pass auf, warum du es gesagt haben könntest, ist entweder, weil ihr wirklich beide innocent und Lover seid, oder weil du merkst, oh scheiße, mir läuft die Zeit aus. Unge hat nur noch 7 Sekunden auf seinem Timer. Und wenn ich jetzt Shorty oder Mantle scanne, dann wissen wir das Ergebnis. Und deswegen spielst du jetzt auf den Big Play. Ich glaube eher, wir sind Lover. Simon will hier mit seiner Fähigkeit einfach die Runde carryen, aber wir können doch einfach mit der Information schon hier die Runde beenden. Nee, die Information ist nicht klar. Aber du weißt doch, dass ich gut bin und ich sage, ich bin Lover-Couple mit Shorty. Ja, und aber Shorty ist dadurch nicht automatisch und dann gut. Shorty hat keinen Kill gemacht. Ich bin ihr hinterher, glaube ich. Caruso, aber es ist ja schon klar, dass du das ja sagst, weil wenn wir Shorty voten, bist du tot. Ich denke auch. Ich hätte doch gar nicht sagen müssen, dass wir überhaupt ein Lover-Paar sind. Ja, aber so rettest du dich. Shorty, schau mal. Unge hat gesagt, du bist Imposter oder ich bin Imposter. Und dann hast du gesagt, ah nee, warte, ich bin Lover. Das hast du dann erst gesagt, als du dich retten musstest damit. Ich habe erstmal gesagt, ich vote mich selber. Okay. Und dann habe ich irgendwann gesagt, okay, Tim, hast du skippt? Ich löse das auf. Ich habe Matteo gewotet. Was? Dass ich quasi Lover bin. Matteo steht gerade an den Cams, aber oben rechts in der Ecke, damit er sich verstecken kann und den keiner sieht. Nee. Ja. Ich hab Simon Unge, bitte vote mental. Es ist egal, was wir machen. Shorty hat Mantle gewotet, Caruso hat Mantle gewotet. Ja, ich bin tot. Ich bin raus. Oh. Aber achtet auf Shorty einfach. Nee. Basel, wenn wir beide skippen, müsste es doch ein Unentschieden sein. Ich hab Shorty gewotet, Simon. Also wenn, dann müsst ihr Shorty voten für Unentschieden. Ja, ich möchte natürlich noch möglichst lange die Runde beibehalten. Ihr habt Shorty gewotet, ja. Nee, wir haben gewonnen. Jawohl, Caruso, wir haben gewonnen, Fuggles. Let's go, baby. Es hätte sein können, dass einer von euch. Es hätte auch sein können, dass einer von euch ein Poster ist. Ja, ich hatte keine Chance mehr. Ja, das stimmt schon, klar. Ach, krass, beide steht dann da. Das ist ja nice. Crewmate Lovers gewinnen mit der Crew und Lover und Lover und Poster gewinnen immer nur alleine. Ey, weißt du, was das Schlimmste ist? Weißt du, was das Ding war? Ich wusste nicht, also ich auch wenn du nur der Fußabdrücktyp gewesen wärst, habe ich total reingeschissen. Aber ich wusste nicht, dass der Seher auch durch den Morphling
durchgucken kann. Ich war der Seher, deswegen habe ich so getan, als wäre ich der Fußabdrucktyp. Ich war gleichzeitig Morphling, hatte mich in Shushu verwandelt, habe als Shushu gecamouflaged getötet. Ja doch, Morphling und Camouflage haben keinen Effekt auf alle Rollen, die irgendwas sehen können. So Fußspuren. Das finde ich ziemlich krass, dass die beides kommen. Ja, also dann sind die sehr stark. Ich hatte noch nie ein Double Victory. Wie awesome ist das denn? Das ist richtig rewarding. Also ich glaube sehr, also wir müssen sehr, glaube ich, nochmal nerven oder vielleicht sogar rausnehmen. Weil jetzt am Ende war es einfach so. Meeting, sehr. Kein Problem damit, ihn einfach rauszunehmen komplett, weil... Weil es schon zu stark fast. Der drückt auf den Knopf und weiß, was jemand für eine Rolle hat. Ich glaube, die Footsteps kannst du schon ein bisschen mehr confusen, weil wenn da dann zum Beispiel jemand rumläuft, dann... Der Seher, wenn du den Seher rausnimmst, ist natürlich das Morphen ultra OP, ne? Dann ist halt Fußabdrücke hast du trotzdem noch. Der Detective countert das noch. Ja. Ich finde den sehr. Außer du machst halt anonyme Footprints, dann sieht man die Farben nicht mehr. Ich finde sehr auch zu stark, aber was ich lustig finde, ist halt, wenn der aus Versehen mal dann endlich mal oder absichtlich auf einen Imposter trifft, der Imposter so einen blauen Blitz durch den Bildschirm bekommt und dann direkt denkt, oh, töten. Das ist halt auch geil. Simon, kann man die Chance, dass er sehr das Richtige sieht, nach unten stellen. Also kann einstellen, dass es eine Chance gibt, dass es Falsches sieht. Ja, aber dann ist er noch verwirrender. Also guck mal, das Ding ist, Simon, ich wusste ja seit 3 Runden, dass du Seher oder eine andere Rolle bist, die ich loswerden will. Ich wollte dich 3 Runden lang töten, aber ich hatte nie die Gelegenheit dazu, weil ich war alleine und mein das Ding ist, wenn ich dieses Camouflage drücke, dann kriegen ja alle eine andere Farbe und ich weiß nicht, wer du bist, weißt du? Ich renne dann so rein. Und das ist dann mega schwer. Das find ich auch witzig, dass die Imposter da nicht durchgucken können. Ja. Genau, die Imposter sehen nicht, wen die dann töten wollen. Und deswegen konnte ich es auch nicht machen. Ja, du kannst den Seher natürlich nicht töten, wenn er eine Person kennt, die auch Crewmate-Rolle hat. Nee, und ich hatte Crewmate-Rolle, Simon wusste das, bleibt bei mir. Er kann nicht mehr sterben und das Spiel für euch quasi vorbei. Bin ich halt dann am Ende weggelaufen. Ich hätte einen Vorschlag. Was war denn für eine Rolle, dass du dich verteidigen konntest? Leiter. Ach so, Leiter, was macht Leiter nochmal? Ich sehe halt deutlich mehr. Und er sieht, wenn ich auch so verwundert, weil ich habe dich immer so am Rand von meinem Bildschirm gehalten und du hast mich trotzdem immer wieder gefunden. Aber hat der Seher auch eine höhere Range? Ja, nee. Also der Leiter sieht den kompletten Bildschirm quasi. Komisch, ich konnte dich komplett sehen, was. Ja, und Leiter hat immer Licht an. Ich hätte einen Vorschlag, um das mit dem Meeting vielleicht. Oh, sorry, wollen wir es so machen mit den Meetings, dass man einen rausvoten muss, wenn ein Meeting gedrückt wird? Können wir gerne machen. Weil sonst dass man nicht skippen darf. Ja. Okay. Okay, so, wir sind Crew. Geil. Let's go. Also, Crew ist nicht geil, aber... bin gespannt. Also, es ist noch alles neu mit den Rollen. Das ist mega komplex. Aber ich finde, ich muss sagen, Imposter ist noch... geiler, aber ist nicht OP oder so, habe ich das Gefühl bisher. Weil die anderen Rollen halt sehr stark sind. Ne? Also gerade eben am Ende hat er halt keine Chance. Ne? Simon hat ja alle geproved, dann waren die noch verliebt, haben sich gegenseitig gedeckt. Also dass ich da überhaupt so lange überlebt habe, war schon ein Wunder eigentlich. Weil die konnten ja schon in der zweiten Runde sagen, okay, es können nur noch Shorty oder Mental sein. Und da hätte schon was richtig Blödes passieren müssen, dass ich das noch gewinne. Also da hätte es Love Couple, hätte einer rausgevotet werden müssen, dann wären beide gestorben. Aber selbst dann hätte ich es nicht hinbekommen, weil dann hätten die sofort mich gevotet und gedrückt, weil wenn Shorty stirbt und die Runde nicht vorbei ist, dann bin ich der Nächste, der fliegt. Oh fuck, Licht geht aus. Hier müsste mir einer entgegenkommen, oder? Ist nicht oben einer reingelaufen? Könnte sein, dass ich jetzt sterbe. Da war Caruso. Okay. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Das war mal ganz schön dunkel. Ich hab Angst im Dunkeln. Wir haben einfach Chantal in O2 zurückgelassen. Junge, er ist einfach down gegangen. Aber haben wir noch jemanden da zurückgelassen? Ich nicht. Jetzt haben wir 12 Milliarden Rollen. Und ich werde einfach andauernd Crewmate. Krass. Warte mal, wie viele Crewmates gibt es denn? Weil ich bin auch Crewmate. Ich bin nämlich auch Crewmate. Okay. Dann ist ein Bug vielleicht. Ein Bug, Bug. Ist ein Bug. Ich bin wirklich Imposter, ist nicht Bug. Okay, dann. Nein, die Sache ist, du musst es so überlegen, jede Rolle hat 50% Chance. Das heißt, es könnte theoretisch eine Runde geben, gar keinen einzigen. War da nicht irgendwie Matteo auch irgendwann in Laboratory? Chantal liegt in O2. Aber jetzt am Ende war mental auch mit uns ein Specimen, aber wie bist du reingekommen in Specimen, Matteo? Bin durch den Vent. Für den Kill, nicht Matteo den Frage Joker. Können. Okay. Komm, nein, also ich vote Mental. Sache klar. Also warum? Bless. Ich
Also ich bin... Simon. Ich habe Mäntel halt gar nicht gesehen, weil ich halt in Simon Says war. Und Timmy, mach mit. Perfekt. Caruso hat mich aber gesehen ins Specimen. Also Mäntel voten, Crew vote Mäntel. Nee. Nee. Okay. Also ich war... Er hat es gerade verraten, er hat verraten, dass er gewendet ist. Ach so, stimmt. Sagen. Scheiße. Ja, Basso hat gesagt, sie wäre Imposter. Ach, schwierig. Ja, da war ich auch gemutet. Ich war nicht gemutet, Patsy. Du bist das Nächste gewotet. Ach, Mann. Ich camouflage gleich nicht. Also für den Kill fallen die Leute... Was? Oh, oh mein Gott, was? Was? Ich hab geskippt. Okay, Kinder, das war aber jetzt sinnlos. Okay, das heißt, ja, das auf jeden Fall traurig, ne? Ich hab auch geskippt übrigens. Ich hab gewotet, Matteo, aber ich hab nie damit gerechnet, dass so viele mitmachen. Okay. Hä, das war ja komplett Banane, oder? Ich war doch in Specimen. Wie soll ich denn da den Kill begehen? Okay, na gut, dann spiele ich mal eine Runde nicht mit. Hä, das war jetzt aber der dümmste Vote ever, oder nicht? Mach ich wenigstens mal alle meine Task. Also ich werde von Caruso in Specimen gesehen. Und der Kill ist in O2. Strange. Okay. In-Game-Chat. Ja, warte, ich guck mal. Boop. So, dann kriegen wir unsere Task alle durch. Aber ich habe das Gefühl, seitdem wir mit den Sonderrollen spielen, spielen die Tasks kaum mehr eine Rolle. Okay, ich habe eine Leiche gefunden. Moin, Mighty! Also, die Leiche kann noch nicht so alt sein. Moin, Mighty. Und es sind viele Leute gestorben. Also erstmal nochmal, was ist eben passiert bei diesem Vote eigentlich? Wie können vier Leute geskippt haben? Seid ihr eigentlich, Spaß. Also. Ich glaube, der Vote war ein bisschen troll. Okay, der Vote war ein bisschen viel treu. So. Mäntel war auf jeden Fall Crew, weswegen müssen wir jetzt voten, weil sonst hätten nicht so viel mitgewotet. Also die Imposter sind mit drauf gestiegen, meiner Meinung nach. So, vor allem, weil jetzt so viele Kills passiert sind. Also, ich war in Specimen und ich war fast die ganze Runde über in Specimen. Wenn jemand Admin-Table geguckt hat, müsst ihr das bestätigen können. Die Leiche liegt links in diesem Decon-Dusche unten. Und ich weiß nämlich Folgendes passiert. Ich stand an der Dusche, so an der Tür, dass ich, wenn jemand links reinkommt, sehe, dass jemand reinkommt. Und mein Plan war, wenn jemand reinkommt, renne ich nach rechts raus und verstecke mich. Es ging gerade Licht aus. So ein genialer Plan. Ja, war ein genialer Plan. Ist er aufgegangen? Also, pass auf, jetzt. Also, links ist jemand reingekommen. Ich wusste nicht genau wer. Ich habe nur gesehen, Tür geht auf, Stampf. Ich renne weg, dann wird es dunkel. Ich renne nach oben zu der oberen Decon-Tür, aber mach sie nicht auf, sondern bleibe vor der Tür stehen. Hab aber in diesem Decon oben diese Kabeltaste. Denk mir so, soll ich die Kabeltaste wieder machen? Das wäre doch alles in einem. Aber nein, habe ich da nicht gemacht. Eine Minute noch. Hast du also, Zeit. Auf jeden Fall. Marzival ist auf jeden Fall reingekommen und dort gestorben. Also der Mörder ist mit ihm zusammen in die Dusche gekommen und in der Zeit, wo ich hochgelaufen bin, ich habe eine Suspizion. Ja. Bei dem ersten Licht, Baso, warum hast du da getrollt? Das haben erst Shorty und ich ausgemacht. Nein, ich hab nicht getrollt. Du hast reingetrollt. Ich hab den gedrückt und dann hast du den gedrückt. Und dann hab ich den wieder gedrückt und dann ging er an. Du hast mich getrollt. Okay, Bless, wo warst du gerade? Alles klar, danke. Shorty, wo warst du? Ich war gerade beim Light. Ich hab gerade. Nee, das ist gerade beim Light. Ja, aber jetzt bin ich in Lab. Gerade eben auch. Und Tschusche war aber schnell. Bei O2. Okay, irgendjemand, der von Admin war, muss ich muss noch 20 Sekunden auf meine letzte Reagenzglas-Task warten. Ich war davor bei Light. Das muss ich ey, ehrlich gesagt, ich glaube, dass Caruso beim Light getrollt hat und zwischendurch den Kill gemacht hat. Und meine Suspicion ist Baso, einfach nur dadurch, dass sie mich getrollt hat am Lights und wir sind bei 6. Du hast nicht getrollt. Shushu und Caruso vielleicht, ich wollte als erstes Shushu, danke für eure Aufmerksamkeit. Wir haben keine Zeit mehr, um zu lange Geschichte erzählt. Gar nicht Baso. Ja, klasse, Leute. Hast du eine Rolle, Baso? Hervorragend. Okay, Baso hat Caruso gewotet, Caruso hat Baso gewotet. Zwei Leute haben Bless gewotet, Bless hat selbst gewotet. Bless ist Joker. Ich hab Bless gewotet. Bless ist Joker, Bless ist Joker. Bless ist, nee, macht keinen Sinn. Ich dachte, mein Gehirn. Hör auf zu denken, okay.
Ray. Haben wir schon gewonnen? Fuck. Das Headset abgerissen. Na toll. Let's go, Simon! Ich liebe dich! Let's go, GG! Geile Runde, Mann! Ah, okay. Heftig. Also, die Sache ist. Der geil gespielt. War geil gespielt. Warum ist die. Hätte man nicht besser machen können. Jetzt warum ist die Runde vorbei? Was da passiert? Die Runde ist vorbei. Ich bin geliebt. Weil wir haben gewonnen. Was, du bist geliebt? Ja, aber. Ja. Ich wollte gerade sagen, weil die Runde hätte nicht vorbei sein dürfen, weil bei zwei Impostern geht die Runde noch weiter, wenn das Lava-Kabel drin ist. Deshalb hatte ich mich gewundert, warum die Runde vorbei ist. Ich habe nur diesen Leaf-Sound gehört. Ich habe von Anfang an hab ich so laut vor mich hingesprochen, ich bin dieses nutzlose Stück Scheiße, was neben dem Boss existiert und einfach nur überleben muss. Deswegen habe ich mich die ganze Zeit das Special versteckt. Timmy, hast du mich nicht gesehen, als ich Chantau da unten weggehauen habe? Nö, Licht war aber auf. Ich verstehe nicht ganz, warum beim Vote, warum Simon und Shushu nicht mit auf Baso gegangen sind. Weil ich bin auf Shushu gegangen. Ey, Karus, ich wusste ja nicht, dass Shushu dein Dings ist. Aber ich dachte mir, pass auf, Karus, ich dachte mir Folgendes. Vlesk hat gesagt, er votet Shushu. Und ich dachte mir, dass du verdächtig wirkst, wenn du auf Baso so rein votest. Deswegen dachte ich, ich gehe mit auf Shushu. Versuche ich auszugleichen, weil wir brauchen ja nur noch zwei Kills, dann wäre vorbei gewesen. Also ich wollte einfach nur überleben. Das war einfach mein einziges. Aber du hast mich getrollt bei Lights, oder Caruso? Nee, du hast tatsächlich. Ich hab's nicht getrollt. Aber es ist tatsächlich wieder der epische Doppelsieg. Ich find's voll toll. Doppelsieg. Bei mir ist nur ein Sieg, aber egal. Ja. Ich war dieses nutzlose Stück, was einfach mit dem Imposter mitläuft und nichts einfach macht. Stark. Die Geschichte aber auch erstmal irgendwie gefühlt 80 Sekunden geredet, was ein scheiß Wrestling gemacht hat, Digga. Ich hab auch ewig gewartet, bis ich gleich reporte, weil ich dachte, vielleicht hast du den Killer gemacht, ich hab nicht gesehen, wer den Killer gemacht hat. Ich dachte, vielleicht hast du den Killer gemacht. Ja, Karuso hat den gemacht. Ja, ich hab gewartet, bis du weit genug weg bist, damit ich dir zum Vote freigebe. Ja, dann habe ich einfach irgendwann. Ja, also wir konnten bei 6 Leuten tatsächlich eh nicht mehr gewinnen, weil wenn Lover-Couple-Dingens dabei ist. Ey, Chat so. Ist gerade ja, wobei. Was ist im Chat los? Caruso. Ich mach übelst cool mit Simon. Chill-Chat, alles cool. Wir spielen zum Spaß. Zusammen bei 4 Leuten. Wir spielen zum Spaß. Nicht aufregen. Und geh dann mit Simon gar nicht, zusammen geht. Voll auf den Crewmate. Der Imposter ist, dann wird er rausgebotet. Ja, in jedem Fall ein 3 gegen 3, weil der Lover-Couple-Typ ja, immer ja, aber mit der drauf weiß ja nicht, wer der andere Imposter ist. Das Problem war in dem Moment jetzt einfach, dass Shorty dann halt auch rausgegangen ist, weil bei 4 hätte die ja theoretisch noch die Standoff haben müssen. Der hätte Shushu ja durchaus ungern noch töten können. Ja, vor allem hätte ich auch die extra Information gehabt als Medic, deswegen wollte ich ja überhaupt den Chat aufmachen. Also Shushu, wusstest du, dass ich Lava bin mit Caruso? Ja. Nee, ne? Ja. Doch, wusstest du? Viel Spaß. Ja. GG. Okay, geil. Okay, also. Die Türen sind hier direkt zu. Habe ich das? Jemand tot? Wen samplen wir? Wen wollen wir framen? Wen habe ich gesampelt? So, Caruso kommt von oben. Bless kommt da lang. Timid. Ah, es sind alle grau. Habe ich Info? Wer sind die grauen Blobs? Caruso versteckt sich da unten. Hier ist jemand dead. Boop. Nope. Komms ist sabotiert. Ich kann das nicht gucken. Scheiße. Okay, dann versuchen wir es mal. So, Chantau hat mich hier rauslaufen sehen. Parzi auch. Warum ist hier alles zu? Ey, schon wieder, Mann. So, okay, sind alle. Ah, Mann. Ey, okay, laufen nach zu zweit. Baso und Blesk.
Noch kein Kill passiert. Jetzt wird's schwierig, ne? Okay. Yo. Simon, wo bist du hingelaufen? Ich hab dich ja, gefunden. Mann. Du warst am Labyrinth und dann war Licht aus, dann hab ich verloren. Aber ich hab was Wichtigeres zu erzählen. Ich denke, Base war Chef oder Officer oder wie es heißt. Weil hat auf sie geschossen. Sie hat sich wahrscheinlich verklickt, weil ich bin reingelaufen, sie hat Lights gefixt, Licht geht wieder an und sie geht vom Lichtschalter weg und stirbt sofort vor mir. Nee, pass warte, auf. Hä? Sie war ein Liebespaar. Parsifal ist fünf Sekunden tot. Und Schmantau und Baso sind gerade erst. Ah, Schmantau und Baso waren Liebespaar. Okay, dann das macht Sinn. Ah, warte, hat jemand Parsifal sterben sehen? Mhm. Auf Lifeline. Auf Lifeline, mit also. Baso zusammen. Es kann aber auch sein, dass... Baso ist... Pass auf. Ja. Sind Chantau und Baso gleichzeitig gestorben, oder was? Ich bin Spy und ich wusste nicht so ganz genau, was meine Rolle macht. Deswegen habe ich kurz gegoogelt und habe gelesen, was ich kann. Und dann habe ich gesehen, okay, ich kann halt anscheinend an Lifeline hier Sekunden lesen und an Admin-Table die Farben erkennen. Ah, sehr gut. Und... Ich will nur wissen, wer war verliebt? Baso und Parsifal wahrscheinlich. Baso und Chantau. Ach, Baso und Chantau. Ist gerade vor mir umgefallen, deswegen dachte ich kurz, Baso ist Officer, aber das macht natürlich auch Sinn, warum sie vor mir umgefallen ist, weil ihr Lover gestorben ist. Ich muss euch noch was anderes sagen, es gibt zwei Lover diesmal. Timid und ich sind auch Lover. Ja. Also, jetzt noch was. Mantle ist straight vom Licht weggelaufen. Also er war quasi direkt bei Lights und als Licht ausgegangen ist, ist er weggelaufen, er ist mir entgegengelaufen. Das stimmt. Aber er hat mich gecrossed. Das heißt, hätte er... Der Imposter wird er mich ja wahrscheinlich nicht crossen, oder? Oder ist er einfach nur dumm? Eins von beiden. Also, könnte auch sein. Also ich grenze mich rein, möglich? Mantle rennt raus, als aus war. Also beides möglich, aber wenn ich Imposter wäre, würde ich nicht in dich reinlaufen. Außerdem, ja, wahrscheinlich. Du hast wahrscheinlich geintet. Noch was, Mantle ist vom Licht weggelaufen, sehr sus. Und Shorty hat Tasks gefaked in Lab. Aber Shorty hat gefaked? Ziemlich proof Crewmate, oder? Ja. Weil Simon müsste ja entweder Baso umgebracht haben und dann instant self-reported haben. Ja. Und deswegen ist Chantau tot. Was ist, wenn... also möglich wäre das. Nein, das wusste doch nicht. Das wäre super merkwürdig. Das wäre aber... wusste ja nicht. Shorty hat gefaked. Was habe ich denn da gemeint? Du hast die Meteoritentask gefaked. Nein, habe ich nicht. Doch. Unge, das ist genau das gleiche wie das eine Mal, als wir ein Specimen waren. Ja, ich habe zwei Votes. Ich habe zwei Votes. Faker, ich habe nichts gefaked. Faker. Aber warum hast du erst geguckt, was los ist, und dann bist du zu... Also, warte mal, Chat. Wenn ich gucken wollte, wer das ist. Jetzt wird's aber ganz kompliziert. Unge und Timid haben revealed, dass sie verliebt sind. Stimmt das? Das heißt, ich darf Unge gar nicht töten, weil sonst stirbt... Ja, mein Imposter-Kollege, das ist ja ultra abgefuckt. Ich muss ein Sample mir holen. Und ich muss auch dafür sorgen, dass Simon nicht rausgevotet wird. Ich habe jetzt also mehr Probleme als vorher. Scheiße. Das heißt, wen samplen wir? Wen framen wir? Shu wäre möglich, weil sie gilt ja schon als so ein bisschen verdächtig. Oh, ich hätte gerade Blesk nehmen können. Muss jemanden samplen. Oh, perfekt. Shorty oder Shu? Okay, ich habe sie gesampelt. Ist die Kamera an? Nein. Okay, so. Ich würde gern on cam erwischt werden von Caruso. Das wäre geil. So, Caruso sieht mich hier rauslaufen. Sieht mich hier runterlaufen. Ich gehe an Lifeline. Okay, ist niemand tot. So, ich laufe hier runter. Lauf hier hoch. Problem ist, Caruso weiß, dass nur ich hier drin bin. Das ist also ein Problem. Ich kann Blesk jetzt nicht töten. Das heißt, wir laufen jetzt hier wieder raus. Warten kurz. Jumpen hier rein. Lights ist aus, perfekt. Es ist grau. Und jetzt... Oh, shit.
Oh nein! Moiners! Wer ist gestorben? Wer war derjenige, der neben mir bei der Leiche steht? It was me. Ah, du Caruso. Ja, okay, das macht Sinn. Du kamst aus Cam. Ne? Ich hatte erst überlegt zu warten, um zu sehen, wer das ist. Ich habe Licht gefixt. Anscheinend kam Caruso mit dazu. Caruso war vorher in Cams. Rechts quasi, wenn man aus Electric rausgeht, bei der Cams. Unten so ein bisschen Richtung Weathernote. Da liegt die Leiche. Ich war gerade in Admin Table. Ich habe gesehen, dass erst zwei Leute in Lelectrical waren, dann noch eine Person. Diese Lelec. Also, was war jetzt unlucky, Shorty? Ich am Anfang erst überlegt hatte, noch nicht zu reporten, um zu sehen, wer quasi derjenige ist, der quasi neben mir steht, weil es ja noch camouflaged war. Und ich dementsprechend, natürlich hätte jeder sagen können, er steht jetzt gerade neben mir und kam von Electric, das meine ich. Ja, Unge ist hier für mich Heilig Sass. Ja, Timmit für mich auch Heilig Sass. Caruso weiß, dass Timmit mir hinterhergelaufen ist. Also ihr beide seid verliebt. Das richtig. Also gab es wirklich zwei Verliebte in der Runde, oder was? Nein. Was? Vier insgesamt, vier Verliebte. Das sagt er nur, weil die halt in der Runde relativ oft zusammen rumlaufen. Vielleicht Timmit rennt mir hinterher, er macht den Unge. Das stimmt aber auch nicht. Doch, Timmit, du rennst mir hinterher. Nee, er rennt mir hinterher. Nein, er rennt mir hinterher. Okay. Die Sache ist, die Kills sind alle relativ langsam gefallen. Ich kann Timmit nicht mal rausnehmen für irgendeinen Kill, weil er könnte der zweite Imposter sein. Also wirklich, es ist immer so viele Einzelkills passiert, dass Timmit theoretisch einfach versucht, mich zu kaufen und Alibi zu nehmen. Aber sind aber nicht in der einen Kann ich kann sein, nicht, kann nicht. Leute, dass Baso Imposter war und Chantau halt der Lover-Crewmate, der vom anderen kann Imposter sein. Okay, Bless, du sagst, kann das ist eine Möglichkeit. Krass. Was denn nochmal? Caruso, was nochmal, was denn? Es könnte doch sein, dass Baso Imposter Reno war, Chantau der Lover von Baso und jemand hat... aber dann würde doch der Imposter-Mate, würde doch... Ah nee, der weiß das ja nicht. Der würde ja mitsterben. Ah, wie krass wäre das denn? So langsame Kills Bless, vielleicht, aber vielleicht Theorie, ist das auch Theorie. Genau die Taktik, in die wir was reinlaufen. Denn? Deswegen sterben wir auch so wenig. Nein, hab ich nicht. Du hast gesagt, Timmit kann es nicht sein, warum? Naja, weil zwei Kills gefallen sind und ihr seid kein Lover-Couple und du weißt, dass nicht beide von euch sein können. Ich vote Mental auf gut Glück. Ey, ihr votet immer mich auf gut Glück, aber ohne Grund. Es tut mir leid, was soll ich machen? Ey, Kinder! Oh, ist ja schon die zweite Runde, wo ich einfach rausfliege. Das ist fies, Mensch, das ist fies. Das ist einfach gemein. Ey, ich hab nicht mal die Chance. Ich kenn das. Sehr gemein, sehr gemein. Ich hab nicht mal die Chance, irgendwann. Hä? Keiner sagt was, keiner verdächtigt mich, gar nichts, ne? Also nix! Und dann, ja, ich denke Mental, bumm. Hä? Oh Mann, das war eine geile Runde, ey, die hätte ich gern weitergespielt. Oh, fuck, ey. Ja, bitte. Also, oh, ist Blesk Sheriff? Wartet er hier an den Löchern, oder was? Das könnte sein. Aber wohl, der hat ja noch Cooldown, oder? Ja, jetzt hat sie aber diese Prophecy, dass es nur noch einen Imposter gibt, ist real. Und dadurch könnten sie denken, dass Baso wirklich Imposter war. Und dann Lover von Baso gekillt wurde und Baso deswegen Matt gestorben ist. Schade. Ich hätte, also die Morphling-Rolle konnte ich jetzt noch nicht ausspielen. Die wäre jetzt am Ende geil gewesen, glaube ich. Bei so wenigen Leuten. Beziehungsweise wäre jemand anderes rausgebautet worden, wäre es ja schon vorbei gewesen, weil wir hätten nur noch einen Kill machen müssen, glaube ich. Jo. Oh mein Gott, gut, dass ich das kind of crazy, because the situation looks like this, that Simon Unge und Shorty am Admin-Table waren, an Lifeline waren. Und ich habe halt gesehen, okay, Vlesk ist tot, mach Spy an und gern Admin-Table und sehe, Vlesk liegt in Specimen. Und Timmit war danach im Lab. Ich dachte, Vlesk liegt im Lab, weil ich bin nämlich hochgegangen erst, als wir alle wieder hochgelaufen sind. Und ich dachte kurz, Vlesk und Timmit sind Imposter-Du, weil ich habe ja gesagt, dass Caruso... Er wollte mich saven, ja. Warte, Caruso, du hast schon gewartet. Ja, es muss Timmit sein. Ja, pass auf, Vlesk hat so gesagt, nee, es ist nicht Timmit. Also Timmit kann es nicht sein, weil zwei Kills gefallen sind. Das kam mir so komisch vor, weil es sind überhaupt keine zwei Kills gefallen, sondern es ist einmal ein Lava-Kill gefallen, sondern es war Einzelkills. Genau. Und deswegen fand ich es von Blesk so super verdächtig. Und deswegen dachte ich, oh, jetzt haben wir verloren, weil Timmit und Blesk machen uns jetzt tot. Aber da ist Blesk gestorben, aber er ist das erste Lab gewesen. Da habe ich gedacht, ich gehe jetzt in Lab rein, um ihn zu suchen, habe ich nicht gefunden. Aber das ist dann schon ein Specimen gewesen. Ja, Timmit. Ich bin in Lab. Timmit, warst du meine Probe. Bist am Ende nicht mehr in Lab. Du warst in Lab. Doch, ich bin in Lab. Stimmt nicht. Timmit, warst du das? Warst du der Mörder? Ja, aber die Sache ist, ihr wart an Lifeline, ich war an Admin Table und es muss Timmit sein. Es könnte auch Caruso sein, der so tut, dass wäre es bei. Hast du jetzt gebuzzert oder hast du ihn gefunden?
Ich habe ihn gefunden. Ah, okay. Wir müssen theoretisch nicht voten, aber pass auf, Shorty. Was hast du gemacht? Pass auf, Shorty, gewotet. Ich skippe. Ich habe Tim mitgewotet. Ich skippe, okay. Ist mir zu ungenau. Also, ich muss du euch leider zugeben. Ihr habt selber gesagt, ihr seid die ganze Zeit zusammen rumgelaufen und ja. Es war halt immer ein Kill. Einzelkills, deswegen fällt mir Tim auch sehr auffällig. Ja. Oh. Für mich war es halt so, ich dachte eigentlich, also ich ging schon davon aus, dass wahrscheinlich Sabotage kommt, weswegen ihr seid weggelaufen. Ich habe relativ lange, bin ich in Etten stehen geblieben, habe darüber nachgedacht, warum ich 2 Votes bekommen habe. Ja. Bin dann einfach stehen geblieben und dachte so, okay, ich weiß jetzt natürlich nicht, ob Mental jetzt quasi Imposter war, bleibe ich beim Button stehen und wenn ihr das Licht anmacht, können wir halt nochmal drüber reden, auch wenn wir halt jemanden voten müssen oder ja. So. Wir können voten. Also ich muss euch leider sagen, ich habe euch komplett geplayed, ich bin Imposter. Und das war's Licht für Licht ist euch. Halt noch aus, ne? Scheiße, Simon, aber das Licht ist aus. What you doing now, bro? What you doing now? Kein Problem. Ja, leider ist vorbei dann anscheinend. Aber es ist trotzdem timid. Doch, ich werde das Licht sabotieren jetzt. Mit meinen Scheitern. Ist doch scheißegal. GG. Victory. Oh, man. Oh, man. Das war zu auffällig, dass du das. Aber sehr stark, dass du mich nicht getötet hast. Diesmal ist Matteo schon wieder random als Imposter. Ja. Ja immer ja. Die random Votes und dann hittet ihr mich, ey. Es war halt nicht so ultra random, weil wir konnten halt viele ausschließen. Ja, also, am Ende gesehen. Ja, also ja. Eigentlich nicht. Für mich waren es halt wahrscheinlich Blesk oder Mental. Deswegen. Die Sache ist, Caruso ja, aber gehört dazu. Kann man nichts machen. Weil er halt Spy war. Na, Basu ist leider einfach gestorben. Ja. Chantau, ja, ich will nicht wieder Lover mit dir sein, weil du stirbst immer als erstes. Ja, ich hatte Chantau weggemacht und als Basu mitgestorben war. Ich Lover geil. Mit Chantau dachte ich mir schon, das wird nicht lange halten, du. Ja, wenn ich Lover-Couple bin, dann seid ihr immer direkt tot. Ich dachte mir schon, Imposter mit Matteo, der wird wieder random rausgeworfen. Ja, Mann, ey. Und dann gab es das Duo zwischen Chantau und mir und natürlich sind wir gestorben. Ich habe sogar extra so richtig slow gekillt und immer so ganz sicher, damit ich nicht irgendwie sass werde, aber na gut. Trotzdem rausgekickt einfach so. Small Brain. Ich liebe einfach, dass, obwohl Tim mit dem Imposter war, dass ich überlebt habe. Oh Mann. Ja, hey, Timid, ich dachte, ich hatte jetzt Mitleid mit dir. Die Sache ist, guck mal, Tim ist mir die ganze Zeit hergelaufen. Und wenn mir hinterher läuft, dann ist es schon sehr sass, weil ich laufe normalerweise Leute hinterher. Niemand läuft mir hinterher, niemand. Aber jetzt ist Tim mit hergelaufen. Gucken wir in der nächsten Runde mal. Mal okay, schauen. Tim rennt hinterher und ich denke so, okay, das ist ein Imposter und töte mich aber nicht, damit er mich einkaufen kann. Ich hab's direkt geklaut. Du hast auch ein günstiges Preisschild an dir dran. So, also Oldschool. Oldschool. Schauen wir mal. So, wir laufen hier unten raus. Schwierig. Habe ich vielleicht eine größere Chance, wenn ich hat Bless das gesehen? Timmy, dann Lifeline. Wieder mit Parzi zusammen. So, Parzi geht jetzt rein. Schon wieder Lights. Okay, Parzi ist Lights-Enthusiast. Habt. Frischer Tat. Okay. War ich's? Nee, Flex war's. Ah, sehr gut. Glaube ich nicht. Doch, ich glaube es auch. Nein, ich glaube es nicht, weil ich mit meiner Rolle nicht töten kann. Du kannst aber wenden. Wieso bist du in Electrical reingelaufen zum Schumkasten, bevor das Licht wieder anwaffelt? Also, weil ich eine Rolle habe, mit der ich auch während das Licht aus ist sehen kann und nicht gemerkt habe, dass das Licht schon wieder an ist, logischerweise. Das ähnlich nicht. Wie Imposter, also, das, ne? Nee, das stimmt nicht, weil Shushu liegt so, wie Flesk hätte laufen müssen. Er müsste sie sehen.
Ich sage euch was Cooles. Wo liegt sie denn bitte? Sag mal bitte. Sie liegt über Communications unterm Zaun und du bist von rechts gekommen, Flesk. Wenn du erhöhte Vision hast, dann siehst du sie. Okay, und jetzt erzähl ich auch noch was. Nein. Vlesk hat Storage Task gemacht. Ich laufe runter ins Office. Na, aber kommt mir Vlesk aus ihr trollt doch. Oh shit. Ich habe auch keine Storage Task gemacht. Das war Parzi. Während des ersten Lights war ich das, wollte ich gerade sagen. Parzi ist nämlich. Also, wie gesagt, ich habe volle Vision. Ich habe volle Vision. Parzi ist vom ersten Licht weggelaufen, nicht ich. Also ich denke, wir sollten das so machen. Vlesk ist jetzt highly sus. Vlesk ist jetzt highly sus. Wir machen es jetzt so, wir voten mich jetzt einfach random raus, lassen Vlesk leben, okay? Ich vote mich auch. Votet nicht, weil ihr habt gesehen, was im Mente passiert ist, ne? Also Vlesk ist auf jeden Fall Imposter, aber votet ihn nicht, weil ihr habt ja gesehen, was im Mente passiert ist. Aber ich habe Vlesk doch gerade gesehen. Er kann auch, nee, das war so dumm. Vote nicht den Imposter raus, vote bitte nicht den Imposter raus. Ich habe das Licht gefixt. Jetzt mein Lava-Couple, bitte nicht. Ich habe das Licht gefixt, kam links von Security, Vlesk ist von rechts reingelaufen, aber noch zum Kasten ran. Ich war so lange nicht mehr Imposter. Und du denkst jetzt, dass das der Fehler ist, den ich begehe, wenn ich Imposter bin? Nee, der Fehler ist, dass du meinst, du bist Leiter und hast immer erhöhte Vision, aber Shushu liegt unterm Zaun und du bist von rechts gekommen. Schau da jetzt mal auf, mein Freund Christian. Habe ich es mir dann vielleicht nicht aufgefallen, aber da lag. Also ich habe. Ich gebe auch noch einmal, aber Flesk. Ja, aber Chantal ist Schütze, ja. Niemand kann ich ein Schild haben oder so? Ja, ich gebe dem kein Schild. Das ist ja ein geiler Call. Also ich hab Vlesk seinen Namen leider auch an Storage gesehen. Bitte vote Vlesk nicht, bitte mach das nicht. Bitte ja, cool, ich hab zwei Votes, danke. Er ist Jester. Ach, er ist Jester vielleicht? Nein, ist er Jester? Er hat sich selbst gevotet. Das Geile ist... No. Oh. Was? Er hat sogar damit gewonnen! Das nicht. Leute, was? Oh mein Gott, das kann doch auch keine Sau wissen. Ja, Matteo, das war dann unsere zweite Imposter-Runde. Ja, geil. Ey, also ich liebe es. Ich liebe es, Imposter zu sein. Also einfach geil. Ja. Wow. Aber das kannst du, also... Also mir war klar, dass Vlesk Jester ist, weil Vlesk offensichtlich extra Fehler begangen hat, die entdeckt werden und das nicht so passiert wäre. Oh mein Gott. Wenn der skippen können. Hat das jemand, das kürzeste YouTube-Video ever. Wusstest du, dass ich getötet habe, Vlesk? Aber soll ich sagen, ich habe gewotet. Ich habe auf Vlesk gewotet. Ich dachte, dass du Imposter bist, ja. Weil, ja, okay. Warte mal. Simon, du hast ihn gewotet? Natürlich habe ich ihn gewotet, natürlich. Ja, ich dachte, du weißt, dass er Jester ist. Aber ihr müsst mal drei Votes haben gereicht. Ja. Sprich, also haben ganz nicht viele mal drei Leute gewotet. Ich habe mich selbst gewotet. Wir hatten zwei Votes auf Matteo, einen auf Unge und irgendwie. Ich habe mich nicht selbst gewotet übrigens. Was hast du gesagt? Ich habe Matteo gewotet. Krass. Ich wollte, dass du nicht als erstes stirbst und dann laufe ich dir hinterher bei Lights Out und dann kommt Hase und tötet mich einfach. Ich war mir so sicher, dass du nicht ist. Chantau, du musst dir das aus meiner Sicht vorstellen. Ihr geht da zu zweit hoch, Shushu guckt nochmal Richtung Wend nach, ich töte sie auf dem Wend-Spring rein und sehe, wie du an Camps stehst. Naja, also was ich gemacht habe, ich habe ja gefaked, dass ich das Licht wieder anmachen will, obwohl es schon an war. Und dann gesagt, ich bin Leiter. Ich verstehe, wieso Chantau da drauf reingefallen ist. Sag mal, aber es ist bitte. Trotzdem sehr riskant. Wieso haben die beiden Imposter ihn gewotet? Ich hab doch Gedingen sehen. Nee, ne? Haben die beiden Imposter ihn gewotet? Nein, ich habe mich selbst gewotet. Ich hätte dich gewotet. Ich hätte retten können. Ich war Major und hatte zwei Stimmen und ich habe vergessen zu skippen. My bad. Schade. Ja, verdient. Aber ich gönne auch. Das ist halt lucky für mich, weil ich wäre über den Haufen geschossen worden nach 10 Sekunden. Ja, genau. Wie skippen? Nee, ich hätte dich drin behalten. Achso, vom Sheriff meinst du? Ja, stimmt. Ich hab gesagt, votet nicht. Alles gut. Simon, du hast selbst gewotet. Du kommst hier nicht raus. Ich hab gesagt, votet nicht. Aber ich hab's extra gesagt. Viel Spaß bei der nächsten Runde. Viel Spaß. Was kann der? Okay, wir sind Engineer. Was kann der Engineer? Ich kann repairen, aber kann ich auch wenden? Mann, ey. Also, Streamopfer war gut, wir werden oft Imposter, aber dann läuft alles schief, was schief laufen kann. Na gut. So, wir laufen mit Vlesk und Baso runter. Das ist gut. Kann ich wenden? Ich teste jetzt. Ja, könnte ich. Jetzt denkt Timid, ich bin Sheriff, weil ich an dem Vent da so gechillt habe. Wie läuft denn... Habt ihr gerade gesehen, wie Timid gelaufen ist? Der ist so über den Vent geslidet, als wenn er... Nee, warte mal, der ist so ein bisschen Richtung Vent, oder? Habe ich Task eigentlich? Ja, ich habe Task. Scheiße, wo ist denn das Ding? Das kenne ich gar nicht. Wo ist denn das Teil? Was ist denn das? Ja. So,
Wir drücken das hier mal an. Wobei ich ja sagen muss, also Task machen ist echt richtig sinnlos. Mit den ganzen Rollen. Also keine Sau macht mehr Task, glaube ich. Oh nee, Timid. Nein, 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 mach nicht. Oh nein, Timid. No. No, Timid. So, lass mich raten. Hier oben ist einer tot. Nee, ist keiner tot. Also wenn Timid mich da nicht tötet, warum nicht? Weil da so viele andere Leute waren oder weil er unschuldig ist? Wir bespielen mal ein bisschen die Vents. Caruso geht in Specimen. Dropship ist einer drin, warum das denn? Ich könnte fixen, mache ich aber nicht direkt, okay? Miners. Yo. Okay. Zwei Leute tot, okay. Der muss. Ich glaube, das war eventuell ein Lover Couple, ich bin mir aber nicht sicher. Weil nein, war kein Lover Couple. War kein Lover Couple. Ich bin in. Ja, aber ich bin in Lab gewesen. Ich habe gesehen, dass Timid rechts in Deacon drin war und raus wollte, ins Lab rein quasi. Der kam aus Specimen. Und dann war ich an der Reagenz. Nee, an der Fernglas-Task. Und als ich raus bin, bin ich links gelaufen und hab einen Report-Button gehabt. Der muss mega, mega frisch sein. Also ja, Timid ist gerade eben gestorben. Ist Shorty Timid gleichzeitig gestorben? Nein, weil Shorty ist genau 15 Sekunden. Als Shorty ist übrigens gestorben, als Mental und Caruso mir gecrossed sind. Als die gerade von Lifeline weg sind und ich dann ran bin. Genau in dem vielleicht Moment ist Shorty gestorben. Vielleicht war das ja so ein Lover-Couple, wo sich Timid aber auch so ein bisschen, weißt du, so ganz ans Herz gepasst. Neue Freundin. Das war wahrscheinlich einfach ein Inventor bei den Toiletten. Das bedeutet ja aber, Parzival, Caruso und ich sind ja dann safe. Das Pretty Pog Champ. Außer ich stehe jetzt für den Shorty Kill. Für den Shorty Kill, ich stehe jetzt gerade wieder in Lifeline. Ich war dann kurz ein Admin. Einer war im Dropship, drei Labor, einer in Admin und. Oh ja, dann wenn drei Labor waren, dann hat er im Office oder zwei. Also Caruso, ich war noch im Office. Ja, Caruso war Specimen, das stimmt. Caruso passte mal Mental. Caruso passte mal Mental. Ihr wart vor 15 Sekunden zusammen. Also ihr seid für den Shorties, könnt ihr euch ausschließen. Mehr oder weniger. Also Caruso und ich haben uns Admin getroffen, Caruso ist ein Specimen rein, kann ich bestätigen, 100%. Ich bin für beide Kills safe, das ist Pretty Pog Champ. Wer kann Caruso für beide Kills da rausnehmen? Nee, beide nicht, aber für einen auf jeden Fall. Also Mental nicht, aber ich kann ihn für beide rausnehmen. Matteo, er ist doch unten ins Specimen reingelaufen. Ja, das stimmt. Es sei denn, Timid, da Timid nicht ins Specimen liegt, sondern oben in. War Matteo der ins Specimen? Nein. Nee, ich meine Camouflage, also ihr war mit dir ins Specimen quasi. Ja, nee, da kam noch dazu. Jemand. Ja, Timid war das. Timid war und der ist wieder hoch. Ich bin aus dem Labor rausgelaufen, nach links, runter, nach links als Camouflage war. Okay. Und der wollte nicht mit mir zusammen unten links. Ja. Simon, also du warst Kill, auch im Labor, ne? Der Kill an Timid, Unge, Chantau, Caruso. Nee, Unge, Chantau, Baso, Schuschu oder ich. Ich bin drin. Also Simon, du warst im Labor, warum lügst du denn? Baso, sag mal Klettergerüst. Ich war nur dreimal im Labor. Bitte. Hä, was? In meinem Leben. Ach so. Parzi kann mich für den Timid rausnehmen. Sag mal Banane. Ich stand genau neben Parzi. Banane. Jetzt gerade, oder was? Ja, ich bin Lifeline gelaufen, du bist Lifeline gelaufen. Das hab ich nicht gesehen, ich war aus. Ich kam von Lifeline. Sag mal Tomate. Tomate. Sag ich nicht. Ich fixe nicht. Ich werd mir das aufheben. Jetzt ist sowieso noch Cooldown. Das ist ganz gut. Oh, ich bin nicht gemutet. Ups. Ja. Ich denke immer, der Repair-Button ist ein Report-Button. Ups. Stark, Unge. Starker Fix. Reveal ich jetzt vor Unge, dass ich ein... Der macht die zu lang. Der war früher dran als ich. Der braucht doch nicht länger als ich. Kameras an. Oh, wisst ihr, was wir jetzt machen? Gucken uns das Ding mal genauer an. So, ich sehe ihn hier unten im Schatten. Ihr seht das nicht, Chat. Schuh kommt. Unge läuft weg. Schuh läuft weg. Die Unge und Schuh sind schon mal safe. Wow. Das ist ärgerlich. Ja. Weil Caruso einer der Safe-Leute war. Mhm. Ich kann nur eine Person leider ausschließen. Schuh. Wir waren gerade zusammen in Camps. Matteo stand erst vor der Cam, so als zum zeigen, ich bin vor der Cam, und dann war er plötzlich weg. Mhm. Wo liegt denn Leiche? Hallo? Es sagt nichts, er ist gemutet. Also, okay. Vielleicht eben will er sich nicht muten und jetzt mutet er sich doch. Linda, sagst du erstmal was, bitte? Oh. Ah, da ist ein Imposter dabei.
Oder wie? Oder nee, nee. Post, oder? Ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Warum hast du Caruso vor meinen Augen weggemacht? Oh mein Gott. Ah, okay. Jetzt so eine Aktion. Ja. Okay, ich dachte, eventuell war es ein Sheriff, also war Caruso Sheriff und hat auf Baso geschossen und ist einfach umgefallen. Also ich war mit Baso, Caruso und Weapons. Bin rausgelaufen, hab einen Report-Bad bekommen, denk mir so, what the fuck, dreh um, Baso steht auf der Leiche von Caruso. Hä? Jetzt gehe ich davon aus. Warte, hat er dich abgeschossen? Nee, vielleicht? Dich? Nein. Ich war schon lange draußen. Nein, du standest in Comms drin, in Weapons drin. Nee, aber ich bin rausgelaufen und hab dann den Report-Button bekommen. So sah es bei mir aus. Okay. Dann bin ich wieder reingelaufen und du standst auf der Leiche drauf. Also wir haben einen Fall, ein geschlossener Raum mit drei Leuten. Einer ist tot, die anderen beiden sagen... Ich hab Mental gewotet. So, ich sag jetzt... Ja. Wollt's grad sagen. Nee, Caruso war wahrscheinlich wirklich Sheriff, weil ich nicht glaube, also da musst du schon ganz dicke Eier haben, damit du einfach wegmachst und aber, dann so kommst. Ja, hey, du hättest ja warum auch eigentlich als Imposter da nicht gekillt vor Baso, mir. Das macht ja gar keinen Sinn. Warum würde er auf Baso schießen? Also wenn er weil er Sass auf mich war halt. Nee. Weil er nicht gesagt hat wahrscheinlich. Vielleicht dachte er, dass die Task irgendwie gefaked hat oder so, ich weiß es nicht. Okay, wir sind noch zu siebt, ist alles noch entspannt, aber Vlesk war alleine mit der Leiche von Timid. Mhm, genau, oder deswegen dachte ich, dass... Bevor ich in der nächsten Runde sterbe, ich bin der Medic, by the way. Ich habe Vles geschildet. Also warum reportest du nicht? Warum reportest du nicht? Ich habe wieder vergessen, dass ich so ein Report... Ja, okay, habe ich vergessen. Mann, weil ich dachte, du hast vor mir gekillt und es war einfach Brain AFK. Aber siehst du, mein Gehirn ist einfach... Es war der Sheriff. Es war der Sheriff. Wir haben einen geschildeten Imposter unter uns. Baso, schau mal, hast du trotzdem Infos? Guck mal in den Chat oben. Okay, manchmal hat man nämlich auch, wenn jemand Arzt-Report und du warst in der Nähe. Manchmal aber geht wenn, das. Nee. Aber wenn du einen Schild hattest, dann Caruso musst du war Sheriff und warum auch immer hat er gerade da geschossen. Deswegen habe ich nicht reported. Okay, dann bist du nochmal. Wir sind alle im Arsch. Glimpflich. Mann. Okay, ey. Oh, wisst ihr was? Wir revealen uns jetzt. Und zwar vor Simon. Ich zeige Simon, dass ich wenden kann. Weiß nicht warum, aber ich will einfach nur ein bisschen Spaß haben. So, außer wir sterben jetzt hier. Hier ist niemand drin. Warum ist hier niemand drin? Wo sind die alle? Türen gehen zu. Repair, weil das Licht ausgeht. Okay, das heißt, wir gehen jetzt wieder zurück, wenden rein. Ich sehe hier bald auch nichts, ne? Ich wende rein. Pazzi ist hier. Baso fix. Also, was meinte Baso ist Medic, meinte sie, ne? Baso ist Medic. Oh, die Kameras waren aus, während Parzival da dran steht. What the fuck? Er steht nicht mehr dran. Wo ist er? Yo, Stippstopp jetzt aber mal. Wo Parzival hast du gefunden? Okay, ich kann Admin-Infos geben. Ja, aber was? Also eine Person war in Office. Wenn ich Admin-Table bin, bin ich dann die Person in Office? Nee, ne? Du bist Nein. Admin. Nee, du okay, bist dann Admin. Also eine Person war in Office. Wer war das? Ich. Du Vlesk. Ja, das kann ich bestätigen. Okay, perfekt. Dann waren zwei Leute links oben. Ich glaube, einer Electrical und einer Camps oder sowas. Electrical. Das dürften zu dem Zeitpunkt wahrscheinlich Baso oder Matteo und ich gewesen sein. Also genau. Mörder und To. Also liegt die Leiche oben links? Nein, die Leiche liegt vor Weapons und Shushu kommt mir gerade von der Leiche entgegen, hat noch panisch umgedreht und versucht vor mir zu reporten. So sehr frisch. Nein, das ist eine Lüge. Ich war im Lab, also im Lab oben, da habe ich Unge noch gesehen. Er ist Specimen auch runtergegangen und ich stehe noch im Specimen. Dann muss ich irgendjemand als mich verkleidet. Du stehst haben. In Specimen? Oh. Ich bin auf dem Gang von Lab oben Richtung Specimen. Kannst du das bestätigen? Ja, es ist eine Person Specimen. Ist da jemand anders? Ich habe Unge das letzte Mal im Lab oben gesehen, er ist vor mir runter. Also ich bin auf jeden Fall vorgelaufen, bin allein durch Specimen, bin zum Admin-Table und wie gesagt, einer Office, Chantau zwei ist im Offling. Ja, das hätte ich nämlich auch gesagt. Nein. Chantau oder Matteo. Unge und Shushu. Unge und Shushu sind beide Imposter, denke ich. Mm. Ich bin oben links an der, Storage Task. Baso und Chantau, warum bist du weggelaufen? Warum bist du weggelaufen, bevor das Licht wieder an war? Kurz bin ich nicht, ich bin nach links gelaufen. Kann mir mal einmal das im Offling erklären? Also, wir haben keine Zeit. Matteo, okay, du standst doch bei mir an Lights. Du hast doch da weggelaufen. An Lights? Noch nicht gefixt. Nein, bin ich nicht. Zwei Imposter genau also, drauf. Pazzi, wir waren an Lights mit Baso. Mhm. Dann sind wir zu den Kameras gegangen. Ich bin reingelaufen und dann ging das Licht wieder an, Pazzi.
Nein, hast du das nicht gesehen? Habt ihr gemerkt, Chantau? Ich hab Licht erst angemacht. Nee, Chantau muss es sein. Für Chantau ist gerade jeder Imposter. Ich und, ihr denkt alle, dass ich es bin direkt. Ich hab nicht mal gesagt, dass du es bist. Ich hab nur gesagt, dass ich wirklich einen Punkt in Spaceman gesehen habe. Ich hab nie gesagt, dass ich glaube, dass du es bist. Passwort oder Wesker haben gerade gesagt, Chantau. Ich bin ja auch nicht Spaceman, ich bin nichts in der Storage Task. Also, bevor ich rausgevotet werde, ich bin Engineer. Ich bin Engineer und ich war die ganze Zeit auch in dem Loch und hab deswegen auch Parts. Kann ja nicht sein mit Unges Info und wir können ja nicht zu dritt Imposter sein. Ja, aber wir verlieren jetzt. Ich werde also zwei Imposter gehen gerade auf mich rauf. Ich habe Schuh jetzt gewotet, das war vielleicht dumm. Scheiße, das war dumm. Fuck. Das war actually dumm. Wir haben ja einen Mayor. Ich kann fixen, falls irgendwas ist. Ich kann fixen sofort. Jo, perfekt, perfekt. Sehr gut. Sehr gut. Also Mental ist safe. Jo. Ja. Warum? Ja, klar. Insta-fix. Ja. Sowieso, der ist aus Runde 1 schon fix mit Timid und Caruso. Ich würde sagen, wenn ich drei Worts auf mir habe. Chantau, du hast gesagt, du warst in Storage, richtig? Ich war in Storage, dann bin ich oben links gelaufen. Shankar, irgendjemand, warte, Sekunde, ich habe eine andere Sache. Shankar, irgendjemand oben rechts am Reaktor. Warum? Wenn ich sage, ich fixe? Das war ein Engineer fix. Okay, gut, weil ich habe Insta-Links gedrückt, deswegen. Warum? Ja, es war auch eh ein Engineer drin, Chantau. Ja, gut. Also es war 0 von 2, dann 1 von 2, aber es war nichts. Also ich glaube, es war kein Fix von 2 Leuten. Das war definitiv. Ja, das sag ich gerade, das ist eventuell. Mhm. Also pass auf, ich möchte nochmal die Story von meiner Seite aus erzählen. Ich war im Lab oben, dann ging dieses Camouflage an. Danach bin ich in die Decon-Tür oben reingegangen und dann ist Camouflage weggegangen, da war Unge. Unge ist runtergelaufen und ich bin oben aus der Tür raus, weil ich dann noch meine also diese Task, wo man da einmal drauf drückt hatte. Und dann bin ich runter ins Specimen gelaufen. Und dann wurde das, Report. Das wird ja auch durch Unges. Wo ist denn Chantau? Ja, aber jetzt passt nein. Können wir jetzt mal über. Wir reden schon wieder 80 Sekunden über. Wir haben doch die Votes auf dem Tisch. Ich bin Mayor, ich habe auf Shushu gewotet. Der dritte Vote war Chantau. Nein, das sind drei Votes. Shushu hat mich gewotet. Ich habe Shushu gewotet. Chantau hat mich gewotet. Warum hast du Parzi gewotet? Parzi war doch safe in der Dreier-Kombo in der ersten Runde. Parzi, Caruso und ich waren safe. Ja, Mental, ich sind so safe. Ich glaube übrigens, dass Shushu, hast du gesagt, dass du Specimen bist und danach hat es Unge confirmed? Weil nee, wenn sich jemand als du ausgegeben hat, dann liegt Unge mit der Admin-Info und ist. Nee, Unge war wirklich ein Admin. Und Vlesk war wirklich ein Lifeline. Und Parzi, du hast Shushu von der Leiche weglaufen sehen. Also, ja, wir müssen gleich voten. Dann wieder hinterher. Das war dann war es Vlesk. Dann war es Vlesk. Nein, ich bin Mayor. Wir haben 7 Votes gehabt. Ich werde schon 2 Votes auf Fußball haben. Ich glaube, Vlesk, dass er Mayor ist. Ich werde Chantau jetzt voten. Ich glaube, Chantau Jester ist, aber dann würden die Imposter nicht. Nein, ich bin der Fußprint-Typi. Oh mein Gott, das sagst du jetzt. 5 Sekunden vor Vote-End oder was? Kann sein, dass ich inter, aber mich macht das halt auch so stutzig gerade. Oh Gott. Ja, eindeutig. Okay. Hast du als Mayor auf Chantau gewotet? Ich hab Shushu gewotet, nach wie vor, in der letzten. Oh mein Gott. Wir müssen fixen, ich hab keinen Fast-Fix mehr. Oder hab ich den jetzt nochmal? So, Unge läuft nach oben. Ist Unge im Keller? Was wurde gedrückt? Nichts. Hä? Jetzt. Oh, tötet mich Unge jetzt? Ich raff's gerade gar nicht, ne? Okay, wir haben sofort ausgedrückt. Let's go! Ja, aber. Ja, nee, gut gespielt, Runde, alles Scheiße. Gut. Scheiße. Habt ihr gut gespielt? Ja, das war gut gespielt, weil ich hab am Ende. Also, Chantau, das hättest du auch mal ein bisschen früher sagen können, oder? Ja, das war ein bisschen. Ja, ihr hättet mir sowieso nicht mehr geglaubt, was ihr gesagt habt. Aber ihr hättet es so sehen müssen: Shushu hat erst gesagt, dass sie in Specimen war und danach hat ungemeint, ja, stimmt, das kann ich confirmen. Ja. Nee. Ja, nicht nur das. Also, ihr habt ja auf Papier, dass ich Mayor bin und ich hau 2 Votes auf Shushu. Mhm. Dann ist ein dritter Vote auf Shushu. Der ich dachte, das ist Chantau gewesen. Das war Matteo. Dann wissen wir, dass 2 Crewmates auf Matteo gewotet haben. Chantau random auf Parzi, das habe ich nicht so ganz verstanden, aber dass beide Imposter ja mit auf Chantau gewotet haben. Caruso, was wolltest du deinen Weapons machen?
Ja. Was ist da passiert? Du, weißt du auch nicht? Okay, weil wenn du ich auch so geschwitzt weg explodiert. Laserguns, pew pew, okay. I'll be firing my laser und. Dann bist du ausgerutscht. Ja. 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 Okay. Ey, ich war der Morphling und ich hab's einfach nicht verstanden. Ich hab mich einmal in Timid verwandelt. Ja, alles gut. Instant, sehr lustig. Aber hast du gesehen, als ich mich in verwandelt habe? Ja, ja, ja. War ein Bug, also, wie funktioniert der Morphling genau? Also, ich hab mich in Timid verwandelt. Eigentlich sollte man das nicht sehen. Also, ach so, sollte man eigentlich nicht sehen. Nein, du musst einmal. Doch, du collectest ein Sample. Du collectest ein Sample hast, und kannst dann den Button nochmal drücken, um dich dann in diejenige Person für 10 Sekunden zu verwandeln. Den Bug hatte ich aber gestern auch, Simon, dass du dich instant verwandelt hast. Ah, ich habe mich instant verwandelt. Und als Timid dann plötzlich neben mir stand, auch als Timid und ich als Timid, habe ich ihn schnell getötet und Blast war zum Glück gerade im Meteor und hat es nicht gesehen. Okay. Also, Bug hatte ich gestern auch. Ich also, nicht so, wir hatten, wie gesagt, wir hatten sieben Votes. Also, Also normalerweise musst du halt erst... Hätte eigentlich offensichtlich sein müssen, dass Shintao halt kein Imposter ist, weil ansonsten würden ja beide Imposter mit drauf. Ja, es war auch wieder die Sache, ihr habt 80 Sekunden geredet, dann hatte ich die letzten 20 Sekunden, aber war schon ultra sass so. Ja, das Problem war, ich hatte davor auf Schuh gewotet und dachte dann, okay, aber dann wird sie nicht gewotet. Und dann diese Info von Shintao, ich bin Footprint Boy, das kam so spät, da dachte ich, okay, das ist auf jeden Fall gelogen. Ja, ihr habt 80 Sekunden geredet, so, also... Ja, das hättest du aber immer einwerfen können. Ja. Deswegen dachte ich, fuck, das ist strange. Ja, aber ich dachte, die anderen Leute eigentlich ausreden immer so. Ja, ich... Wenn es Matteo ist, brauchst du nicht, Shintao. Bei mir ganze Worten direkt, brauchst nicht den nichts anderes. Das war mir zu viel. Also, oh, Unge, du hast mein Leben gerettet. Junge, das mit dem Admin. Ich habe gedacht, dass ich irgendeinen Scheiß erzähle mit Admin. Ich wusste gar nicht. Mein Leben gerettet. Ich habe gerade den Tisch angeklickt. Da wurde gewotet, ich habe nichts gesehen. Ich habe doch gedacht, ich hätte jemanden in Office gesehen. Und habe dann gesagt, ja, Office, dann habe ich irgendwas erfunden. Glück wahrscheinlich war wirklich die richtige Leute. Und Electrical Camps waren halt wirklich Matteo und ich vorher. Ja, oh mein Gott. Simon habe ich gar nicht am Schirm, das war voll gut. Aber ich habe alles, was er gesagt hat, hat halt gestimmt. Und ich dachte, okay, einfach wenn er die Infos hat. Es war 10 Sekunden alles verzögert oder 15. Wenn Schuss schon Poster ist, muss der Simon auch Imposter sein. Das ging ja gar nicht. Ja, aus meiner Sicht war es aber alles richtig. Shit. Na gut. Ja, Sam na gut. Nächste Runde. Viel Glück. Nächste Runde. Shushu hat Shorty neben mir getötet. Hey, Spaß. Ja, Runde, neues Glück. Shorty war mein Okay, Alibi. So. Achso, let's go. Ich wäre Boah, Spy. Okay, war ich noch gar nicht. Spy on everyone to find the imposters. 10 Sekunden. Aber wie oft kann ich das benutzen? Wie oft kann ich das benutzen, ist die Frage. Habe ich den Cooldown immer nur 10 Sekunden? Ist er dann höher? So, warte mal. Also, wir sehen hier Storage, 2 Leute. Ah, okay. Kann ich jetzt hier diesen Storage wieder raus? Warum ist denn das hier so grau? Hä? Ist das der Imposter oder was? Nee. Wartet mal. 27 Sekunden Cooldown. Was war denn die graue Rolle? Ist es der Charakter, der schwarz aussieht oder was? Sehe ich da die Imposter oder was? Kann ja nicht sein. Weiß ist tot. Holy shit. Ja. Ich glaube, ich habe den Mörder gerade gesehen. Geil, sag, wer es ist, sofort. Ich glaube, raus. Der ist gerade... Oh. Ich glaube, der hat seinen Hund gerade umgebracht vor meiner Nee, Mann, ich bin Leiter. Oh, okay. Weil für mich sah es aus, jetzt jemand umgebracht gerade. Aber ich bin Leiter. Ich bin Treppe. Oh. Ich bin auch Leiter. Du okay, auch. Dann votet mich. Ich nicht. Also, wo hast du gefunden? Sag mal. Scheiße, er ist Joker, wurde ich nicht. Ich bin Tonleiter. Nee, sag mal, das war natürlich Quatsch. Ich hab Les gestalkt und ja, ist nichts passiert. Pascal liegt vor der geschlossenen Electrical-Tür draußen. Also direkt und der Kill ist so 5 Sekunden alt, weil ich mit Patsy am Anfang die ersten beiden Fuel-Dinger gemacht habe. Und dann ist Licht ausgegangen, dann habe ich ihn nicht mehr gesehen. Dann wollte ich oben zum letzten Fuel-Ding gehen und er liegt vor der Electrical-Tür. Also ist noch nicht so alt. Wenn Shintao und ich unten reingewendet ist, kann ich ihn rausnehmen. Ich war diejenige, die Licht angemacht hat, wurde drin eingesperrt, bin dann quasi links runter zur O2 und wir haben quasi die Tür noch aufmachen müssen. Ja. Kann Shintao das bestätigen? Matteo, du hast ihn nicht getötet, ne? Shorty, wo warst du denn, ganz vorher? Du warst oben in Camps einfach oder wieso warst du oben in der Schüttel? Ich bin direkt in Camps reingelaufen, weil ich dachte, am Anfang wird ja relativ fleißig noch bei dem Kill-Cooldown getötet, ob ich jemanden vielleicht leicht verwische. Dann ist aber nichts passiert. Und dann ging das Licht aus, dann bin ich zu Light gelaufen, war drin, hab das Licht angemacht, wurde dann eingesperrt, als ich rausgehen wollte, musste ich die erste Tür aufmachen, wollte dann zur O2 laufen. Okay. Genau, und dann war unser Cross, das stimmt. Dann ist ja der Fahrklinik. Ach komm, scheiße. Also, dass zwei Leute O2 waren, stimmt. Der Fall ist klar, wir wollten Matteo, Mann. Ja, wir wollten nicht. Nee, ich bin kann ich voll reingeschissen. Ich kann Vesk ausschließen, ich war und Schuschu ein bisschen.
Ich war O2 vorher. Und dann Also Shushu war auch bei uns in der Nähe. Also bei 5 Sekunden kann bleib noch übrig. Merkt euch, Mäntel, Caruso, Barso, Tim. Unge. Wenn ihr gerade zugehört hättet, hättet ihr erfahren, dass Caruso und ich Admin waren. Ah, dann bleiben ja nur noch Barso und Timid. Ja, genau. Tim ist auch so nicht hinterhergelaufen. Also war niemand live dann von euch. Ich könnte jetzt meine Rolle sagen, aber... Imposter. Okay. Imposter oder nicht? Ich weiß, dass zwei Leute schon Tau gewotet haben. Jo, ich auch. Boah, mir ist kalt. Ein bisschen. Komm her, ich wärme dich. Mach doch einfach Fenster auf. Ja. 29 Sekunden müssen wir den Skill wieder einsetzen können. Ich muss ihn nochmal checken. Also das Graue, was ich gesehen habe, war kein Imposter natürlich. Das war Schuh. Sie hat die Farbe. Kann ich wenden? Nein, warum sollte ich wenden können als Spy? Wird aber auch irgendwie passen, dass ein Spy in so Lüftungsschächte kann. Ja, so, Schuh läuft mit mir mit. Wir gehen mal hier lang. Warte mal, wo war? Oh, ich muss von Schuh weg. Wow, ist Schuh schnell. Holy shit, ist Schuh schnell. Ich war ja schnell. Ich war ja fucking schnell. Nein, never ist Schuh so schnell. Obwohl, sie spielt Counter-Strike. Okay, wir versuchen Lifeline zu checken. Wir machen jetzt wieder Spy und dann Lifeline. Let's go. So, schwarz. Warum ist es so dunkel? Was ist denn das? Grün? Labor. Specimen sind grün, gelb. Oh mein Gott. Warum ist sie so lange im Labor? Ist da jemand tot? Wir checken mal. Licht ist aus. Caruso ist tot, weil er confirmed war. Wenn wir jetzt die Leiche im Labor finden, dann war es Schuh. Scheiße, aber ich habe ihn noch. Den muss ich ja auch auf den Dings sehen, ne? Timid ist hier. Upp. Lässt schon wieder sehr sass. Sehr sass. Halt doch mal deinen Rand. Du denkst, du kommst damit davon, ne? Shorty, sag mal, wo die Leiche liegt. Ich hatte gerade so einen Kreis bei Summon Sass. Einfach nur Bupe, also unter Bupe. Der Tür quasi. Unterkommst. Als wäre entweder gerade rausgelaufen oder reingelaufen. Also wo? Unterkommst. Ich kann euch jetzt ein paar Leute jetzt echt hart ausschließen. Und zwar die Dreiertruppe, die im Specimen war, waren Unge, Chantau und Vlesk. Ja, aber kam von Lab oben. Genau, und Schuh habe ich vorher im Lab gesehen und ist dann runter. So, das Problem ist, dann bleiben ja nicht mehr viele übrig. Barso, Shorty und Timid. Shorty und Chantau waren eben zusammen, als der Kill gefallen ist. Ja, also ich habe gerade Licht zusammen mit Shorty angemacht. Genau, aber Barso ist, glaube ich, Joker. Ich bin jetzt in O2. Aber Barso so quasi das Licht die ganze Zeit. Du hast das Licht komm, wir haben uns nur gegenseitig outplayed, Shorty, da war nichts mit Joker. Wir haben nur gleichzeitig gedrückt. Wenn Chantau und Shorty die Wahrheit sagen, dann muss ich es ja sein. Dann müssen die entweder beide Crew oder beide Imposter sein, könnte Imposter du sein. Ansonsten die Info von Basis kann von Basis auch nicht bestimmt haben bei den 5 Sekunden. Warum sollte ich den ersten Kill machen und self-reporten? Warum? Ja, warum nicht? Ich glaube nicht, dass du Also, wenn ihr mir nicht glaubt, bin ich ja instant sass. Das würde ich nicht machen. Okay. Ich self-report auch nie als Imposter. Mhm. Ja, gut, das hat mich abgeholt. Überzeugt. Barso, bist du nicht Specimen runtergelaufen? Nein, ich habe gerade Licht angemacht mit Shorty. Ich bin im Labor. Müsste Matteo gesehen haben. Im Labor. Ja, das stimmt. Aber ganz am Ende erst, ne? Er kann den Kill trotzdem begangen haben. Ja. Und Barso könnte den Kill begangen haben? Könnte? Nö, ich bin andere Seite lang gelaufen, müsste Shorty auch gesehen haben. Ich bin nach links gelaufen, also, nach O2 runter und Shorty ist wieder rechts rausgelaufen. Lass das kann ich mir unmöglich gemacht haben. Lasst mich mal noch eine Runde drinne. Ich habe nämlich eine Rolle, die euch eventuell hilft. Die sollte uns vielleicht jetzt versuchen zu helfen, sonst fliegst du. Die hilft uns vielleicht, dass wir gleich alle sterben. Genau. Sag doch deine Rolle jetzt. Was bist du denn, Tim? Nicht bei 8 Leuten. Warum nicht? Dann vote ich dich. Ich vote dich auch. Scheiße, hab ich nicht gemacht. Ich hab mich auch gewotet. Scheiße. Ja, ich hab dich auch gewotet. Oh mein Gott. Ich hab mich auch gewotet. Ich heiße Skip. Herzlich willkommen. So, also wir haben es jetzt für diesen Kill haben wir es jetzt downgeboilt. Das ist ganz schlechtes Englisch. Also dieser Kill müsste eigentlich in der Theorie von Barso, Shorty oder Timid begangen worden sein, weil als ich auf Lifeline geguckt habe, waren ja die ganzen Leute so verteilt. Wo war Blesk eigentlich? Kann Blesk das nicht auch getan haben? Was mache ich hier? Machen wir die Task hier oben. So, wir starten das. So, unser Cooldown ist gleich runter. Wir gehen jetzt nochmal in Admin und checken das. Timid läuft wieder an mir vorbei, wieder ins Labor. Licht geht aus. Blesk läuft an mir vorbei, während Licht ausgeht. Morphling dazu noch, aber wir sehen's. Rot, braun, blau. Blesk ist immer noch hier.
Warte mal, Blesk? Hä? Okay. Oh, rot-braun war bei Electrical und die fixen das Licht nicht. Also einer von den beiden ist Dings, ist Killer. Rot oder braun? Wir checken mal ganz kurz, einer von beiden gestorben. Rot ist tot, also braun ist der Killer. Einer Electric, ey. Einer Richtung Office. Ey, das ist voll gut, eigentlich. Ich glaube, wir können ziemlich viele ausschließen. Ja, ja, wir sind alle Office gewesen. Ich weiß nicht, wen ich reportet habe, weil die Lights aus waren. Ich habe auch nur den Report-Button gespammt. War so. Okay, Matteo war am Admin-Pult gestanden, als ich unten aus Specimen kam. Blesk war auch am Admin? Blesk und Unge auch. Ja, yo. Genau. Ich bin auch crossed. Im Admin-Panel jetzt gewesen. Shorty, wo warst du, als Lights Out war? Ich war erst im Lab, bin dann unter Storage, also unter Storage lang, wollte erst zum Licht laufen, habe ich mich nicht getraut, weil, wie gesagt, ja, das Licht aus war und ich nicht sterben wollte. Die liegt im Electrical. Okay. Also, ich kann es nicht sein. Ich bin im Admin-Panel und einer steht Office und einer ist Electric. Wie lange sind die schon tot? Wisst ihr das? Ich reveal, als wir uns gecrossed sind, Timid, ja, ja. Waren die schon tot. Und dann bin ich hochgelaufen, weil als ich davor am Admin-Pult stand mit Matteo, habe ich gesehen, dass quasi einer gestorben ist im Electrical. Okay. Simon ist gecrossed, Matteo. Ja, also ich würde davon ausgehen, dass Chantau derjenige ist, der gestorben ist tatsächlich. Basel war Lover Couple, aber Imposter. Ich bin die Position von Basel ist nicht wirklich relevant erstmal. Wir können niemanden ausschließen, weil den Admin auch einfach jemand gewendet haben kann, während das Licht aus war, das wissen wir nicht. Also, okay, ich reveal. Also dann müsste, war jetzt jemand von euch bei Electric? Weil mit welcher Rolle hast du jetzt? Ja, ich bin Medic. Wer hast du geschildert? Niemand. Okay. Warum nicht? Okay, kann ich weil kurz? Weil ich bis jetzt noch nicht sicher bin, wer aber ist und wer nicht. Ich finde, dadurch, dass er sagt, dass er niemanden geschildert hat, finde ich es glaubwürdig. Bin ich gemutet? Aber warum? Ich sag dir, warum ich es glaubwürdig finde. Wenn er jemanden, hätte einfach lügen können, ja, ich habe jemanden geschildert, weil die Person weiß es doch gar nicht, weil man sieht das Schild nicht mehr. Warum sollte er jetzt sagen, er hat niemanden geschildert? Dann würde er zumindest einem, den er zu 100% vertraut, ich kann niemanden vertrauen. Zu leben. Niemanden. Und nicht getötet zu werden. No one. Okay, no also. Und zumindest halt quasi detekten, dass man ihn angreift und damit halt quasi den Imposter entdeckt. Für mich war Timid bisher der heiligst hasseste. Aber ja, dann wollten wir doch einfach Shorty, oder? Warte mal. Warum würdest du als Medic halt gar nicht schäden? Ja, ey, darf ich kurz was? Kann ich kurz? Ich bin Spy, habe auf Admin gesehen, wie Shorty und Baso in Lights Out waren und sie hat Baso getötet. Oh. Sehr gut, das kommt sehr früh. Ja, ich versuche seit ungefähr 40 Sekunden zu reden, aber es ging nicht so gut. Die Runde ist vorbei. Gigi? Ja. So, Frage ist, ob das, was ich gesehen habe, auch wirklich die richtige Person ausgeschlossen hat. Zu welchem Schluss kamen die jetzt, wer der zweite Imposter ist? Okay, so. Oh, nice. Okay. Versucht uns jemand einzuschließen. Was kann ich als Spy noch? Ich kann an die... Was sehe ich denn auf Lifeline? Oh, Blesk will drücken, oder was? Warum ist Blesk da hochgelaufen? Blesk ist Office, Admin bei mir, sonst sehe ich niemanden. Das Schuh, Timid ist auch hier. Okay, die chillen einfach alle zusammen. Jetzt wird ein Kill passieren, wir reporten. Warte, nee, wir sollten nicht reporten, sondern gucken, wer wegläuft von der Leiche, weil jetzt... Licht ist aus. Warte mal, wenn Licht aus ist, wir haben 12 Sekunden, ich kann dann nämlich sehen, weil ich ja meine Fähigkeit an Admin benutzen kann. So, gerade gecrossed sind mir Blesk und Unge. Timid kommt jetzt auch raus. Juhu! Okay, Electrical ist Unge und? Unge und? Nur Unge hat angemacht. Blesk, haben Sie was zu sagen? Nein. Oh. Echt nicht? Was soll ich denn sagen? Oh. Ist doch nicht gestorben, oder? Ich hab so die Vibes gefühlt irgendwie, als du mal im Emergency standest. Also denkt ihr nicht, dass ich Crewmate bin, nachdem ich... Nein. Nee, er meinte Vibes, dass du drücken wolltest, was du sagen wolltest. Ja, genau. Weil du wolltest du nicht sagen, oder? Weil du zum... Warum hast du dich dann doch dagegen entschieden?
Naja, also ich habe überlegt, ob ich auf den Button drücke, aber ich gehe davon aus, dass sowieso nur noch eine Imposter drin war. Ich habe auch nicht verstanden, wieso wir Shorty gevotet haben, deswegen würde ich an der Stelle wahrscheinlich eher Matteo voten. Oh, krass. Aber wenn nur eine Imposter drin ist, dann vote ich doch nicht bei 6, so, dann lasse ich den doch nur ein bisschen weiterspielen. Aber glaubst du mir nicht, dass ich Spy bin? Naja, denkst also du hast mir halt nicht zugehört. Ich denke, dass Baso Imposter war und gestorben ist. Imposter. Wiederhole. Ja. Baso ist wahrscheinlich gestorben, weil Chantau gestorben ist. Als Crewmate. Ja. Baso war Imposter. Sprich, Baso ist nie getötet worden, aber sondern ist einfach nur umgefallen. Ja, ja, okay. Und wir suchen den Killer, der Chantau auf dem Gewissen hat. Und das ist nicht Shorty, wenn du sagst als Spy, dass Baso und Shorty an der gleichen Stelle waren. Es kann sein, dass ich komplett auf dem Holzweg lege. Es kann sein, dass Shorty Joker war und einfach über die Leiche drüber gelaufen ist. Oder es kann sein, dass du lügst. Das Problem ist, als ich an Admin war und habe gesehen, wer die beiden sind in Electrical, die haben ewig lang das Licht einfach nicht angemacht, weil ich dachte, die hätten miteinander gekämpft, so um die Schalter, weißt du? Und deswegen dachte ich, wer von den beiden stirbt, der andere muss der Imposter sein. Puh, schwierig. Wie kommst du denn drauf, dass die beiden verliebt waren, Baso und Chantau? Müssen wir jetzt voten oder nicht? Weil die gleichzeitig gestorben sind. Ja, wir müssen jetzt voten, laut der Regel, weil sonst... Okay, also pass auf, ich habe Vless ein Schild gegeben, deswegen dachte ich, Vless wurde gerade attackiert, als er zum Emergency gelaufen ist und wusste dann, wer der Imposter ist. Nö. Aber ich dachte, ja, dann ist das Licht ausgegangen, richtig unlucky, und dann konntest du nicht mehr drücken. Deswegen habe ich jetzt für dich gedrückt. Aber gut, dann... Wer ist kann sein, das Shushu, also für mich ist ich bin Swapper. So. Ja? Na, dann swap mal. Swap mal. Ja, wen soll ich denn wir voten jetzt nicht Shushu, du rettest dich mit dem Swap auf Flask. Okay. Also ich gehe davon aus, dass jemand Chantau getötet hat. Jemand hat Chantau getötet, ist bei Lightsort und wahrscheinlich in Admin reingewendet. Würde ich von ausgehen, da waren vier Leute, das ist Unge oder Matteo. Votet alle Shushu, sie swappt mit Flask und dann hat sie bewiesen, dass sie... Nice, stark. Also ist halt nicht... Also, oh mein Gott, sie hat halt... Warum hast du schon Wendy playen lassen, Shushu? Der ist doch ein Imposter, das doch gesagt. Ja, viel Spaß, Leute. Ich bin Imposter? Ey, Shushu. Ey, bin ich der Imposter? Oh mein Gott, Mantel. Okay, es ist Unge. Shit. Wir müssen fixen gehen. Scheiße. Sorry, Blask. Wusste ja nicht, dass er mit zwei Worts direkt fliegt. So, wird das hier gedrückt? Come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on. Komm, bitte drück doch einer. Bitte. 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 Oh mein Gott. Oh mein. Warum drückt's denn keiner? Oh. Okay, es ist Unge. Komm, lass drücken. Es ist Unge. Warum? Wenn da aber gedrückt wurde, dann lebt der Timid auch noch. What the fuck? Okay. leben noch alle? Ja, es ist Simon. Ja, okay. Hä? Okay. Ach, geil. Jetzt verstehe ich. Warum drückst du denn? Warum drückst du denn? Nee, Matteo hat recht. Oder? Hä? Wer soll es denn sonst doch sein? Nein, doch. Nein, du hast recht, Matteo. Hä? Wann mal? Also, pass auf. Was mich schon wundert ist, Shushu, warum hast du wirklich Blesk rausgeschmissen? Er war auch Leiter. Ja, weil ich es gesagt habe, es waren nur zwei Votes. Das war ja. Nee, aber ich frag mich die ganze Zeit, warum Matteo das gesagt hat und jetzt auch noch den Button drückt. Um ehrlich zu sein, weil ich es auch tatsächlich mit den Calls noch nicht wirklich gedacht habe, wer was ist. Also bin ich halt ganz ehrlich. Also Shushu, eben, wir wissen nicht, ob Shorty Imposter ist oder nicht. Kann auch sein, dass Baso Imposter war. Die Theorien sind jetzt offen. Mhm. So, ich kann euch sagen, was ich bin. Ich bin Crewmate. Ich wusste nicht, wie die Rolle funktioniert, deswegen habe ich auf Google schnell geguckt. Aha, was mache ich als Crewmate? Hab dann geguckt, habe mir die Story angeguckt. Und ich denke, ich habe es ganz gut gemacht. Da meine steht Aufgaben fertig. Timid hinterherlaufen, oder? Ja, und ich bin übrigens derjenige, der gesagt hat, jo, Timid klingt glaubwürdig. Wir wollten lebend heute gegen Timid pushen. Mhm. Boah, also, danke, Mann. Timid, du bist auf jeden Fall Medic, oder was? Ich bin Medic. Wenn du das weißt, dass du Medic bist. Und Shushu Swapper hat es ja bewiesen. Und ich bin wirklich Spy. Also ich habe auch die ganze Zeit Infos gegeben. Was kann denn dein Spy? Ja, ich kann drücken die Spy-Info und dann gehe ich an Admin und sehe die Farben der Leute. Und deswegen habe ich auch den... Deswegen habe ich Shushu ist bewiesen. Shushu ist bewiesen. Mhm. Timid ist auch safe. Warum? Warte mal. Timid. Ja. Ah doch, ja. Aber Unge, du warst doch die ganze Zeit mit Vless, richtig? Sollen wir einfach random voten? Nein, pass auf. Nee, ich wollte Mantel Simon. War heute schon mal Spy, deswegen weiß er, was er jetzt kann. Das ist Bullshit, was der Mantel redet. Na, dann vote mal, Simon. Ich bin wirklich Spy. Wenn ihr mich votet, verliert ihr wahrscheinlich.
Ich denke nicht. Also guck mal, Shushu hat auch mit mir den Alarm ausgemacht. Also, Shushu, warum sollte ich zum Alarm laufen? Warum sollte ich zum Alarm laufen oder die ganze Zeit da warten und das ausmachen? Also ich bin wirklich ich habe nur gemerkt, und für mich ist Mantle der einzige. Wer hat die andere Seite ausgemacht? Timmit, oder? Ja, Unge und Timmit, oder nicht? Ihr seid beide hingelaufen. Ja, schade, schade, schade. Okay, das ist jetzt... Wer hat mich gewotet, Mantle? Also ich habe jetzt Mantle gewotet. Weil ich weiß, dass Unge mit Timmit hat sich selbst gewotet? Ja, Timmit hat sich selbst gewotet. Mann, ey. So eine Scheiße. Also Timmit ist Jester, oder was? Wer ist es denn? Hä, es ist doch... Ist es nicht Unge, oder was? Doch, es ist Unge. Ja, hä? Dann habe ich doch alles richtig gemacht, oder bin ich blöd? Ich habe doch alles richtig kombiniert. War doch alles korrekt. Schön, Sie. Jawohl, geil, Unge und Shaw, die haben wir echt gut zusammen die Runde gewonnen. Aber du musst mir erklären, Blesk, wie du darauf kamst, dass ich eine Lover-Couple war. Ich erkläre dir jetzt ganz genau, warum ich das dachte. Wir hatten die ganze Zeit eingeschlossen auf Bas und Timmit für irgendeinen Kill. Und dachte ich, okay, unter euch muss auf jeden Fall ein Imposter sein. Dann war ich zusammen mit Matteo, Unge und Timmit am Admin-Table. Und währenddessen sind zwei Leute gestorben. Unge ist aber reingewendet anscheinend, wer Lights Out war. Nee, das haben wir nicht gemerkt. Ich bin reingelaufen. Oder du bist einfach reingelaufen und hast irgendwo anders getötet. Ja, und dann war für mich halt der einzige Fall, der für mich Sinn ergeben hat, war, dass Shorty nicht getötet hat, sondern dass Chantau getötet wurde von irgendwem. Ja. Und du einfach mit umgefallen bist als Imposter. Und dann hat es keinen Sinn mehr ergeben, dass Matteo Spy ist. Und dann war Matteo automatisch der zweite Imposter für mich. Ja. Das war einfach alles hardcore falsch. Ne? Ja, also ich hab... Aber der Kill von Unge war auch richtig schön. Also, das hast du den Kill auf Party gemacht, Shorty? Ja, Shorty hat mich getötet. Also, dass Shorty rausgeworfen wurde, war doch wegen meiner Spy-Info. Seitdem ich Dachte ich auch eigentlich. Ja, ich dachte so, hä? Was denn jetzt los? Ach, alles gut. Ja, du hast dann natürlich offensichtlich deinen Imposter verkauft, Matthäus, ganz klar. Ja, ja, habe ich natürlich gemacht. Also, ich hab's auch kurz gedacht, weil ich so verwirrt war. Ja. Also, sorry, ich war auch übelst verwirrt mit den ganzen Namen von den ganzen Mods, die man machen kann. Ich, keine Ahnung. Ja, ich war also zwischenzeitlich auch so verwirrt, dass ich dachte, Unge und Vles sind vielleicht das Lover, also im Lover-Pärchen. Und weswegen Unge die ganze Zeit versucht, hier mit Vles irgendwo rumzulaufen und mich nachher zu verkaufen. Nee. Ich war einfach, ich habe nur ganz großes Einhorn gejagt, die Runde. Ja. Das ist halt das Problem. Wäre cool gewesen, wenn es richtig gewesen wäre, oder nicht? Ja, safe. Cool gewesen. Aber Timmit und Schuh, dachtet ihr nicht, dass... Ich war so voll überzeugt davon, hab das so voll selbstverständlich verkauft. So, hey, Leute, ich wollte einfach nur... Ich hab gedacht, du bist Imposter, als du das erklärt hast. Ist doch klar, dass wir Lava-Kappe sind. Oh Mann, ey. Ich bin wirklich hier Hohlkopf. Ich war die Runde davor auch schon Imposter. Ich hab gesagt, ich möchte nicht mehr. Und jetzt direkt nochmal so eine Runde. Nächste Runde. Nee, jetzt wirklich. Ich muss die ganz schnell wieder vergessen. Hey, viel Spaß. Ich bin am Arsch. Ja, viel Spaß. Nervlich. Ich bin nervig am Arsch. Bitte. Oh. Na gut, so, wir sind Crew. Das heißt, wir fliegen in der ersten Runde raus, wahrscheinlich. So, Chantau bleibt stehen, Parzi ist noch hier. Caruso bleibt stehen, läuft dann erst los. Caruso hat Imposter Vision. Oder er hat nur gewartet, wer aus dem Dropship rauskommt. Aber Caruso wartet. Ja, nicht so einfach zu sehen. Shu hat die Task gemacht, ich mache den Download. Ich sehe jetzt leider nichts. Sterbe ich jetzt schon? Wäre möglich, dass ich jetzt direkt weggesnackt werde, ne? So, Unge mit mir hier, Baso ist hier. Unge shadowt mich. Timmit hat gesehen, wie... Warum ist Unge die ganze Zeit hinter mir her? Was ist mit ihm? Storage ist eine Person, zwei Office, drei Admin. Electrical eine Person. Warum ist Electrical eine Person drin, wenn das Licht nicht aus ist? Das ergibt keinen Sinn. Der Imposter ist da oben. Wir müssen gucken, wer es ist. Kamera ist an. Der Imposter steht an den Kameras. Da waren zwei, aber einer von O2. Parzi kommt von da oben. Licht geht jetzt aus. Chantau ist... Warum hat Chantau Licht gecampt? Oh Gott, Shushu, wolltest du gerade zustechen? Nein. Okay. Shushu ist mir in die Dusche reingehüpft und ich dachte so, nein. Nein, das ist ja ganz schlimm. Ja, $20 Fortnite Card. Timmit, warst du gefunden? In O2. No more. Für den Kill, für den Kill ausschließen kann ich Caruso, Matteo, Unge, Shushu, Baso.
Shushu müsstest du auch ausschießen können, die war auch die ganze Zeit da. Shorty steht in Weapons. Hast du gesagt, wo der liegt? O2. Dann war es Chantau. Ja, Chantau war es wahrscheinlich wirklich. Chantau, wo kamst du her? Was? Ich bin Electric von rechts reingekommen, dann bin ich Security gegangen. Ja, okay, Chantau. Wo genau ist denn der liegende Tim? Das stimmt nicht. Du bist runtergelaufen. Ich stehe in Security. Okay, wir haben noch 90 Minuten übrig, aber wir sind schon rechts raus und wieder in Camps rein. Meine Güte, wisst ihr noch eben, als ich die, obwohl Mantle eine Rolle hatte, einfach gesagt habe, yo, er ist es, der Spy. Meine Leute, was soll ich dazu sagen? Hä? Reibst du mir das jetzt noch rein, oder was? Mantle, du hast doch Tim und Ratz sind am Anfang rechts gelaufen. Ihr wart oben an der Storage Task. Ja, das ist richtig. Ich hab's nach der ersten Camouflage. Und bin dann als Lighthouse gegen an Camps gegangen und hab da jetzt gerade noch Timid gesehen und links in O2. Mehr nicht. Ich hab mir ein Tutorial angeguckt, wie man Crewmate ist. Hat gut geklappt. Timid, wo genau soll Flex liegen? Aus 6 Runden Crewmate. Naja, bei den Wasserdingern. Ja, Chantau, du kommst gleich wieder raus aus der Nummer. Bei den Rädern. Also eine Person... In Camp sieht man das nicht? Da war nichts. Nein, sieht man nicht. Ach so, okay. Sieht man ich glaube, das Problem ist eher, dass Chantau der Einzige war, der da links war auf der Seite. Ne? Wer war denn noch bei Chantau? Da waren zwei. Ich war in der Camp. Aber Palzi, du hast am Anfang die Fuel-Task gemacht, also immer die Fake als Imposter. Die fake ich tatsächlich immer. Also das Problem bei Chantau ist, Chantau, warst du in Electrical drin? Chantau hat ich hab das nicht gefixt. Nein, bevor es aus war, warst du da auch mal drin? Nein, da war ich in den Camps. Weil irgendjemand war in Electrical, obwohl das Licht nicht aus war. Ich hab's nicht gecheckt. Und warum sollte jemand in Electrical sein? Ich war da. Wer hat ich gesagt? Ich war kurz Electrical. Du warst Electrical oder so? Auf der linken Seite? Nee, hab ich nicht. Würde ich nie machen. Du hast gelogen. Ich hab Chantau gar nicht gebaut. Aber beide Imposter-Votes auf mir? Verstehe. Kanzi, wann hast du deine Ultras? Nee, du könntest auch vom Mail gewotet werden. Nein, ich hab mich einfach selbst gewotet. Wer hat mich gerade gewotet? Ich. Okay, ich habe ihn nicht gewotet. Ist mir ein bisschen zu viel Framing bei Chantau. Bin mir nicht sicher, ob es wirklich war. Weil da waren ja zwei Leute und es wurde dann nicht sofort gesagt, wer der zweite ist. Das heißt, es ist schon ein bisschen strange. Parzival meinte, er war dann an den Kameras, er war auch mal unten. Chantau will rein, Parzival will raus. Geht das Licht gerade aus? Ja, das Licht geht gerade aus. Wir versuchen Admin-Info zu kriegen, während Licht aus. Blau hat mich gecrossed. Das ist echt Chantau. Scheiße. Fuck. Oh nein, der war gerade noch bei mir. Ja, und auch bei mir. Parzival, wir sind doch gerade mit ihm zusammen weg aus dem Lab rein. Nee, ich kam aus Lab raus. Ich geh nochmal pinkeln. Ich bin runter, Panzi ist aus Lab rausgegangen, ich bin in Lab. Genau. Okay, Chantau. Mir war so, ich hab ihn beim Stein hab ich gekreuzt. Da? Dann ging Licht aus. Ich dachte, wir gehen selbstverständlich zusammen vor die Lifeline. Aber er ist nicht mitgekommen. Ich war alleine vor Lifeline. Bin auch nicht mitgekommen. Admin Table? Admin Table? Hä, wie ist er da hingekommen? Weil ich bin Lifeline gewesen und der ist. Also ich habe mir vorbeigekommen. Wen habe ich denn gefunden? Ingenieur. Ja, ne? Wenn du im Fenster warst und Licht aus ist, Unge, dann siehst du auch jetzt, ich erzähle euch was Cooles. Chantau, Hände hoch. Ich kann nämlich die Fußstapfen sehen, Chantau. Und du bist leider von der Leiche weggelaufen. Oha. Oha. Nee, ich bin nicht von der Leiche weggelaufen. Ist gerade umgefallen. Ist jemand anderes von euch? Ich bin immer dabei, Chantau zu boden. Ja. Aber es könnte doch sein, dass Mantle Lover ist, Shushu umgebracht wurde, die beide Lover-Crewmate waren und Mantle jetzt einfach umgefallen ist und Chantau davor weggelaufen ist. Chantau hat gerade gesagt, er ist im Labor. Er ist einfach runtergekommen. Da war ich auch. Ich bin rein. Ja, aber wie sollen denn gelbe Footprints in Up-Mintable sein? Ja, dann lügst du und bist Jester und willst rausgewundet werden. Nee, er sagt die Wahrheit. Also, Chantau, ich kann halt nicht bestätigen, dass du da weiter reingelaufen bist. Ich bin halt runter. Nee, natürlich nicht. Dann ging Licht aus. Ja, ich habe einfach die Taste gemacht. Lifeline umgedreht, das habe ich noch gesehen. Ich habe jetzt gerade Licht gefixt. Also, Timmet, du sagst gerade, dass du meine Fuß mit unten gesehen hast. Das sagst du gerade, Timmet. Ich glaube schon, ja. Oh, wie aggressiv. Das sagst du gerade, Timmet, ja? Das sagst du. Behauptest du sowas? Aber ich würde Timmet doch nicht voten, wenn er Timmet ist. Du bist dir sicher, Timmet. Ja, Timmet, sag. Ja, ich glaube nicht, dass Chantau im Labor war. Ich glaube. Ich glaube. Sie haben mich ja gesehen. Ich habe gelbe. Nein, Chantau, ich habe gesehen. Chantau war eh schon fast in der ersten Runde. Am Anfang in die Richtung reingelaufen. So, das gefällt mir doch. Wir brauchen mal. Er hat sich halt. Erste Runde habe ich mich noch. Er wollte sich halt instant saven. Erste Runde habe ich noch selbst gewotet, jetzt habe ich schon. Die beiden Poster haben nicht gewotet, die haben geskippt. Ja. Ja, genau. Ich habe tatsächlich auch geskippt. Also bist du Imposter, oder? Du bist Imposter. Also wir haben übrigens jetzt verloren, Leute, aber gut. Scheiße. Nicht so schlimm. Bin Crew.
Also lass mal ganz kurz nochmal überlegen. Aber hat sie nicht gesagt, er hat letzte Runde Electric gefixt, Light gefixt und das Light war eben gerade aus? Hat Passwort gesagt. Nein. Ich habe viele Fragen. Aber er hat gesagt, er ist da dran. Ich habe gesagt, ich habe jetzt gerade Light gefixt, bis mir stehe davor, noch bevor Timid irgendwie sagen konnte, dass das Licht noch aus ist. Also ich habe ganz viele Fragen. Okay, ich habe zwei Fragen. Eine geht an Simon. Warum geht diese scheiß Tür zu, sobald ich rauslaufe? Ja, ich habe gedacht, du hast mich eingesperrt, dachte ich. Zweite Frage. Warum kommt Jordi aus dem Vent gehüpft? Engineer kann in diesem Spiel, muss ich wenden. Doch. Wirklich? Hier kann Engineer wenden. Ja. Er kann halt nicht die ganze Zeit fixen. Ich kann quasi nur eine einzige Runde im ganzen Game quasi fixen. Aber das ist wieder reverted wie bei Caruso. Panzer, gute Besserung. Caruso liegt im Office. Aber heute wird es leider keine Infinity geben. Und Shorty springt aus dem Vent unter Labor. Jacke ist und gemütlich. Rennt mit mir in Office rein. Ich trage L. Oh wait. Ich war Richtung Weapons, da war Caruso auch. Ich bin losgelaufen, bin unter den Wasserrädern in Dings reingesprungen, bin quasi von links nach rechts und dann direkt hoch zu Lab, hab geguckt, ob da jemand ist, bin wieder runter, wollte quasi jetzt quasi rauslaufen zu Stein. Hast du deinen Fix schon benutzt, Shorty? Nee, habe ich noch nicht. Perfekt. Timid hat Chantaus Fußsprung gesehen. Ich habe an deiner Stelle gerade Lights gefixt, weil bei 6 Leuten, wir sind uns hier überhaupt nicht hundertprozentig sicher, ob es Chantau war. Unge kann den Kill nicht gemacht haben. Ich habe 2 Imposter rumgewonnen und ich wusste nicht mal, dass der Typ dadurch die Bands hüpfen kann. Ich wusste es auch. Hooker sagt, wie haltbar ist denn die Bondra Jogginghose? Du kriegst ja ständig. Ich habe 3 Bondra Jogginghosen. Und danach in Weapons gegangen ist. Unten bei der Killerbesk war unten bei den Wasserrädern. Sind ein Drittel so haltbar, wie sie erscheinen. Und Chantau das einfach anlagt, wie war er, aber trotzdem zweiter Imposter ist und Shorty danach in Weapons gegangen ist. Deswegen würde ich Shorty jetzt einfach brauchen. Aber die halten wir schon seit über einem Jahr, glaube ich, oder länger. Ich glaube, dass Shorty ist, aber ich habe sie trotzdem gewonnen. Weil ich finde, Shorty klingt glaubwürdig und ehrlich. Aber du trinkst immer 2 gleichzeitig. Nee, inzwischen schon seit ein paar Monaten nicht mehr. Shorty, ich habe in der Stimme gehört, dass du die Wahrheit sagst. Ich wohne Chantau wegen Blesko. Jetzt sind es Timid und Unge. Ja, ist GG. Ey, Dings. Ich habe wirklich gewusst, dass du es nicht bist. Oh. GG. Deswegen habe ich gewotet. Aber ich habe doch Blesk niemals getötet. Das war doch Chantau. GG. Aber Shorty, hast du nicht gesagt, du hast gar auch geskippt? Verwirrt. Ey, die Rolle ist ja ein bisschen OP, habe ich gar nicht gewusst. Das war ja übelst riskant von dir, dass du das so ausspielst. Ja. Stark. Stark, GG. Alles herausgefunden. Detektiv. Der Vote hat sich gelohnt. Ich habe dir trotzdem geglaubt, Shorty. Ich bin zu naiv, ich glaube dir. Aber ich habe trotzdem gewotet, weil mein Herz hat gesagt ja, mein Kopf hat gesagt nein. Damit hast du meine Footprints zum Wendlaufen sehen? Weil ich war schon lange wieder weg. Ich habe mir so gedacht, hä? Das gelb, es dauert, glaube ich, 5 Sekunden. Mein Herz schreit ja, mein Kopf sagt nein. Das ist so ein Song. Und als du dann gesagt hast, du bist im Lab, dann ist es okay. Verstehe. Viel Spaß. Auf jeden Fall irgendein Song. Das ist irgendwas von Revolverheld oder so. Das ist geoutet. Oh, Swapper. Krass. Wow. Hey, du auch? Lass mal zusammen. Swap Votes. Oh je, Chat, das wird schief gehen. Kann ich jede Runde swappen oder nur einmal? Keine Kameras. Wir haben die Task hier unten. Ich stelle mich hier von unten dran, damit mich keiner sieht, der oben langläuft. Scheiße. Bin so aufgeregt. Licht bleibt aus. Okay, das ging schnell. Mann, also, warum hast du die Knöpfe gedrückt? Simon, hattest du wieder Spaß an den Lights gehabt? Hä? Ich war das nicht. Ach, nee. Caruso stand eben noch AFK im Dropship. Ich bin rausgelaufen mit Baso zusammen zu Lights. Und wir haben das gerade versucht zu fixen, aber hat's geklappt? Wo liegt denn Caruso? Nee, ich glaube, hat nicht geklappt. Caruso liegt quasi bei der Kamera, bei Light auch. Also bei Light rechts, wenn man reinläuft. Ich war erst Richtung mit Party zusammen Richtung Storage. Party ist, glaube ich, nach oben rechts gelaufen. Dann habe ich mich quasi an die Weather Note quasi zwischen Storage und Light gestellt und dann bin ich zu Licht gelaufen, weil Licht noch aus war und da lag Caruso. Habe auch erst einen Moment gebraucht, weil ich erst mal sehen wollte, wo Caruso liegt. Er liegt quasi fast unter der Kamera. Ja, ich steh noch über Storage. Ich wollte mich gerade umbringen lassen, weil ich daran verzweifle, dass ich jetzt in 7 Runden 6 Chat, könnt ihr mir sagen, ob ich mehrmals swappen kann oder nur einmal? Caruso tot. Könnt ihr mal nur, also wenn ich mehrmals swappen kann, könnt ihr eine 1 in Chat schreiben und am besten nichts anderes, weil ich gucke jetzt gleich in Chat. Aber wenn Caruso so früh tot ist, dann ist Timid sehr verdächtig, oder nicht? Oh, Timid und auf deine Aussage mit Crewmate, das glaube ich nicht, deswegen wollte ich jetzt. Aber das war Okay, ich kann mehrmals. Timid.
Timid, wo warst du noch vorher? Wir haben uns gecrossed gerade. Du hast gesagt Timid, ne? Ich war im Office. Karosus gestorben vor 5 Sekunden nach Report. Ich glaube Lesk. Alle Crew auf Timid. Ich bin eh raus. Alles gut, ich bin eh raus. Warte, Lesk, worum geht es gerade? Ich bin eh raus, Leute. Chantau, du kannst mich gerne bauen. Was ist Chantau? Chantau, los. Warum denkst du, dass Timid? Oh, Schott, die einfach schon. Oh mein Gott! Er wollte Shorty rausholen. Danke an den Sopper, danke schön. Irgendjemand wollte Shorty rausholen. Okay, ich habe gar nicht zugehört, habe aus Versehen was ganz Wildes gemacht, wie es aussieht. Also sie wollten Timid rausknallen direkt. Und ich habe einfach so geswappt, weil ich testen wollte, wie das Feature geht. So, Basel läuft mit mir mit. Das ist ja geil mit dem Swappen. Ich werde es richtig verkacken, aber das wird richtig geil. So, Pazzi läuft ins Labor. Baso läuft mir hinterher. Ist jemand tot? So, Baso. Strange. Unge kommt rein. Shorty kommt rein. Keiner ist an den Cams. Wir laufen jetzt mal hinterher. Checken mal, was hier los ist. Baso läuft jetzt erst runter. Unge auch. Shorty macht die Task, geht dann hoch. Shorty verfolgt mich. But why? Why? Wer war das? Ferrari. Ist jemand an den Kameras? Ich bin tot. Timid. Unge und? Unge und? Basu ist hier, Unge ist hier. Warum sind die nicht an Cams, wenn die beide da drin sind? Hä? Die sind einer von. Also, die sind noch Killer. Warum gehen die nicht in Cams, wenn die beide da drin sind? What the fuck? Parzival geht rein. Cams immer noch nicht an. Jetzt geht Lights aus. Müsste aber sofort gefixt werden, eigentlich, ne? Ich versteck mich. Müsste instant gefixt. Da sind so viele drin gewesen und es wird nicht gefixt. What the fuck? Jetzt wurde es erst gefixt, obwohl Parzival direkt reingelaufen ist. Oh, was ist denn da jetzt passiert? Ja. Ich kann Shorty und Baso ausschließen. Warum könnt ihr überhaupt Leute ausschließen, wenn ihr zu dritt in Electrical seid? Lights wird nicht gefixt und der Fixer wird getötet? Hä, der Fixer wurde überhaupt nicht getötet. Der Fixer wurde nicht getötet. Wo Shorty war der Fixer? Sie hat mir feinstes Crystal verkauft. Okay, was? Wir haben gute Ware am Stand. Ja, also Shorty hat gefixt und niemand ist tot. Was laberst du, Mensch? Warum? Also guck mal, als ich aus dem Electrical raus bin, waren da Baso und Unge drin. Ich laufe raus, es läuft mir entgegen Parzival zu Electrical rein. Licht geht aus. Ich wundere mich, warum wird es nicht instant gefixt, wenn ihr da zu dritt drin seid. Was ist da passiert? Ja. Also Baso ist erstmal rausgelaufen aus Electrical, also aus dem Electrical-Raum. Baso ist vermutlich zu Camps gelaufen, wenn ich mich nicht irre, Baso? Wohin? Als Licht ausgegangen ist? Nee. Ich bin einfach nur unten rausgelaufen und bin von oben wieder rein. Wo ist denn eigentlich? Das Ding ist, ich habe genau vor der Electrical-Tür, also innen schon, die aber auch zu ist, die Tür, Parzi reported. Da waren Vlesk und Shorty auch, die beide nicht reported haben. Nein, ich bin nicht mal ansatzweise in Electrical. Shorty steht im Electrical hinter der Tür, hätte nicht reporten können, weil die Tür zu ist. Vlesk steht genau daneben und hat nicht reported. Also für mich sind es hier, also auf jeden Fall Vlesk, weil er nicht reported hat. Also. Entweder Joker oder Imposter. Ich wiederhole ganz kurz, ich bin nicht in Electrical. Ich bin bei Weapons unten. Hä? Kann es ein Morphling sein? Es kann also ich habe dich 100% gesehen, Blesk. Dann war es ein Morphling. Stehe in Electrical drin, die Tür ist zu. Shorty hat gefixt, ich stand daneben, habe zugeguckt. Ja. Shorty und ich stehen in einem verschlossenen Raum. Niemand kommt rein, niemand kommt raus. Zusatzinfo, wenn es ein Morphling war, die zwei Leute, die mich öfter mal gecrossed haben in der Runde, waren Chantau und Chushu. Matteo habe ich nicht gesehen, Baso habe ich nicht gesehen, Unge habe ich nicht gesehen, Timid habe ich... Nee, Timid habe ich auch nicht gesehen. So. Und Shorty auch nicht. Chantau oder Also dann muss das ein Imposter sein, der Vlesk gemorpht hat, weil ja, Vlesk ich bin, also ich bin, wie gesagt, Engineer. Chantau und Chushu waren mit mir in Specimen. Ja, genau. Und Parzi war auch da. Parzi war auch in Specimen am Anfang. Aber das ist auch rundenübergreifend, Vlesk. Nein, ist es nicht. Ist es nicht. Ist es? Nein, ist es nicht. 100% nicht. Hast du es benutzt? Ich weiß, ich weiß. Sind Sie sicher? Ich bin mir 100% sicher, dass es nicht rundenübergreifend ist. Was bedeutet nee, dann muss dann, also wenn das stimmt. Nee, wenn du einmal jemanden samplest, dass du den dann halt auch in der nächsten Runde dann. Wenn es nicht rundenübergreifend ist, dann muss das aus meiner Sicht dann halt stimmen. Das war bei mir nicht so. Jede Runde jemand anderen nehmen, oder? Ich muss jedes Mal neu samplen. Das ist ja die Frage, ob es so ist oder nicht. Aber das Sample geht doch weg, wenn du es benutzt hast, oder? Das weiß ich nicht.
Das war nicht rundenübergreifend, soweit ich weiß. Ich kann jetzt auch Scheiße labern, ne? So wie immer. Wir machen schon mal die Tür auf, falls hier gleich gefixt werden muss. Baso kommt hier raus. Baso läuft jetzt hier hoch. Ah, schaut mal hier. Hä? Hilfe! Ja, das sieht jetzt für mich jetzt voll schlecht aus. Das ist ein Bug. Da ist ein Bug. Da ist ein Bug gewesen. Ich konnte das Menü nicht aufmachen. Und jetzt sieht es natürlich so aus für Baso, als wenn ich das nicht gefixt habe. Oh, Unge ist tot. Da liegt doch bestimmt ein Labor, oder? Labor. Wer kam aus O2 hochgelaufen? Schuh kommt hier rausgelaufen. Timid. Wo liegt der Junge? Wo liegt der Junge? Scheiße, er liegt doch in O2. Wer war in O2? Oh, oh, ich habe die zweite Leiche gefunden. Wo denn? Die zweite? Die zweite Leiche liegt, also Baso liegt am Admin-Panel. Oha! Oh, fuck! Okay. Wer von euch ist Engineer? Also erst... Schuh, Timmit waren oben gerade Lab vor der Kamera. Hey, Leute. Ich habe nachgeguckt. Dieses Sample von Morphling ist nicht rundenübergreifend. Okay, ja, sag ich ja. Also es kann quasi jede Runde neuer gepickt werden, ja? Ja, es kann nur Schuh, oder Schantau sein. Genau, es muss ein Schuh, oder Schantau sein. Nein, stopp, stopp. Ich habe Vlesk ein Schild gegeben. Was? Deswegen habe ich Vlesk gesucht. Holy shit! Oh mein Gott, was? Ja, aber okay. Ich habe es ihm gegeben. Okay, also das ist ja Bullshit, weil du bist ja gerade von meinen Augen gewendet. Was? Nein. Nein, ich stand im Lab an der Task über der Toilette und habe meine Wires gemacht. Chantau, wo hast du reported? Unge liegt übrigens, ja genau, unten bei den Wasserrädern links. Okay. Und ja, ich sag's jetzt, ich bin Leiter. Also bevor ich irgendwie mal wieder hier... Also Timmet, du sagst... Da haben wir ein Problem, weil ich bin in Lifeline gewesen, ich habe den Kill von Unge gesehen. Matteo ist dann von links reingelaufen, ja. Matteo war quasi mit... Baso wahrscheinlich Lifeline. Im Office. Genau. Wir standen an Lifeline. Ich bin aber rausgelaufen, wurde von Timid und noch jemanden gesehen, wie ich ins von Labor mir. Reingelaufen bin. Wo ne? Genau ist Baso jetzt tot? Am Admin-Pool. Vor Lifeline. Ja. Also Timid, also, du hast mich gesehen, wie ich ins Labor reingelaufen wer Person, bin. Wer war die Person in Electrical? Weil ich bin hochgelaufen, weil ich dachte, Unge liegt in Electrical. Zwei Leute waren im Lab, aber in Electrical war niemand mehr. Das war nicht Matteo und war nicht Baso. Ich bin von oben Electrical runtergelaufen und dann in O2 unten rein. Ich bin von rechts. Ach, dann bist du ja wirklich raus. Reingelaufen. Ja gut, dann ist er safe. Also ich habe jetzt Schuschu gewotet. Ich würde auch Schuschu voten. Also ich bin wirklich Electrical, war fällt da raus für den Kill tatsächlich. Also wenn Timmit sie adventen sehen... Aber guckt mal, ihr könnt mich doch... Aber Timmit hat mich doch im Lab oben gesehen. Dann sind wir rausgelaufen, ich bin runtergelaufen. Matteo ist mir gecrossed und die Leiche liegt unten am Admin-Pult, also Baso. Du bist einfach hochgewendet. Nein, ich war die ganze Zeit im Lab. Wo war Shorty eigentlich? Ich bin tatsächlich jetzt wieder bei Electric angekommen, habe zwischenzeitlich noch meine Öltaste Ende machen müssen. Die habe ich am Anfang angefangen. Tatsächlich, ja. Tatsächlich. Ihr habt jetzt alle eh schon Schuschu gewotet, oder? Wir haben schon Schuschu gewotet. Selbst wenn Shorty 2 ist. Ich bin nicht Nummer 2. Warum hat der andere Imposter mit auf Schuh gewotet? Unge hat mich vorhin sogar gesaved, als Baso. Ja, weil Schuh sowieso schon raus ist. Der geschossen hat. Okay. Soll ich jetzt ausgehend fixen? Ich glaube, also. Also da müsste schon jetzt eine ganz wilde Nummer sein mit Vlesk und mit Timid, dass das jetzt falsch war, ne? Da müsste Vlesk als Morphling, oh mein Gott. Steht da Shorty. Schade, an der Stelle. Ich habe wirklich dem Imposter ein Schild gegeben. Manchmal gewinnt einfach derjenige, der lauter schreit, war Vlesk? Ich würde einmal ganz kurz mein Game restarten, weil ich weiß nicht, Ich wollte sogar beide gecallt, scheiße. Ich werde die ganze Zeit Crewmate. Oh mein Gott. Ich war sechsmal Crewmate aus sieben Runden. Und die eine Runde war ich Imposter, aber ohne extra Rolle. Ja, weil halt 50-50 Chance ist, ob eine Rolle ausgelost wird. Richtig. Ja, true. Ach, verdammt. Ich erfahre auch gerade, als Swapper kann man nicht fixen. Als Swapper und als Mayer kannst du, glaube ich, beides nicht fixen. Okay. Du hast meine Farbe. Sollen die Worte beeinflussen? Kann man als Schiff da? Ich würde dann aber auch letzte Runde callen. Echt? Scheiße. Vielleicht vorletzte?
Any vorletzte Runde Passivag? Ich war ja Swap, aber am Anfang ist einfach ganz random Timid und Shorty geswappt. Und war ja fast, Shorty wäre ja fast gestorben. Ey, das wäre so random gewesen. Ja, Timid, war so alles okay bei euch, oder? What do you mean? Nix. Boah, als Shorty rausgeholt wurde, fast sehr lustig. Das würde jetzt wieder komplett. Hey, viel Spaß bei der vorletzten Runde. Viel Spaß bei der vorletzten Runde. Nee, letzte Runde, wirklich, sorry. Vorletzte. Nein, habt Respekt. Habt Respekt, bitte versucht nachzudenken. Kann jemand Caruso killen? So, okay, fix Lights. Ich könnte repairen, aber mache ich nicht. Die bleiben oben. Oh, wow. Das ist aber nicht Caruso gewesen. Also rein theoretisch, wenn ich jetzt den Imposter direkt entlarvt hätte und der auch letzte Runde gecallt hat, machen wir noch eine Party. Das ist nicht dein Ernst, du bist Leiter, oder was? Ich bin Leiter, ja. Oh nein, geil. Aber ich dachte mir, ungesagt, habt Respekt vor niemandem, habe ich das direkt umgesetzt. Didn't age well. Oh no. Okay, nächste Runde. Lass den Imposter jetzt aber einfach weiterspielen und der kann es ja versuchen und wenn er es nicht versucht, dann macht er jetzt einfach einen dummen Obvious-Report. Ich glaube einfach, ich gucke in den Spiegel. Hä? Timid? You good? Oh, das ist ja. Also, Leiter ist ja dann richtig krass, wenn du denkst, Licht ist aus, ist gerade so Chaos. Und du stichst da rein. Heftig. Hey, ich bin Engineer! So. Kann ich wenden? Oh, da war gerade Lesk. Der war doch hier unten, wendet er. Shushu sucht. Da war gerade jemand im... Shit, wer ist hier reingelaufen? Von der anderen Seite läuft ja auch noch jemand rein. Ist Vlesk gerade verschwunden? Ist er gerade gewendet? Da ich ja der Engineer bin, kann kein anderer wenden, aber ich könnte mich auch verguckt haben, ne? Nein! Baso! Warum tust du dies? Ach, nein. Was? Ah! Hä? Ich meine Timid, aber der sieht aus wie ich das bin. ich weiß nicht, ob er missklickt hat, aber Timid hat sich gerade straight up an mir gekillt. Vor der Lifeline. Vor 2 Sekunden. Vor 2 Sekunden? Ja. Dann hast du noch kurz gewartet und hast dann reported. Ja, weil ich so perplex war. Er ist einfach vor mir umgefallen. Ich weiß nicht, wahrscheinlich, das Einzige, was Sinn macht, ist Sheriff. Er hat auf mich geschossen, weil er dachte, dass ich Imposter bin oder Joker und hat sich deswegen selbst umgebracht, glaube ich. Ich bin bereit, das zu glauben. Und Caruso war vorher schon tot, by the way. Ja, also ich habe es auch in den Camps gesehen, dass Caruso, also entweder Baso Caruso getötet oder ist einfach umgefallen. Das stimmt. Du meinst Timid. Caruso war schon vorher tot. Der ist schon so 15 Sekunden mindestens tot. Ich habe vorher aufs Admin-Panel geguckt, bevor Timid sich an mir was auch immer gemacht hat. Einer war im Labor auf jeden Fall. Und ich glaube, links waren auch noch Leute. Ja, deswegen hat Timid auch gesagt, er guckt in den Spiegel, weil er sich an dir schießen wollte wahrscheinlich. Labor war ich und da war jemand noch in der Schleuse drin, der runtergelaufen ist, ein Specimen. Specimen habe ich keinen Punkt gesehen. Ich bin aus der Schleuse gekommen. Ach, du bist rausgekommen. Und dann war ich schon oben, ja, und dann bin ich wieder rausgelaufen aus dem Lab. Und ich glaube, Shushu und Matteo standen die auch gerade vor der Office-Tür, vor Lifeline? Ich stand vor der Office-Tür, ja. Shushu auf jeden Fall, ja. Vor Lifeline an der Office-Tür. Die sind nämlich zu. Also ich denke, Matteo, Shushu stand auf jeden Fall davor. Aber Matteo, wo bist du hergekommen? Ich habe einen anderen Weg genommen, einen, den du nicht nehmen kannst. Du bist ein Imposter und bist gewendet. Genau, das ist es. Ah, okay. Nee, ich bin Engineer und bin von dem Loch außen bei Communications reingewendet einfach. Dann haben wir uns nicht. Okay, dann haben wir uns gerade irgendwie verpasst oder so. Ich habe Blesk, du bist runter zu dem Wasserrad gelaufen, wo auch das Loch ist bei Admin. Da bist du hingelaufen und dann warst du weg. Und ich habe dann geguckt, wo du hin bist. Bist du irgendwie auch gewendet oder? Nö. Okay. Ja, gut. Wollte nur nachfragen. Weil Pazzi schon draußen ist. Wollte nur. Okay. So, jetzt vernehmen wir noch, wann wir den Jester voten. Ich kann übrigens nicht wenden, weil ich Mayor bin, deswegen auch 7 Votes. Ja, dann war es, wie ich gesagt habe, habe mich wahrscheinlich verguckt.
Aber warte mal, das hat er gesagt, nachdem die Votes da sahen, hat er die jetzt schnell gezählt und dann gesagt, okay, ein Mayor muss ja, ah, dann würde der echte Mayor ihn aber outcallen. Wilde Nummer. Wird es jetzt vielleicht doch nochmal, oh, da ging gerade die Tür auf. Also, ein Imposter, würde der hier aufmachen, um das zu machen? Mayor hat ganz normale Aufgaben, glaube ich, wie alle anderen auch, ne? Wo ist denn das Ding hier nochmal? Da. Okay. Okay. Aha. Und sie wendet selbst raus. Okay, Schuh ist es also. Ah, Lights war auch nicht gefixt. Oh, sie macht sogar Türen auf, obwohl ihr Cooldown noch runtertickt. Jo, läuft mit Basel mit. Geht rein. Hat sie die angemacht? Ja, sie macht sie. Oh, jetzt macht sie wieder aus. Läuft raus. Sie hat dann echt. Also, sie könnte das echt gewinnen, ne? Baso findet mich aber jetzt vielleicht. Oh oh. Shorty ist Jester? Nee. Lol. Zwei Office, einer Specimen, einer Richtung Electric. Und die Leiche liegt beim. Wenn Leon um 12 Richtung nicht Band, kann, ja, kommt vielleicht noch Alte 4. Ja, safe. Hat er ja auch gesagt. Wenn Leon um 12 nicht kommt, dann spiele ich Alte 4. Unten beim Admin-Panel quasi, also eher so vor dem Bücherregal liegt er quasi. Ich glaube, er war entweder raus oder quasi gerade dorthin. Er ist raus, er war mit mir im Lab und ist dann im Vent gehüpft unter den Kabeln in der Toilette. Habt ihr mich gebaitet? Also ich weiß auf jeden Fall, wenn er schon länger als, keine Ahnung, 15 Sekunden tot ist oder so, oder kürzer, dann kann ich Basel ausschließen, weil sie hat live geschickt, da kam ich gerade dazu und dann bin ich in den ganzen Weg runtergefolgt sozusagen Richtung Lifeline. Shorty, war der schon tot, als du da gerade von der Lifeline kamst? Als ich dran war, scheiße. War tot, genau. Ihr habt recht. Aber ich dann, also Frage, gute Besserung an Leon. Ist, wer will hier noch für das die bedeutet, wir spielen aber heute ein bisschen Huhn. Also das wir bekämpfen die Hühner. Kann ich dir nicht beantworten, weil ich nicht weiß, wer zweiter Imposter ist. Lena hat mit mir oben das Licht angemacht. Und ist dann, du bist ja auch nochmal Richtung Camps gegangen erst. Genau, ich habe ganz kurz und durch. Und dann bist du erst zu uns FDL nicht, ich habe voll Bock auf Huhn. Es macht keinen Sinn, dass du den Admin-Kill da gemacht hast. Entweder Shorty oder Vlesk sind hier für mich. Huhn. Aber ich letzte Runde schon gesagt, dass ich Mayor bin und wir 7 Votes hatten. Also ich habe jetzt immer noch 6 Votes. Sprich, wenn jemand anderes Mayor callt, dann ist es Shorty. Hatten wir wirklich 7? Ich habe es nicht gesehen. Warum jetzt ich, Baso? Weil du die Einzige bist, die noch Sinn macht. Lena kann den Kill nicht gemacht haben auf Caruso gerade. Chantau ist safe, weil er Pazzi rausgekickt hat. Wenn Vlesk Mayor callt und niemand anderes Mayor callt, dann ist er Mayor, okay, weil wir einen Vote mehr haben. Gewaltig nicht, weil ich gibt ja immer noch die gefährliche Option, dass der Imposter nicht alleine ist, sondern ein Lover-Couple hat und wir 4 halt verloren haben. Das können wir ja nicht ausschließen, oder? No. Ja. Sprich, wenn wir das umgehen wollen, sollten wir... Ich habe schon mal einen zweiten geschafft. Na, wir können auch skippen. Ich habe schon 2 No-Pause FTL Hardruns geschafft. Nee, wenn also wenn er müsste sagen, einen dritten schaffen, dann haben wir verloren jetzt. Wer dann fällt ein Kill und ist vorbei. Ich habe gesagt, ich bin Swapper. Du bist. Peter, wir haben 6 Votes. Hast du schon vorher gesagt? Ja, hab ich. Oh. Wenn ihr alle Rollen claimt, das macht ja dann gar keinen Sinn. So, Specimen, machen wir weiter unsere Task. Da schauen wir zu, wie die den Fall hier versuchen zu lösen. Ich mach mal weiter ein bisschen Task. Matthias, wann spielst du eigentlich wieder Stiltfeller? Glaube nicht, dass ich weiterspielen werde. Am Samstag wird der Maurice Stiltfeller spielen. In Ego-Perspektive. Das finde ich ganz geil. Aber ich habe gerade einfach mega krass Bock auf Alte 4. Ich bin verwirrt. Hallo verwirrt, ich bin Baso. Fazi, du bist tot. okay, das Problem ist, wenn Shorty jetzt wirklich Swapper ist, dann kann sie ja nicht Imposter sein. Wenn Vlesk Mayor ist, kann er auch nicht Imposter sein. Chantau hat Parzival rausgekickt. Das heißt, er ist auch nicht Imposter, außer er hat Parzival erste Runde verkauft. Was nee, ich bin immer Sinn noch Leiter. Würde. Heißt, es muss ja dann Shushu sein. Oder du. Aber ich weiß nicht, wie sie diesen Kill da unten gemacht hat.
Ja, du hast du Tim mit einfach so weggejoinkt vor der Lifeline? Nee, habe ich nicht. Der hat sich an mir weggejoinkt. Da war ja noch was, Burton. Ja, keine Ahnung. Also ich weiß nicht, ich bin selber ein bisschen confused. Aber dann, also wenn einfach niemand anderes sein, Swapper claimt, dann muss Shorty ja Swapper sein. Es haben doch zwei Leute auf mich gewotet. Ja, ja, weil geswappt. Ja, aber wir haben ja einen Doppelvote, weil Vlesk Mayer ist. Nee, Party war Safe Imposter. Kann man, kurze Frage, kann man dieses Lover-Couple sein plus noch eine andere Role? Also zum Beispiel Swapper oder, keine Ahnung. Nee, es geht, okay. Aber also Baso wurde doch auch von Timid abgeschossen. So. Also wenn das keine Hardcore-Lüge war, dann ist sie doch auch Proof. Muss es doch Shushu sein. Ja, ich hoffe, es leckt nicht, aber ich weiß nicht, ob es... Ich weiß nicht, wie Shushu diesen Kill da unten gemacht hat auf Caruso, aber es kann hier Shushu sein. Aus deiner Sicht muss es sein. Sonst und ich denke nicht, dass das mit Timid eine Lüge war. Also, das war ja. Und ich glaube nicht, dass Chantal. Ich weiß gar nicht, warum Timid sich an mir erschossen hat. Stream läuft. Na, wir können ja dann kein Lover-Couple mehr drin haben, oder? Shushu ist Swapper, ich bin Leiter, Flesk ist Mayer. Nee, Shorty ist Swapper. Ja, genau, meinte ich ja. Shorty ist Swapper, ja. Lover-Couple geht ja auch nicht mehr, oder? Ja, keine Ahnung. Aber ich würde jetzt Shushu wohnen. Das ging mega komisch, aber ich weiß nicht, wie die Konstellation geht. Lover-Couple nicht mehr? Na, wer soll Lover von uns noch sein? Aber es ist nicht irrelevant. Linda, bist du Crewmate einfach nur? Ja. Okay. Also ich verstehe. Wenn Flesk und Basis sind, hatten wir schon Lover-Pärchen, die so... Aber wir hatten doch gerade ein Wort immer mehr, oder aber nicht? Ist nicht irrelevant? Ja, ich verstehe es einfach nicht. Weil ich bin kein Impostor und deswegen weiß ich nicht, wie das aufgeht. Das Problem ist, dass Rollen drin die anderen Rollen alle aufgehen. Ja, außer ich habe gar keine Ahnung. Es gibt doch zwei Optionen gerade. Entweder Shushu ist Impostor oder die Hardcore-Variante ist Baso hat uns einfach richtig, richtig hart angelogen. Ja, genau. Aber das wäre halt so eine erste Runde, dass es unwahrscheinlich ist. Deswegen wollten wir Shushu. GG. Nee, verloren haben wir noch nicht. Oh, verloren. Tim, du hast verloren, als du dich an mir erschossen hast. GG! Ja, verdammt! Ja, gut, ne? Aber eine Runde geht noch, oder? Schnelle? Eine Fast-Runde? Nee, Luca. Start! Oh mein Gott! Oh mein Gott, es gibt noch eine Runde! Ich sehe aus wie Bas, oh no! Oh, Tim, du siehst gut aus. Das ist so schlimm, Spaß! Geil, Medic! Oh geil, wenn wir eine Leiche reporten, können wir sehen, wer es war. Das heißt, wir laufen jetzt raus, Licht geht aus, wir laufen dann hoch, reporten. Achtung, Achtung, Achtung. Okay, Licht geht gar nicht aus. Wen shielden wir? Wer hätte es verdient, geschieldet zu werden? Ich. Kann ich mich selbst shielden? Ist hier ein Spiegel? Warum ist hier zu? Shit. Ist die Kamera an? Nein. So, wer wird gerne mal weggestochen? Timid kommt aus dem Labor gelaufen, Vlesk auch. Sollen wir Vlesk shielden? Die kommen beide rausgelaufen, hätten mich aber auch nicht töten können, weil die ja wussten, dass sie beide drin sind. Das heißt, sie würden ja, also die hätten sich ja dann gesehen. Tür ist zu. Shit. Ja, war klar. Shit, Mann, ich wusste es. Shit! Oh. Ey, ich habe jemanden gesehen. Und zwar, Timid ist von der Leiche weggesprintet. Hat Timid, wurdest du gesampelt? Ja, wo bist du denn gerade, Timid? Ich bin hinterm Stein. Okay, dann wurde. Also, Blau ist gerade von der Leiche komplett weggesprintet. Mental liegt vor Electrical, vor der Tür. Vor der verschlossenen Tür zum Stummkasten hin. Also, okay. Caruso ist es nicht. Der Timid auch nicht. Ich weiß, was Caruso ist, der ist Weapons with Passiver, ja. Und Timid kann es nicht sein. Ich bin mit Matteo aus dem Lab rausgelaufen, ich bin da unten Richtung Lifeline und dann nach links und Timid stand unter dem Stein und hat sich versteckt. Also Timid hat den Kill nicht gemacht. Okay, dann hat Timid unbläst, deswegen sind die da beide rausgelaufen, oder was? Frech. Ja, jetzt die Frage, wer? Ey, ja, wie viel Prozent haben wir eigentlich? Bestimmt Basis. Das kann ja Timid relativ einfach sagen, weil man hat. Timid, wen hast du gefasst? Matteo, wonach schmeckt der neue Tee eigentlich? Also er riecht nach. Ich hab einen. Der riecht richtig krass nach Pfirsich. Aber er schmeckt nicht nach Pfirsich. Am Anfang der Runde. Ich hab. Der schmeckt wie so ein milder. 10 Sekunden. Ja, okay, ne, Moment dann. Also du hast nicht schwarzer oder grüner Tee mit so einer Pfirsichnote. Und zimtig. Ich glaube, Les bin ich ein bisschen. Ich hab Timid gewotet. Ja, vor 5 Sekunden ist Timid. Nee, Junge, das geht nicht. Wenn jemand die Letzte prüfen kann, das geht nicht. Nein, das geht nicht. Ach so, ja gut, dann habe ich mich wohl verklickt, hups. Also wenn der vor Lights war, nie im Leben kommt er darüber. Ich mache schnelle Votes und... Und dann? Und dann sehe ich rot. Okay. Rot?
Oh, indischer Teemäßig. Ich kann es nicht genau sagen. Ja. Sorry, aber ich wurde hier schon taub. Nee, ich hab den nicht. Ich hab aus Versehen auf dem mitgewohnt, weil der die gleiche Rolle hat wie der Mörder. Geschmacksbohren. Also der riecht ganz leicht fruchtig. Und warum krieg ich ein Vote und warum werde ich nicht? Ich hab dich doch gewotet. Du hast mich gewotet. Ja, aber nur einer. Ich, nur ich. Okay. Der ist auch so ein bisschen. Also da ist ja auch so da ist Pfeffer und Zimt drin. Also der schmeckt. Ja, also es ist schwer zu beschreiben, um ehrlich zu sein. Also man schmeckt eine ganz leichte Schärfe, man schmeckt ein bisschen Zimt, man riecht Pfirsich, aber ich würde sagen, er geht in Richtung schwarzer Tee oder grüner Tee. So in dem, da ist ja auch noch so, da sind ja ganz abgefahrene Sachen drin, ich weiß selber gerade. Also bei der Version, die wir haben, ist ja dieses... Ich müsste mal lesen, wie das mit G irgendwas. Guyos? Ich habe keinen Plan. Mate ist ja auch drin, so ein bisschen. Guarana ist auch drin. Guarana ist auch drin, aber auch Guyosa? Mann, was mache ich hier? Ich muss Task machen. Aha, Baso tot. Blessed shielded. Schaut ihn euch an. Er timmet. Aha, guck mal, smart. Ja, das ist ja offensichtlich. Okay. Da hat jemand schon wieder Timmit gemorpht. Okay, ich kann euch sagen, wo die Leute. Ich kann euch sagen, wo rechts alle Leute waren. War User, ja. Chantal, war gerade gestorben. Also, Unge wurde reported, hä? Theo, färbst du deine Haare? Nein. Ach, meine natürliche Haarfarbe. Ich habe Timmit quasi zweimal gesehen. Einmal rechts beim, also rechts, wo man Öl auffüllt. Und dann nochmal, als ich nach links gelaufen bin, kam mir noch eine Timmit. Vielleicht ist er gewendet. Hey, wie geil ist das denn? Also, gelb war Specimen gerade, Chantal. Ja, Shushu war vor Dicon. Türkis, also Caruso, weiß. Und schwarz waren beide in Lab, drei Lab. Mhm. Ja, ja. Ich war im Boiler Room unten. Das war Boiler Room, okay. Schotti, wo warst du? Ich bin bei der Leiche. Und die Leiche ist? Ja. Vor den zwei Timmits. Vor der Eingangstür bei Electric. Ja, okay, da will mich aber jemand hart schauen. Wenn wir davon ausgehen, dass Timmit gemorpht wurde, dann war es Timmit selber nicht. Passiv, ja, eben. So Unge, Schuschu sind safe. Chantau hat den ersten Kill nicht gemacht. Nee, ich war ins Beste, mein Unge hat mich rausgenommen. Ja, ich habe den ersten Clown nicht gemacht. Da kannst du ja nur für den Kill Shorty oder Vlest sein, oder? Ja, aber wie soll ich denn den ersten Kill machen, wenn ich Timmit decken kann in der ersten Runde? Nee, du musst den ersten Kill nicht machen. Die Sache ist, ich sag euch, was ich vermute. Also Shorty, Timmit, Vlest, das ist wirklich die Hauptverdächtigen, ja. Aber ich denke... Timmit muss nicht gemorpht sein. Genau, Timmit muss nicht gemorpht sein. Nee, Shorty hat doch zweimal jetzt mich gesehen. Aber ich hab das doch auch gesehen. Ja, ja. Aber es kann ja auch sein, dass Shorty dir ein Alibi gibt. Warte, ich wollte noch kurz meine Theorie sagen. Und zwar habe ich das Gefühl, dass Vlesk und Timmit vielleicht ein Lava-Couple sind. Timmit ist einer von beiden. Also Timmit ist der Mörder und Vlesk ist dieser Nutzlose, der Liebe verteilt, aber nicht... Liebe ist nicht nutzlos. Kann sein. Und deswegen sagt Vlesk auch nicht zu Timmit. Und Shorty sagt auch immer, sie hat Doubles gesehen, obwohl es gar keine Doubles gibt, weil Shorty der andere Imposter ist. Also Shorty und Timmit sind Imposter. Vlesk ist der Lover, deswegen verdächtigt alle anderen raus. Jetzt jagst du nach einem Einhorn, mein Freund. Also das ist ja kompletter Quatsch. Junge, wenn das stimmt, ne? Am Ende, egal, wenn das schlau ist. Wenn das schlau, dann stimmt das. Ich probiere jetzt einfach mal, ob Timmit Imposter ist, ja? Ja, ist er. Mach das mal. Ich schieße aber einfach mal auf halt, dich. Wenn Timmit jetzt aber Crewmate ist, ich hab vergessen. Aber wenn Timmit dann falle ich ja um. Dann muss ich mit umfallen. Warum habt ihr mich denn? Warum? Dann muss ich mit umfallen. Ich habe mich aber gleichzeitig gerettet, weil ich geskippt habe, Unge. Oh mein Gott, ihr habt geschafft. Ihr müsst nicht Lover sein. Also das, die eine Theorie, dass Vlesk und Timmit Lover sind, einer von beiden Imposter ist und dann die Rolle vom anderen annimmt und ihn dann blamet, ist doch Quatsch. Das wäre ja blöd, weil dann würde ja sein Lover in die Schussbahn geraten. Außer wenn man es so offensichtlich macht. Aber das ist sehr gefährlich. Wäre aber eine ganz interessante Spielweise. So, habe ich hier noch was? Nope. Doch, ich habe noch was. Scheiße. Aha. Ich hab eine Leiche nicht gesehen, aber ich konnte reporten. Okay. Shorty und Caruso waren gerade noch unter Communication mit mir. Ja, also ich sage dir, was los war.
Caruso, Shorty und noch jemand war mit mir Electrical. Lightfixen, wer war noch da? Mhm. Ich war auch noch mit da. Shushu. Ich war, so, ja, ich Chantau war nicht mit reingekommen, er ist dann oben geblieben, ist weggegangen. Genau. Bin ich jetzt wieder da irgendwo? So. Ich bin nämlich gerade ein Specimen. Größe, Größe, nee, nee, XXL weiß ich nicht. Eher unwahrscheinlich. Nee, Shushu steht neben mir. Wenn Shushu wirklich Officer ist, dann müssen wir mal Hamu fragen. Die Sache ist halt, der Kill muss wirklich ganz kurz sein, weil ich bin ein bisschen länger... Der Kill ist super frisch. Ich bin ein bisschen länger, ich bin hinterher getrottet. Also alle waren schon wieder weg. Ich renne hinterher und finde die Leiche von Caruso, ohne die zu sehen. Ja, ich hab ja auch noch das Blut. Luda, ich bin gerade an die Tür von Office rangelaufen, die war zu und hab links, von links kam Shushu gerade. Hä, aber... Aber ich habe ein bisschen links. Abstand zu dir gehalten. Aber von... Ja. Ich hab... Also Vlesk möchte jetzt, dass der Imposter-Kollege von Timid rausfliegt, damit Vlesk einen Crew... Hm. Nee, damit Vlesk einen Loverwing holt und kein... Das ist so geil. Genau. Ich habe gerade Vlesk quasi töten sehen. Das heißt für danke, mich entweder war es der Morph oder Vlesk. Aber kann man denn mehrmals, kann man andere Leute morphen oder was? Ja, da muss mich jemand gemorpht haben, aber das macht überhaupt keinen. Also ich. Nein, ich vor zwei Sekunden bin ich in Communication. Er ist sonderangefertigt, der wurde verbreitert. Shorty und Caruso. Ja, aber dann bin ich auch nach links gelaufen, als ich wieder zurückkam. Und wo hat Unge reported? Wurde die Leiche? Ich bin zwischen dem Communication, nicht über Weapons. Ich bin in diesem Gang zwischen Communication und Admin da runtergelaufen. Und kann ich jetzt sagen, wir haben keinen Imposter raus. Es sind sechs Leute. Wir müssen den Imposter finden. Timid fällt für mich raus, weil ihm Morph die Appearance geklaut hat. Es ist nicht mein Lover. Shorty, vote ich jetzt hier. Der erste Kill, neue Maps noch nicht angekündigt. Also man weiß nur, dass sie kommt und nicht wann, glaube ich. Officer. Ja, ich wollte doch eigentlich gibt sich volle Breitseite, weil das Officer dann schießen würde. Warum schießt er nicht? Weil ich Timid nicht gefunden habe. Ich habe ihn gesucht. Du denkst, dass ich es bin? Ich bin aber, ich bin das Kopf. Shorty, los. Ja, ich... Ich glaube, Vlesk und Timid machen das. Ich habe trotzdem, Angst vor Simon. Es können auch Vlesk und Timid einfach Imposter-Duo sein und nicht Lover-Duo. Das ist kompletter Quatsch. Ja, okay. Ihr votet echt den Joker raus. Nein! Krass. Warst du ja im Joker raus? Ja, ja. Aber sag mal, wart ihr bei dem Imposter-Duo einfach? Ich und Timid waren im Imposter-Duo. Lol, ich dachte, ihr werdet Lover, weil ihr zusammen rumstand. Fuck, du warst Morpher, ne? Nein, ich war kein Morpher. Ich war Morpher. Wusstest du, dass du Timid gekreuzt hast? Timid ist Imposter gewesen. Ich war Morphling. Ja, aber du hast Oh, verdammte Scheiße. Geiles Fail. Wer hat den Killings gemacht dann? Ey, war sick. Gut gespielt. Sag mal, Shorty. Dankeschön. Aber sag mal, danke, was hast du gesagt? Was du gecallt? Nee, ich habe mich nur gewundert, ob Shorty mit Absicht richtig gecallt hat oder ob das random war, weil es waren ja Vlesk und Timid. Nee, das war der Morph, der von der Leiche weggelaufen ist. Aber du warst doch im Also ich hätte den Kill gemacht, ich wollte es gerade erklären, aber ich bin gebrochen worden. Nee, ich wollte nur Shorty fragen, ob sie wusste, dass es Vlesk und Timid waren oder ob sie es random einfach gecallt hat. Ich habe tatsächlich gedacht und ich dachte, wenn ich tatsächlich jetzt gegen Vlesk shoote, kriege ich vielleicht auch noch die Imposter-Votes ab. Aber ich wollte nur wissen, wie du... Ja, okay. Aber wisst ihr, was lustig war? Shorty... Vlesk und Timid waren so drei so verdächtig, dass ich dachte, Lover Couple und Imposter Duo, aber es war Imposter Duo und Dings. Jester. Ja, das ist interessant gewesen. Aber es war schon irgendwie von euch drei gegen kriminelle Energien aus. Ich war halt. Ich war Morphling. So smart mit dem Morph, ja. Ich war Morphling, Timid war Imposter. Ich habe ihm quasi die Appearance geklaut und dann in seinem Namen getötet. Ja. Weil er dann von anderen Leuten gedeckt werden kann. Dann denkt ja niemand, dass er Imposter ist. Ziemlich gut. Das ist voll die geile Idee. Ja. Hast du gerade ein Specimen getötet, Vlesk? Nee, ich war dann das. Dann saß einfach Buggy aus, weil bei mir hatte derjenige, den ich getötet hat, einen pinken Namen. Und ich dachte, jemand hätte sich in Caruso gemorpht. Ich dachte so, oh, ich bin voll safe. Und dann war ich mal tot. Ey, vielen Dank für die Runde. Es hat mega Bock gemacht. Ja, nice. Danke euch. Danke fürs Mitspielen. Schönen Abend noch. Ciao. Ciao.